Findet ihr die der Herbewegung nervig, ganz cool oder was dazwischen? Nochmal. Das meinst du? Wie findet ihr die der Herbewegung nervig, ganz cool oder was? Ist halt ein Meme, ne? Ich weiß, woher das kommt. Ich habe mit den Jungs abgegangen, die damit angefangen haben. Ja, das meine ich ja mit adaptieren, ne? Die Leute adaptieren das einfach. Genau wie dieses und was weiß ich, was nur alles gekickt wird, Alter. Oder kicken. Ja, das hat halt irgendjemand angefangen und die meisten nutzen das jetzt, weil sie das halt einfach witzig finden. Ja, die machen sich halt drüber lustig, ne? Ja. Aber bisschen mehr Strenge würde ich mir wünschen. Ja, weil dann ab und zu geleitet das schon wieder so. Auch allgemein das sind ja teilweise OOC-Gespräche, die da geführt werden, so. Da wird ja nur noch reingekickt an manchen Teilen. Das ist für mich jetzt auch, wo ich sage, ah, muss das sein, aber am Ende ist es mir auch egal. Das sind jetzt so ein bisschen persönliche Wünsche. Ich meine, ich mache da ja auch mit ab und zu. Ich bin ja auch nicht unschuldig. Aber manchmal ist es zu viel. Es ist einfach zu viel. Es ist halt kicken. Ja. Das hat umgekickt. Das gab es schon vorher, aber so wirklich hat es angefangen. Also bei mir jetzt. Nee, Sektor war da immer. Das hatte immer so seine Grenze. Aber jetzt, Season 4, ist das für mich, also die Auffassung super extrem. Das kommt aber auch nur aus Langeweile. Weil du stehst dann halt und dann denkst du dir so, oder das ist halt situationsbedingt, ne? Ja, du weißt also halt nicht, worüber du reden musst. Dann genau, halt so du weißt Kick. Nicht, was du gerade quitschen willst und dann haust du einfach so einen Kick rein. So, dann ja, allein. Ja, wir saßen aber auch im TS und haben zugeguckt. Los, mach jetzt. Und dann lockt Arthur ein und fährt bei der Waschstraße vorbei. Arthur sagt ja selber, er kann ohne seine Mucke nicht. Er kann ohne dieses, mit dieser Musik, der muss das untermalen. Er muss das ist aber mehr geworden, seitdem er streamt. Ja, seitdem er streamt, hat sich das verdreifacht. Ja, weil er farmt so. Halt die KeckWs, ne? So im Chat. Klar. So. Das muss halt jeder für sich wissen. Kann das nicht untermalen, seinem Stream? Habe ich auch schon gesagt, aber Arthur ist sogar so nett und hat gesagt, okay. Auch wegen den DMCA-Sachen, ne? Ganz klar. Ja, und du kommst, sagst ihm das, der sagt, Amen, ich versuche seit 3 Seasons, dass das lassen soll bei mir, rafft er nicht. Kommt ein Curtis, ja okay, mach ich. Ja, das hat doch nichts mit mir zu tun. Keine Ahnung. Ich sag ihm das wirklich schon von Anfang an, hör auf damit. Oh boy. Heißt immer, stell dich nicht so an, Jay. Curtis sagt einmal, ich hab Musikallergie, okay, Curtis. Ja, Bruder, ich habe halt keinen Bock darauf, irgendwann du hast 100.000 Follower oder so. Perma gebannt zu kriegen, Alter, weil die dann irgendwann wieder reinkicken. Ich doch auch so. Nicht. Ja, Bruder, dann musst du den unboxen. Außerdem steht da auch im Regelwerk von Sektor, so, ja, nix gegen Arthur, natürlich wird niemals in eine Suppe gehen, Alter. Ach, aber Quatsch, im Sektor-Regelwerk steht, du sollst den Leuten mit deinem Soundboard nicht auf den Sack gehen, Alter. Mach das einfach nicht. Oder spiel es nur für den Stream ab, so, damit die Leute dann halt... Ist halt so. It is what it is. Oder du fährst mit 3 Autos los, Mann, du willst noch was reden, auf einmal kommt Mucke aus dem Auto. Ja, hatte ich letztes Mal, da ist so ein Van vorbeigefahren am Stadtpark. Da habe ich mit einer Knarre auf den gezielt, dann kam der hat dann kurz angehalten und ist dann wieder an mir vorbeigefahren, wieder mit lauter Musik so. Hätte er nochmal gemacht, hätte ich den abgeknallt, mir scheißegal. Ganz ehrlich. Hallo Chat, frohe Weihnachten, wir machen der P-Talk, ich bin gleich für euch da. Ja, schauen wir mal, jetzt wird eben ein paar Tage ruhig. Jo. Und dann gehen wir wieder rein. Jan ist wahrscheinlich sowieso entspannt. Ja. Und dann können wir wieder rein. Gucken, wie sich das entwickelt. So, ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen wegen dieser Kartellsache, so was man IC mitkriegt. Und noch mehr Bauchschmerzen natürlich, wenn man mitkriegt, dass Regan tot ist, so. Weil du hast ja IC auch schon gesagt am Lagerfeuer, fuck, ich habe den verraten. Und das ist jetzt das Ergebnis davon und so. Und da bin ich auch also eher was dann... Was kriegt man denn IC alles so mit? Von euch? Ja. Und eigentlich nicht so viel, ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir auch schon echt Mühe gegeben. Was wird denn da erzählt? Nur, dass es Aufträge gibt. Also ich weiß von, dass Leute auf die Insel dürfen und die dürfen dann arbeiten da. Das finde ich auch ja, gut, auch wenn es Farm-RP, also Farm-Pommes sind, finde ich trotzdem gut. Weil dann also man weiß schon, wo ihr wart und mit wem ihr redet und so. Die Leute reden ja schon miteinander. Ja, klar, das sowieso.
Ich meine jetzt gerade, weil du sagtest ja, du kriegst Bauchschmerzen, wenn du hörst, was über uns erzählt wird, was über das Kartell erzählt wird. Naja, Bauchschmerzen deswegen, weil die Gangster halt mich anrufen und nach Aufträgen fragen und so. Mhm. Und dann merkt man halt, okay, die kriegen nichts, aber andere wiederum kriegen was. Und ich krieg dann einfach nicht aus mir raus. Ich kenne das sind halt Flashbacks so von der Erfahrung. Und ich krieg dann Bauchschmerzen, weil ich weiß oder weil ich vermute, dass es bald knallen wird. Und wenn das so richtig knallt auf dem Server, ist das nie gut für den Server. Weil das bedeutet entweder, dass viele Leute sterben oder viele Leute einfach gehen oder einen neuen Charakter machen werden, weil sie keinen Bock mehr haben auf Crime. So. Und dann gehen die alle ins PD und dann hast du irgendwann nur noch weil PD das und Feature, MD. Das Feature ist ja für alle da, also musst du quasi neutral ja jedem immer was geben. Weil das ist ja ein Feature fürs Crime so. Das ist tatsächlich auch so das Ziel. Am Ende soll es ja auch wenn vor ein paar Wochen, bevor es das letzte Abendmahl gab, nenne ich das mal, war das ja auch tatsächlich so. Ja, da stehe ich voll hinter, dass sich da, wenn sich da Sachen verändern, hat man eine Zeit drauf. Haben sich ja ein paar Sachen verändern und das war eine größere Umstrukturierung, auch generell intern. Aufgaben wurden umverteilt, heißt, im Endeffekt wurde da ein bisschen, die Aufgaben wurden auch aufgeteilt. Weil du hast jetzt nicht nur dieses eine Kartell, was die Aufgaben verteilt. Und das merkt man jetzt. Also jetzt merken das die Leute, dass es da eine Umstrukturierung gab. Muss sich halt noch alles noch ein bisschen einspielen. Bei uns sind ja auch ziemlich viele Leute dazugekommen. Ich würde dem Ganzen, ich denke mal, es dauert ein paar Tage noch. Muss halt auch gucken, weil wir hatten auch häufiger mal so Sachen, wo wir spontan jemanden gebraucht haben. Dann waren halt viele Leute nicht erreichbar, nicht online, was auch immer. Und dann musst du halt auf die Leute zugreifen, die ja, halt online das sind. Das kennst du auch, ja. Jay, ne? Wenn irgendwas geplant ist und dann erreicht, dann ist man auf andere Leute angewiesen und du erreichst sie ja nicht. Das ist oder ja, okay. Zum Beispiel die alte Eastside hier um Giampiero rum. Ja, die hat Saints. Stückweise ein paar Tage Stress mit den Cops, weil die Autos für uns geklaut haben. Haben das halt auf ihre Kappe genommen. Und dann hatten, glaube ich, ein, zwei Wochen halt ultra Stress mit den Cops und dann haben wir uns halt auch gesagt, okay, wir könnten jetzt einen Auftrag geben, aber wir lassen jetzt erstmal in Ruhe, dass die ein bisschen von den Cops, dass da die Cop-Geschichte sich da ein bisschen entspannt. Da ja, muss klar. Halt auch ein bisschen drauf achten. Ja klar. Das ist halt deren Brot, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass ihr das vergisst. Die Leute, wie sollen sich auch neue Gangs und sowas auf Sektor gründen? Und da ist man ja immer hinterher. Denke ich mal, dass die Serverbetreiber das natürlich wollen, dass halt Crime richtig aktiv ist. Wie sollen die sich gründen? Wie sollen die sich aufbauen ohne die Hilfe des Kartells? Oder von Paletti oder sonst wen? Du hast ja gar keine Chance, dich aufzubauen. Genau. Woher das Geld nehmen? Hundefutter verarbeiten? Ja. Tierfutter. Ja, oder so. Eisfarm, Tierfutter, ja. Nee, das Ding ist halt auch, wir hatten ja auch irgendwann vor ein paar Wochen, das war kurz vor dem vor diesem großen, ich nenne das letztes Abendmahl, hatten wir diese Aufgabenverteilung abgegeben an Ganzerliken, an Asimov, an Prakovic und Gambino. Asimov hat das recht schnell abgelehnt, weil er hat halt schon damals viel zu tun gehabt, keine Zeit dafür gehabt und mit Prakovic und Gambino hat sich ja jetzt in den letzten Wochen ja dann auch so eine kleine Konfliktpartei entwickelt, die dann auch, ich weiß jetzt nicht genau, was die machen, weil ich das nicht verfolge. IC und auch OOC nicht. Aber ich glaube auch, dass die auch da ihre Ansprechpartner haben und auch ein, zwei Gangs haben, mit denen die zusammenarbeiten. Ja, und alle, die nicht leihen können, kriegen halt gar nichts ab. Und da sage ich zum Beispiel, das finde ich halt, da sehe ich das Problem so. Man hat immer seine Lieblinge, immer. Immer. Immer, egal wo. Kann keiner abstreiten, dass der komplett hundertprozentig neutral ist. Immer. Immer. Und da in meinen Augen, ja, ich rede jetzt nur von mir, ich weiß nicht, wie andere das sehen, darf das halt nicht passieren, wenn du so eine Macht, wenn dir quasi im RP so eine Macht gegeben wird, darf das nicht passieren. Hast du Beispiele für Gangs, die sich da aktuell. Also ich glaube, die Ballers und die Eastside werden nicht so heftig. Und natürlich die Obdachlosen. Das sind so drei Parteien. Und ich glaube sogar der Lost. Ich glaube, das sind so Parteien, die nicht so viel angespielt werden.
Doch, Lost wird. Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, oder die kamen, also. Keine Ahnung, wir sind ja nur obdachlose Penner. So eine Scheiße, Alter. Ja. Was mache ich denn seit 3 Monaten? Also ich denke mal eher, also, ja. Ne, ich kann ja so ein bisschen so, das ist ja näher für die Geschichte, damit es noch weitergeht, weißt du? Was wir jetzt momentan machen. Ja, das ist ja auch keine Kritik, alles gut. Ist ja gerade so bei uns so, also ich spreche jetzt mal für die anderen beiden mit, oder auch für Bobby noch, ne, der ja auch mit drin ist da. Ist auch einer von Lost. Bobby? Ja, ist doch von Lost. Nein, Bobby Banks. Bobby Barry Banks. Achso, ich meine nicht Bobby Smalls hier. Achso, nee. Wir machen so kleine Aufgaben, um nachher später das Große, wo dann Gordon auch mit drin ist, ne? Also der Carlo, der da rumläuft und so weiter, verteilt ja auch schon immer kleine Aufgaben, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Nein. Und so weiter. Und das kommt ja auch so langsam, ne? Also ich möchte jetzt nicht so viel verraten, weil ich habe das ja nun IC, ich weiß, das ist ja IC alles, ne? Nicht OOC, sondern IC. Und da wird ja noch was kommen. Und ich denke mal, dass dann auch mehr auf die Gangs und so auch noch dazu kommt. Hallo Chat, wir reden gleich vor Weihnachten. In 2 Monaten? Ich küsse euch alle, ich hoffe, euch geht's gut. In eine Woche RP ist ein Monat. Ne? Das darf man nicht vergessen. Man darf nicht zu viel planen. Zu viel Zeit vergehen lassen, bis was passiert. Ja, aber auch da, das ist ein Skill, Jay, den musst du drauf haben als RPler, ne? So, man darf nicht vergessen, während die eine Fraktion irgendwas plant, hat die andere Fraktion vielleicht gerade nichts zu tun oder sehr lange nichts zu tun und das ist dann wie eine Qual, ne? Das fühlt sich dann halt echt an wie 2-3 Monate. Ich meine, du musst dir vorstellen, das ist ja auch anstrengend, ne? Das ist ja auch. Ja, klar. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, da waren jetzt zum Beispiel Triple B, Mr. T und Mr. Wie heißt der hier? Paletti. Also Jörg und so. Wir waren alle auch drüben in Kajupo und haben da eine Tasche gesucht. Ne? Ja, wo diese Baupläne, Beispiel, ne? Genau, die Baupläne drin waren. Das hast du jetzt mit dem Stream gesagt. So, und dann waren da hier hier von dir jetzt, Nike, wie heißen die? Die Merriweather-Leute, ne? Die waren dann auch da, so die mussten wir dann umlaufen und sowas alles, ne? Dass die dann halt und das sind ja auch so Sachen, das kriegt man ja alles nicht so mit, weil man ja nicht jeden Streamer gucken kann, ne? Man selber streamt ja auch. Und das ist aber alles nachher für, ich denke mal für nächstes Jahr, dass das dann richtig losgeht. Ich habe das ja heute gelesen in der Ankündigung, ne? Dass ab nächstes Jahr mehr Crimler, für die Crimler mehr gemacht wird, für die CVs mehr gemacht wird und so weiter, ne? Und ja. Ey, ich bin ganz ehrlich, ne? So viel muss gar nicht gemacht werden. Ehrlich nicht. Nee. Auf einen, und das machen alle Server falsch. Du brauchst keinen heftigen Server mit dicken Features und so, brauchst du nicht. Du musst nur die wichtigen Systeme müssen einfach rundlaufen, fertig. Ehrlich, das ist kein Witz. Glaub mir. So, und dass die das jetzt nicht jeden Tag machen oder so, das kann ich, ist ja auch in Ordnung. Guck mal, wenn ihr ja so, ne, bei mir, was ist da manchmal los, ne, dann kommt der eine sagt hier, ich möchte gerne mein Grundstück neu gemacht haben, denn wir möchten das haben, wir möchten dies haben, weil jeder ja auch weiß, dass Vince, das wird ja dann immer noch verwechselt, dass Vince auch so ist, ne? Und so denn diese ganzen Umbauten macht und so weiter. Und was meint ihr? Du hast sowieso außerhalb ja noch so viel zu tun. Ja, natürlich. Wenn ihr alleine schon mal unsere Liste sehen würde, die wir ausfüllen, was er alles so machen soll, ne? Oder was wir brauchen und sowas, ne? Und vielleicht müsste man da doch einfach cutten. Vielleicht ist Remy und Joe einfach zu gutherzig im Sinne von, wir versuchen jedem Spieler alles, was die wollen, zu ermöglichen. Vielleicht muss man das einfach ein bisschen cutten und differenzieren, sich darüber Gedanken machen, okay, hat das jetzt einen Mehrwert oder hat das keinen? Weil wenn ich mir IC ein Haus kaufe, wo vorne ein Schild dran ist, wo drauf steht, der wird verkauft, dann sehe ich die Priorität nicht sehr hoch, dass das jetzt unbedingt weggemacht werden muss. Weil du hast das Haus vorher gesehen, du weißt, dass dieses Schild da ist. Dann geh dir ein anderes holen, wenn du damit nicht leben kannst. Ja, aber guck mal, du kriegst halt so eine Anfrage, das ist ja, ne, wo dann steht hier, könnt ihr mir das Schild wegmachen? Oder da sind Container drauf, ne? Wir wollen das gerne weghaben und sowas. Ich sortiere ja schon, ich gebe ja nicht mehr Müll, also ich gucke jetzt schon, ne? Es hört sich jetzt doof an, aber dadurch ist ja halt dann, ne, deswegen ist ja auch Morales manchmal überhaupt nicht gemocht auf dem Server, ist auch mir egal, ne? Aber du musst rauskristallisieren, weil ich brauche nicht mit einem Papiertuch zu Joe gehen, wenn ich ein richtiges Taschentuch habe, weißt du? Ja, das ist immer schwer, das ist echt schwer. Ich weiß das nicht viel Arbeit ist, zum Beispiel so ein Schild wegmachen zu lassen oder so, das dauert fünf Sekunden so für einen, der sich da ein bisschen auskennt mit, aber es ist halt trotzdem die arbeiten ja auch, ne, die arbeiten ja privat auch, denke ich mal, ne, und so weiter,
Und ja, wenn die dann auf den Server kommen, dann wollen die auch noch spielen, ne? Und nicht einfach immer ja, nur, und das ist es ja. Nur machen das und tun. Morales. Und deshalb sage ich, ich finde es absolut übelst cringe. Das habe ich auch schon Izzy, das hat Jay sogar mir auch gesagt. Jedes Mal nach Paletti und die Männer nerven, Alter. Die wollen doch auch erpähen, Mann. Ja, aber die haben ja, wir wissen ja, was die noch so zu tun haben. Ich weiß das ja, was die noch, wenn die nicht spielen, noch machen. Doch den ganzen Tag und wahrscheinlich in diesem Modelprogramm und macht irgendwelche MLOs und deshalb gehen wir ja auch hin und sagen klipp und klar direkt, okay, wir brauchen das und das, könnt uns helfen. Anstatt da irgendwie noch so rumfaxen zu machen und so. Ja, und dann wollen die ja auch mal spielen, weil die haben die ersten drei Seasons haben sie ja nicht gespielt. Und mich macht das voll froh, dass die mal endlich selber spielen. Und so Joe, der hat ja richtig Spaß. Joe hat ja richtig Spaß, Mann. Und das macht ja auch Spaß, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind eigentlich, ich komme ja kaum zum Reden, weil ich eigentlich nur am Lachen bin, ne? Ich hau meinen Vater dann irgendwann in die Fresse im MP. Aber oh Gott, Junge. Aber es gibt auch wenig, um das man kämpfen könnte. Ja, aber das entscheidet der Server selber. Auf 99% der Server läuft das einfach über Routen ab. Aber du hast, und das kannst du auf Sektor nicht anwenden, du hast dieses Crime aber auch nicht wie auf 99% der Server. Ja, den Peep oder Saints wird das, glaube ich, nicht interessieren, ob es da eine Kokainroute gibt und warum sollten die darum kämpfen, so da juckt die gar nicht, Alter. Ich glaube nicht, dass die das machen würden. Ich kann mich irren, klar. Kämpfen wir um eine scheiß Villa und mit was wir uns da auseinandersetzen. Ja, deshalb kämpfen wir jetzt um eine Villa. So. Man muss halt, was man machen könnte, wäre halt so Unique-Sachen reinbringen, ne? So irgendwas, worum es sich lohnt zu kämpfen. Aber an Konzepte fehlt das halt auch nicht so. Und Joe weiß auch, zumindest habe ich den das geschrieben oder wir haben uns letzte Season sehr oft darüber unterhalten. Es gibt immer Leute, die schon sehr lange auf Sektor unterwegs sind oder schon sehr lange in der RP-Szene unterwegs sind, auf die immer zurückgreifen können, um nach Feedback zu fragen oder nach Ideen. Immer. So, die Männer können auch nicht alles tragen. Geht nicht. Und keiner erfindet das Rad neu. So, man kann alles, was auf anderen Servern auch funktioniert hat und gut angekommen ist, auch übernehmen. Kann man, ohne Probleme. Wer will was sagen, Alter? Wer will was sagen? Wer will kommen und sagen, ja, du klaust mir meine Idee? Junge, du kannst mein... Ne? Ja. Das kannst du wohl. Gar nichts, Junge. Man kann alles übernehmen. Gerade die guten Sachen. Kann man. Aber es fühlt sich auch immer, weird an, wenn man hingeht und eine PL anschreibt oder so und dann sagt, ja, wenn er irgendwas, also sich diese Hilfe anbietet und so. Weil du weißt nie, wie das ankommt und die Leute wollen meistens selber immer ihren eigenen Film fahren und ihre eigene Erfahrung machen und so. Du weißt ja nie, wie die gepolt sind, ob die jetzt unbedingt so das beste Projekt haben wollen mit den besten RPLern oder ob die einfach ihre eigene Erfahrung machen wollen. Das weißt du ja nicht. Das ist so, als würdest du im Sandkasten sitzen, deine Burg bauen und jemand anders kommt und sagt dir, oh boah, das mach so, das ist besser und stabiler und das hält dann länger. Und du denkst dir, Junge, laber mich nicht voll, Alter. Ich mach das so, wie ich das will. Auch wenn man gute Absichten hat. Ist halt so. Weiß ich nicht mehr, Kevin, keine Ahnung. Was ich immer nur hoffe, ist, dass 4 Monate läuft die Season jetzt schon wieder, ne? 2,5? Sowas, ja. Immer nur hoffe, ist, dass das vorher geschafft wird, bevor irgendwie die Leute wieder dann sagen, oh. Oder die PL oder die Serverbesitzer selber dann unzufrieden werden mit dem RP auf dem Server oder wie alles läuft so. Und dann halt resettet wird. Obwohl ich einen Reset auch nicht schlimm finde. Das hat sich ja jetzt so nach 5, 6 Jahren oder so, hat sich ja herauskristallisiert, dass man so nach einem halben Jahr ungefähr 6, 7 Monate schon eigentlich resetten könnte, weil das RP einfach festgefahren ist. Ja, jetzt glaube ich, nee, also jetzt nee, irgendwie. Nee, ich meine nicht. Auf gar keinen Fall, Mann. Du kannst jetzt allgemein noch so viel gesagt. Ärger, ja, also jetzt ändern. Es kommen so viele Spieler dazu. Jede Woche. Ja, und dann musst du mal wieder verschieben, bisschen balancen und so. Das ist aber normal. Du kannst jetzt im RP kannst du noch einiges handeln. Da werden natürlich viele Leute angepisst sein und die werden dann wahrscheinlich auch nicht mehr spielen oder so. Na, wie das halt so ist. Man kennt ja auch die Spieler inzwischen, wie die so drauf sind. Ja, aber du kannst da schon jetzt noch reinknallen und es gibt ja auch wieder Geschichten, wenn du was änderst. Änderungen sind richtig und wichtig. Vor allem manche systembedingte Änderungen. Aber ich glaube, das ist schon in der Pipeline. Zum Beispiel das mit dem Einbrechen. So. Na klar, ist das eine coole Idee, jetzt hier mit diesem Einbruchsystem auf Sektor, ja? Natürlich ist das eine geile Idee, wenn du irgendwo einbrechen kannst und so. Und das einfach RPen kannst, dass du was klaust, wenn du nichts findest, so. Aber
Ja, Bruder, was soll ich dir erzählen? 90% der Leute wollen halt einbrechen und auch wirklich was finden. Ja, damit du wenigstens ein bisschen Kick hast. Damit wenn du Pech hast, dann die Polizei kommt, die immer kommt, und du hast dann die almanischen Krieger, dann macht das halt auch keinen Spaß. Deshalb mach ich sowas zum Beispiel gar nicht. Ja. Das ergibt aber für mich keinen Sinn. Aber wenn du wüsstest, dass du reingehst und auf jeden Fall irgendeinen aus dem Random Pool Items irgendwie finden kannst, die dich vielleicht sogar noch weiterbringen. Ja, nehmen wir mal einfach dieses 5M-Feature, was auf jedem 5M-Server drauf ist. Du kannst einbrechen und dann. Aber das weiß schon, das weiß Joe schon. Wir haben letztes Season mal darüber geredet. Und ich glaube, das ist auch in der Pipeline. Und du brichst einfach in ein Haus ein und dann kannst du zum Beispiel, wie auf diesem 5M-Server, findest du eine Keykarte oder ein Hacking-Device oder ein USB-Stick, womit du dann in die kleine Bank einbrechen kannst. So eine rote also Linie Crime. So kleine Sachen. Leinen schreibt gerade, man könnte ja auch aus dem Kofferraum die Sachen zu Hause lagern. Das Problem ist da, dann hast du nur noch diese. Also dann fängt das an, dass die nachts um drei die Häuser ausrauben. Die Häuser aufknacken. Ja, und dann klauen sie dir diese ganzen Sachen, die halt. Das ist schwierig. Ja, man müsste halt. Eigene Sachen, das ist dann. Man ist müsste, alles weg einfach. Man müsste quasi. Weil die spielen hingehen, das hier nicht aus. Die gehen dahin, packen alles ein und sind wieder weg. Anstatt irgendwie vielleicht mit dem Wagen da anzukommen, Umzugs- und dann so reinladen. Das wäre dann schon wieder geil. Aber das macht ja am besten auch noch auf einer Sanchez oder so. Ja, genau. Ja, man darf nie davon ausgehen, dass die Leute das wirklich erpähen. Man muss davon ausgehen, dass die Leute einfach reinschwitzen. Diese Problematik kennen wir alle, die kennen wir schon seit Jahren. Hatten wir damals auch hier mit Jo, die machen Shopraub mit Manches und hauen dann über den Berg ab und die Polizei kommt nicht hinterher. Weil die Leute halt nicht über den Berg brettern wollen mit der Autos. Dann wurde verboten mit Manches, dann wurden Manches komplett rausgenommen, dann wurde das gemacht. Man muss halt da hinterher sein, komplett. Man darf nie davon ausgehen, wir haben super gute RPler auf dem Server, was Sektor ja hat, die besten, meiner Meinung nach. Die werden das alles schon vernünftig ausspielen. Ne? Du musst das System genauso, musst das wie Alcatraz bauen. Du musst das so, dass es gar keinen Spielraum für die Leute gibt dann. Dass die an das System gebunden sind. Ist einfach so. Kannst ja aber mit dem Manches, kannst ja irgendwo im Haus einbrechen, aber du hast dann halt einen Fernseher und dann kannst du dich auf dem Manches aufsteigen. Fertig. So, von dem System her. Muss vom System her unterbunden werden. Aber auch im Sinne von, dass dann große Filme. So diese Animation ausgespielt wird, dass du eine Kiste in der Hand hast und einen Fernseher. Ja, das ist ja so Quality of Life Features. Das könnte man auch machen, klar. Man könnte super viele Sachen machen. Man könnte echt super viele Sachen machen. Steckt das alles möglich? Also, wenn der Bock hat zu deffen, ne? Das ist ja auch immer Deffarbeit viel. Ja, klar. Und der hat wahrscheinlich auch genug zu tun mit irgendwelchen Sachen. Polizei will Aktensystem verändert haben, die wollen das haben, es ist häufig. Ja, und dann fragen sie sich dreimal, die schreiben sich alle dreimal auf und dann gibt es trotzdem keine Akte, die Idioten. Doch, die schreiben Akten. Ja, aber wozu? Am Ende gibt es nicht mal eine Verhandlung, wo du bist. Was ist mit Verhandlungen? Ja, du brauchst Leute fürs Department, Junge. Das ist nicht so einfach, hast du das schon mal gemacht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Wo sind die denn alle hin? Das ist Bürokratie. Ja, die haben wahrscheinlich keinen Bock mehr so. Keine Ahnung, Alter, weil die Obdachlosen auftauchen und zusammenschlagen oder so. Das ist ja, aber dann kommt das erwarten die. Bruder, es funktioniert aber auf keinem Server. Strafe. Es funktioniert auf keinem Server. Wir hatten damals, die größten Schwitzer in der Judikative, Legislative und so. Das hat nicht funktioniert. Und deshalb wurde das System dann einfach darauf geändert, dass Polizei weil die sich zu viel Arbeit selbst machen. Ja, die diese Bürokratie halt. Diese Bürokratie. Ja, anstatt, da ist was los, Gerichtsverhandlung, ab geht's, Mann. Dann hast du ein voll funktionsfähiges PD, das super geleitet ist mit Akten und so. Und da muss nur ein Glied in der Kette muss einfach Scheiße bauen. Und schon dauert eine Verhandlung dann 3 Monate, bis die kommt, Alter. Ist halt so. Der Juri zum Beispiel auf seinem 5M-Server, der hat die magische Miesmuschel, Alter. Das ist ein Konzept, was wir ausgearbeitet haben. Ich finde das gut. Das ist wieder so ein Systemding, aber es spart sehr, sehr viel Zeit. Soll ich euch mal davon erzählen? Mhm. Erzähl uns von der magischen Miesmuschel. Die magische Miesmuschel. Du gehst ins Department of Justice, da ist ein NPC. Musst du auch so an der Schnur ziehen. Nee, da ist ein NPC, das ist ein Richter. Der Staatsanwalt und der Richter müssen davor stehen, dann können die draufklinken und dann öffnet sich ein Fenster. Wie bei D&D, Alter. Dann kannst du da, der dein Anwalt sieht, was der Staatsanwalt alles anklickt, man einigt sich dann, war der Täter geständig, gibt es Zeugen, ja, haben die Zeugen ausgesagt gegen den, ja, nein,
was für eine Strafe ist, passiert, bla bla bla, gib mir Beweise. Du kannst halt so eine kleine Tabelle ausfüllen und dann gib mir eine Strafe von und bis und dann wird auf Dings geklickt, dann wird da auf so einen Knopf gedrückt und dann entscheidet einfach das System, ob du jetzt verurteilt wirst oder nicht und wenn ja, von wann bis wann. Fertig aus. Und du hast halt so ein Punktesystem, ja? Du brauchst jetzt einfach nur Richter, die ein bisschen Macht umgehen können einfach mal schnell nachdenken können, ohne dass da viele Akten gestanden sind. Einfach das ist Roleplay, Junge, das Schicksal soll entscheiden. Ganz einfache Sache. Nee, schon, ich mach einen Richter-Jar. Bam. Das Schicksal soll entscheiden, wie bei D&D, Alter. Da will ich zuhauen, das entscheidet der Würfel, ob ich zuhaue und wenn ja, wie stark. Das ist der P, Junge. Du kannst nur diesen NPC da hinstellen, du brauchst kein Department mehr, Alter. Du kannst jeder Cop, der irgendwie so einen speziellen Rang hat, kann mit dir da hingehen, Alter, und mit deinem Anwalt zusammen, weil du einen haben willst, Junge, dann bist du innerhalb von 10 Minuten, bist du verurteilt oder nicht. Und dann gehst du deine Strafe absetzen. Oder deine Geldstrafe. Und das, im Idealfall wird das dir sogar noch vom Konto abgezogen. Und wenn du kein Geld auf dem Konto hast, geht das auf die Strafe mit drauf. Ich sehe mich so alle zwei Tage von 22 bis 24 Uhr im Gericht sitzen und abhandeln. Bam, was weiß heute passiert? Das machst du nicht. Aber du wüsstest, was ich schon alles gemacht habe. Niemals, Junge. Niemals. Der stellst du dir jetzt vor, wen Kick, niemals. Nein, stehst das Problem du da 16 ist, Stunden im Kreis, machst Akten fertig und eine Verhandlung. Nein, genau, das ist ja das Problem, ich würde das gar nicht machen. Irgendwelche Akten, irgendwelche Gesetze. Ich würde das einfach nach Bauchgefühl entscheiden. Aber das kannst du nicht, das darfst du nicht. Ja, biete mir eine Show vor Gericht, Mann. Bruder, das kommt ja immer drauf an, wer da verhaftet und verurteilt wird, Junge. Du kennst das, ey, Bruder, du kennst das doch. Es gibt Gangster, die zum Anwalt mutieren. Du kannst nicht einfach per Bauchgefühl jetzt entscheiden, ob der jetzt schuldig ist oder nicht. Dann fühlen Spieler sich ungerecht behandelt. Und weißt du, was passiert, wenn Crimler sich ungerecht behandelt fühlen? Dann kommt der letzte Ritt, was man woanders überall gut beobachten kann. Dann rennen die mit 12 Mann irgendwie ins PD rein und scheppern alles um. Nicht auf Sektor, aber auf anderen Servern ist es so. Du kannst die Spieler nicht unfair behandeln. Nee, aber mit RP, Mann. Mit RP, da interessiert dich ein Scheiß, ob du jetzt ein gutes Bauchgefühl hast oder ein schlechtes. Das juckt die nicht. Jeder Gangster, der verhaftet wird, will natürlich freikommen, Alter. Und das versucht er dann über irgendwelche Anwälte. So, aber das ist ja, glaube ich, momentan gar nicht so, dass das überhaupt zu Verhandlungen kommt. Diese Kette ist einfach zu lang. Das ist immer noch ein Spiel. Das ist kein Ding. Das geht anders. Natürlich geht es anders. Man muss es nur einfach mal anders machen. Natürlich. Und die Leute sollten sich auch darauf einlassen. Das Problem ist, wenn du was änderst, was sie nicht kennen, ist immer scheiße. Natürlich, es geht auf eine Million Wege an. Mehr sogar. Anders. Na klar, Mann. Das ist halt ein Spiel. Nur wenn dann halt die Allmanns reinkicken, dann ist das alles nicht mehr möglich. Dann kannst du ganz. Das ist halt wirklich so. Diese Bürokratie, diese. Ja, aber ach, die hasse. Ich bin letztens mit Mila im Park gelaufen und die ist krank und die hatte eine Maske auf. Und dann haben wir dem Polizisten gesagt, okay, die hat gerade eine Maske auf, weil die ist halt krank so. Ne? Ist eine Frau, die fühlt sich hässlich, die will nicht, dass man die sieht, bla bla bla. So eine richtig kleine Story und der Typ hat darauf bestanden, dass die Maske auszieht. Dem war das egal, was wir dem erzählen. Das hat ihn gar nicht gejuckt. Und das ist einfach so im RP. Es ist einfach so. Ja, das wirst du immer haben. Das wirst du den Leuten auch nicht abtrainieren können. Du hast einfach manche Menschen, die wollen das genauso ausspielen und das ist auch okay so, weil das ist deren RP. Wenn die das so machen wollen, dann machen die das so. Nee, es ist nicht immer alles fair. Oder das mit einem Deasing, so, du bist in den Komet reingefahren. Ja, nein, bin ich nicht. Ja, doch, bist du wohl. Obwohl man dir 5-6 Mal sagt im RP, Bruder, es ist nicht immer alles so, wie es aussieht, ne? So chill mal, Alter. Hier wurde kein Spiel angefahren, nix. Das ist ein stehendes Auto. Ja, nicht jeder kennt sich halt aus mit Rage, so wie wir, weil wir das wissen, dass wenn einer sagt, ja, warum hältst du jeder die ganze Spieler Zeit einen Arm hoch und kommt. Bei dir siehst du, da täuschst du dich, Mann. Ja, okay, vielleicht. Es gibt recht. Leute, die fangen gerade an und die kennen das nicht. Die müssen alles, das, was wir erlebt haben schon, werden die auch alles erleben. Ja. Nur, man kann das halt beschleunigen und denen halt einfach zeigen, aber dafür müssten die bereit sein und viele sind gar nicht bereit zu lernen. Oder die wollen einfach nur zocken. Was auch nicht schlimm ist. Ja, oder viele. Ist nicht schlimm. Ist halt aber auch, bei vielen merkst du dann auch so die Überfordertheit. Dass halt irgendwas passiert, was eigentlich nicht sein kann. Ja, die kennen das auch von Alt-Wie oder so nicht. Und dann ist halt so, dann versuchst du denen das zu erklären, aber die können dir nicht zuhören, weil die noch komplett überfordert sind.
Das ist auch so. Genau wie die Aktion damals, als der Asta fragte, wo der sich den Kopf abgeknallt hat, der gefunkt hat. Und ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob der gefunkt hat. Entweder war das ein Animationsfehler oder er hat ich bin manchmal auch als Medic am Funken, obwohl ich nicht funke. Wegen der Animation. Ist halt Pech. Ist, genau, in dem Moment ist dann halt Pech, aber sobald geschossen wird, gibt es auch immer Diskussionen, egal wie. Ja, klar. Das PD, Spence, das PD muss immer funktionieren. Wenn das PD nicht funktioniert, kannst du den Server also nicht an sich vergessen, aber die Leute drehen halt frei. Wenn Zivilisten, wenn Zivilisten die ganze Zeit überfallen werden oder die ganze Zeit Geiselnahmen am Start sind und so, das muss sofort verhindert werden. Und deshalb bin ich auch fest, also ich stehe da komplett hinter, bei den nächsten Geiselnahmen sollen die Bullen einfach reinstürmen und alles kaputt schießen. Weil du musst das unter Kontrolle bringen. Du musst es unter Kontrolle bringen. Es artet aber auch voll oft aus zu so einer Geiselnahme, weil die halt Cops sofort da sind. Sofort. Naja, Bruder, jetzt mal ehrlich, gestern die Geiselnahme, das ist schon... Das war gestern geplant. War einfach so geplant, ja, aber auf welcher Grundlage, Alter, Bruder, du machst das da... Keine Ahnung. Und der Bluebell und alle Leute in Bahamas, die machen sich da 5 Stunden lang Mühe, um das Event da hochzuziehen und dann wird es einfach gesprengt, so, weil irgendwelche Obdachlosen oder in dem Fall war es halt Macarena oder wie der heißt, hier der Calron und Piep, glaube ich, und so, weil die halt einfach gerade einen Kick schieben, so. Da fehlt halt auch das Balancing irgendwie. Du kannst nicht den Leuten die Events kaputt machen, nur weil du gerade Langeweile schiebst. Ja, aber also es hat halt einen Grund. Wenn es einen Grund hat, dann. Das hatte aber gestern keinen Grund. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Grund, der genannt wurde, ist ja, ihr habt unsere Fahrzeuge weggepackt und das ist kein Grund dafür, eine Geiselnahme zu machen, sag ich dir ganz ehrlich, Alter. Nee, ist auch nicht. Nur weil deines also. Die kommt und Manni und das PD und da die Fahrzeuge abschleppt. Das ist kein Grund für eine Geiselnahme. Aber was hat denn, Kelrion hat das doch, also hier der Santa hat das doch gemacht. Ja, der hat das gemacht. Die haben ihr RP zu, also Arthur, also nicht mal Arthur direkt. Das sind dann halt so nur so Schnipsel, die geflogen sind. Das wurde halt so ein bisschen vermischt. Ich habe keine Ahnung, was Kelrion davor hatte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Alter. Deshalb habe ich mich auch wieder hingestellt und gesagt, yo, ne, ich verarze die Leute einfach hier und ich mache da nicht so aktiv mit, auch wegen dem Baker, so weil wir immer nur angestellt sind. Aber ich würde den Bullen, ich würde den halt einfach Freiraum geben. Nächste ja, Geil, um das wieder im Griff zu kriegen, Junge, SWAT, rein da, Junge. Lieber 3, 4 verletzte Zivilisten, aber dafür 8 oder 9 oder 10, 12 gestellte Täter, anstatt die wieder entkommen zu lassen und ein Event kaputt machen zu lassen. So, die Zivilisten müssen auch mal gewinnen, was das angeht, ne? Die müssen ja auch mal Ergebnisse sehen. Ja, aber wenn man Events plant und so, das sehe ich da ein bisschen anders. Man muss einfach rechnen, dass auch was anderes passiert. Ja, ich war felsenfest davon überzeugt, als ich diese Inselgeschichte da war, dass da irgendjemand Scheiße bauen macht wird. Macht keiner, ist weil die Angst nicht, haben. Nicht, ist ja jetzt nicht direkt auf der Insel passiert, aber halt... Oder uns ja vorgeschlagen. Aber da habe ich halt überlegt, nee, das ist ja nett, aber nee. Wir hatten IC schon geplant, uns Boote zu besorgen und darüber zu gehen und dann einfach Pflanzen aus dem Boden zu reißen und so. Wir lassen das aber, weil wir halt IC wissen oder weil wir davon ausgehen, so, egal wer da von diesem Kartell ist, die schießen und du bist tot. Tot. Genau, davon musst du halt ausgehen, ja. Ja, das ist eine Sache, die ich sehr kritisch sehe. Warum sterbe ich, wenn der auf mich schießt? Warum bin ich dann komplett weg? Aber wenn ich auf ihn schieße, er stirbt nicht. Warum hat er die Macht? Wenn ich meinen Charakter so ausspiele, als wäre ich ein Sicario, als wäre ich ein übelster, was weiß ich was für ein Agent, und ich würde mir da zutrauen, dass ich so vom Skill-Level auf den gleichen Dings bin wie ein Kartell oder vielleicht sogar noch besser mit Waffen umgehen kann und so. Warum sterbe ich aber die nicht, wenn ich die auch erwische? Hat das schon jemand probiert? Natürlich nicht. Du sollst ja auch dein Leben schützen. Ja. Und du weißt so 100%, dass wenn du auf diese Insel gehst, dass du beschossen wirst, wenn die dich erwischen. Genau, aber es kann natürlich auch sein, dass wenn du jemanden triffst, so halt wie auch immer. Man weiß ja auch, was die für Knarren haben. Allein diese Verhältnismäßigkeit ist, du kannst ja da. Gibt's nicht. Also ich rede nur von meiner Meinung. Sir, wenn ich unterbreche, gibt's nicht. Selbst dieses Rumgefahren mit den gepanzerten Ballers steht in keiner Relation. Überhaupt nicht, null. Denn ich sage euch eine Sache. Ihr ballert mit diesen Autos auf dem Server rum und man sieht das, die gepanzert sind. Und ich sage jetzt einfach mal, ihr erwischt einen Polizisten, der vielleicht nicht so krass ist.
und der will euch einfach anhalten und der hält euch an und der gibt das irgendwie weiter. Was meint ihr denn, was passiert, wenn ein Chief of Police das mitbekommt? Der macht die Stadt zu. Wenn der guckt, da treiben sich irgendwelche komischen Leute in gepanzerten Sachen rum und wahrscheinlich habt ihr sogar noch eine Uzi oder so eine Scheiße dabei. Nennst der Herr war ja so, das war ja, wann war das denn? Das ist ja schon ewig her, das war glaube ich die erste, zweite Serverwoche, wo die Cops das mitbekommen haben. Oder einer von euch scheißt rein und hat eine Uzi und schießt damit auf Polizisten. Was meinst du, was dann los ist, Alter? Das kann ich dir aber sagen. Das macht ja keiner. Aber es kann Fehler passieren immer. Es kann, ja, klar. Das kann passieren. Und das Risiko ist einfach ganz schnell mal. Das geht ganz schnell. Dann ist halt die Kacke am Dampfen, ja. Also auch das Kartell hat IC-Konsequenzen. Und was will das Kartell dann machen? Wollt ihr dann eine Manfred Lenschow bringen oder was? Wenn der damit Hass reingeht mit seinem Granatenwerfer. Nee, dann kommt das News und bringt uns um. Ja, und dann? Was halt jetzt wieder die ganze und dann Party kommt ein neues Kartell. Ja. Ich finde, und das ist auch wieder nur meine Meinung, und ich bin auch nicht der krasseste RPler und habe die Weisheit mit Löffel gefressen. Das soll niemals so rüberkommen. Und wenn das so rüberkommt, dann tut er mir leid. Ich finde einfach, so ein Kartell sollte einfach niemals auftauchen. Ein Kartell ist für mich eine Stimme am Telefon, die dir sagt, was du zu tun hast. Und dann kriegst du eine Überweisung und fertig, Alter. So. Oder zumindest sollte, das kann ja auftauchen, aber dann halt nicht in der Form, finde ich. Aber ich seh das schon. Remy ist so richtig im Breaking Bad-Film, Alter. So, ich liebe die Serie ja, ne? Mit seinem Charakter, so, der steht da und so. Und der eine Typ mit der rauen Stimme, der quatscht immer. So, da kriegst du ja schon Angst vorm Zuhören, so. Das ist halt auch ein Film. Aber meinst du im Sinne von passiver Auftreten? Undercover-mäßiger so. Mhm. Wir sind letztes Mal eine Karre vorbeigefahren und ich sehe die Panzerung und ich denke mir so, Bruder. Ja, du kannst schon rumlaufen. Sein, ne? Du darfst halt nichts selber machen. Du darfst bei dem ganzen spaßigen Sachen darfst du nicht dabei sein. Könnte natürlich Meriwether sein in der Karre, aber wenn du dann da reinguckst und du siehst da zwei kolumbianische Leute mit einem mit dem Hemd und so und dein Charakter ist selber im Crime und jeder definiert ja seinen Charakter anders. Ne? Ein Jay Corner kann ja sagen, der kann ja sagen für sich selber, ich bin übelst der Agent von der FIB oder so. Die Leute erkennen das halt natürlich, ne? Und das ist dann wieder so, wie in einem Film, das ist halt dieses Klischee-Auftreten. Ihr habt diese Hawaii-Hemden an, diesen typisch mexikanisch-kolumbianische Frisur, den Bart, eine Kreuzkette und so. Bruder, ihr seid Kartell, Alter. Jeder Crimler erkennt euch sofort. Jeder erkennt das. Da muss nur einmal was schieflaufen. Auch wenn ihr da am Hafen steht im Kreis, hab ich euch auch schon gesehen. Bin ich auch schon vorbeigefahren. Ihr steht da immer in so einem Kreis, macht ihr da immer in irgendeine Ecke. So, man erkennt das einfach sofort. Ja, man hat natürlich Angst. Also, ne, das soll ja auch dann auch so sein, dass okay, die gehören irgendwie zu einem Gruppierung. Er ist doch eine Millionenstadt, ja, aber das schreibt gerade einer. Ja, das spielt keiner aus. Doch, manche spielen das aus, manche. Also manche nicht. Aus, aber manche nicht. Ich glaube, der Großteil der Leute, die spielen das aus, aber auch nicht wirklich. Ja, die spielen das mit dem Millionenstadt aus, wenn das für die von Vorteil ist. Ja. Ja, genau. Ja, wie kannst du mein Auto erkennen, Junge? Es fahren 500 Leute hier rum in der Farbe. Ein Auto später. Guck mal, das ist der doch. Das ist der Kenntnis. Aber da muss man sagen, das machen selbst wir auch manchmal. Vielleicht ja, unbewusst. Das ist einfach drinne, Alter. Und was du gerade sagtest, vielleicht unentdeckte Auftreten. Nö, macht das so, wie ihr das wollt. Ihr macht das genauso, wie ihr das spielen wollt. Oder wie Remy das vorgibt oder so. Genau so macht er das. Was ich halt nur in meinem Kopf habe, ist halt, weil. Ist halt so Fluch und Segen zugleich, wenn man selber mal ein Projekt geleitet hat und aufgebaut hat und so, dass man gewisse. Nein, dass man gewisse Fehler kennt. Ich denke, das ehrlich so, das hat mich so versaut. Das ist kein Witz, Jay. Es hat mich versaut. Ja, nee, ich weiß, genau. Ich hab halt nicht mehr diesen Blick wie, ich spiele jetzt einfach RP. Ich hab das ständig im Kopf, Alter. Ja, ich hab das auch nicht. Ich hasse das. Das nervt mich so sehr, ja. Immer wieder verfalle ich in so einen Gedanken, anstatt einfach meinen Charakter zu spielen mit Roy, kick rein, mach meinen Gangster, Skirt, Bruder, yo, Homie. Denkt mein Gehirn wie Shakira damals, so, du musst irgendwas machen, du musst nicht weg, hier. Und denkst, nein, hör auf, und du denkst, doch, Mann, das ist geil, aber nein, Mann, nur du, es interessiert keinen außer dich, weißt? Und dann
Ja, genau. Und dann ist es, das interessiert keinen außer dich. Und dich selber stört dein eigenes Denken. Und ich habe, ich hatte das ja damals super Spaß gemacht. Ey, Junge. Ehrlich. Und das Denken. Und das hat ja auch funktioniert. Da hat ja ordentlich geknallt. Ja, RP-Talk wieder. Yippie! Ja, Mann. Junge, ich habe mein Hoodie ausgezogen. Jetzt geht's ab. Und ich habe das damals auch gelernt. Und dann, jetzt habe ich ja in der Zeit, was auch ja jetzt 3 Seasons her, was wie man das hätte alles anders machen können und so. Ja, aber irgendwie raff ich aktuell immer noch, nein, scheiß Mann, spiel einfach Roy, Mann, und mach dein Ding und fick die anders. So ein Ding ist das. Aber wenn du selbst wenn du unterdrückst, stößt du dich irgendwann wieder dran. Ja, klar. Und das ist auch nichts Schlechtes, weil du ja eigentlich mit deinen Gedanken nur, wenn du jetzt sagst, boah, warum machen die halt nicht so und so, das ist ja nichts Böses, du willst ja einfach nur helfen. Also zumindest ist das bei mir so, ich will einfach nur helfen. Ich will einfach nur, ja, einfach helfen, Alter. Das ist so dumm. Als ich letzte Season die Frisuren an Joe weitergegeben habe und so und auch den Schmuck gemacht habe und so, hat Joe mich gefragt, warum machst du das eigentlich? Und ich sitze hier und denke mir so, ja, wie, warum fragt der mich sowas, Alter? Wie, warum mache ich das? Dann habe ich dem gesagt, ich mache das, weil ich bei euch spiele, ich stream bei euch, ich verdiene bei euch quasi oder mit euch mein Geld, mit dem Stream, davon kann ich meine Miete zahlen und so. Das ist mein Dankeschön so. Warum sollte ich das nicht tun? Und danach habe ich erst alles erfahren mit diesem komischen Wintertypen da, der da alles reingezogen hat und so. Und hab das verstanden, warum State zu mir gesagt hat, yo, wenn du das mit dem Schmuck machst, sag aber nicht irgendwann, dürft er nicht mehr haben oder so. So zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Okay, das ist jetzt schon zu viel, das interessiert mich nicht. Wie, das interessiert dich nicht? Sag da trotzdem, mach deine Ohren zu, Junge, zunehmen von mir, Alter. Yo, betagt hier, Alter. Ich rede da nur über den Gedanke, da wenn dir was auffällt und du darüber nachdenkst, Jay Corner. Ich habe mir das aber schon sehr stark abgewöhnt. Ich auch. Aber letzte Zeit kommt das immer wieder mehr. Das ist seltsam. Und dann kommt noch so ein Gordon, der sagt im Stream, ja, der hat eine Cousine, die verzatte halt, weißt du? Und dann denke ich mir, fick dich, Gordon. Du musst zwar ins Lucy with your Destiny. Ja, das macht's nicht besser. Das macht's nicht besser. Ey, da kannst du mir erzählen, was du willst. Vito sein neuer Charakter ist beim Lost, oder? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ey, das gestern. Ich weiß nicht, ich habe das Bild gesehen, ich wusste direkt, dass 100, der das ist. 100% kannst du mir erzählen, was du willst. Da stand gestern einer vom Lost, so ein Prospect-Junge, mit einer Zahnlücke und alles, Alter. Ich wusste sofort, dass das ist Vito. Ja, der war ja auch schon bei uns. Das muss Vito. Ey, Junge, was für ein Kicker-Charakter. Der sieht schon wieder so gut aus, ne? So gut, ey. Aber ja. Wir drehen uns wieder im Kreis. Aber er hatte doch so einen Hippie, der war doch als Hippie auch bei uns. Keine Ahnung. Stimmt, Mann. Den Hippie habe ich im Wienet gesehen. Ich vermisse Vito. Ah, hier, Bobby schreibt gerade als Pet. Okay. Ich vermisse Vito. Lunni! Wird das eigentlich weiter bespielt? Lonnie, Alter, wer den umgebracht hat bestimmt. Ja, Keksi macht das. Aber apropos, Lonnie hat eigentlich schon einen neuen Char? Lonnie, ja, der ist schon drauf mit einem neuen Char, ja. Oh, nicht Opa. Gesehen, oder ich hab's nicht gemerkt. Okay, der war auch mit mir mal kurz auf Grand, Mann. Nicht mal da habe ich ihn erkannt. Das ist total krass, krass. Ja, ich bin gespannt. Ich habe da die Nachricht im Discord nicht gelesen, dass sich da nächstes Jahr noch viel verändern wird. Bin gespannt, ich hoffe. Ja, ist nur ein kurzer Text gewesen. Achso, das habe ich nicht gelesen. Mal gucken, was da alles kommt noch. Ja, klar, schauen wir mal. Jetzt ist ein bisschen Ruhe. Ja. Und da bin ich gespannt. Und dann geht's rein in Dynasty. Charlie, da kannst du dich schon mal drauf vorbereiten. Was soll ich mich vorbereiten? Nee, nicht du, ich rede mit Wicked Tour Seas bei Dynasty. Ach so. Charlie, die von 2017 von der Growth. Ich glaube, die haben wir gestern noch umgeboxt, klar. Alter. Okay. Ja, das wird Dynasty, die Villa Corps. Das wird wild. Und dann werden wir da natürlich noch andere Leute dazu holen, weil wir Hilfe brauchen. Das hat es auch noch nie gegeben. Und wir werden diese scheiß Villa bekommen. Welche Villa? Playboy Villa. Die kannst du rein theoretisch ICE nicht bezahlen, Alter, wenn du nicht jetzt gerade beim Kartell bist oder irgendwie so eine ultra hohe Position hast, wo du unendlich Geld hast. Eigentlich ist das echt so ein Playground, so dass man sich hier kämpfen muss und dann. Ich glaube, vorher wurde das ja, also das wissen wir auch, ICE. Das wurde halt einfach nur für irgendwelche Events genutzt, ne? Egal, Junge.
Ja, wenn das funktioniert, gibt doch genug Clubs. Was für Events, gibt es doch gern Strand. Wenn das funktioniert, was wir beim Tucker angesprochen haben mit dem Spraydosen, Junge, dann wird die Villa so richtig runtergekommen, Alter. Das wird so ein richtig. Kennst du den Film New Jack City? Kennt er den? Nee. Kennst du nicht? Da nimmt so eine Drogenbande, nimmt so einen ganzen Block ein, so ein riesen Hochhaus, Junge. Das wird so richtig zum Crackhaus, Junge. Aber jede Etage, da wird überall Crack gemacht. Ja, das wird das Obdachlosen-Crackhaus. Das wird das. Und dann werden wir uns abspalten von Los Santos und unsere eigenen Startgründen. Mark Slow. Ey, da hab ich gelebt, ja. Da bin ich aufgewachsen. Nix gegen mein schönes Mark Slow, Alter. Ah. Das wird gut. Sehr in seinem eigenen Start. Das ist mein RP-Ziel seit ich 2017, seit ich RP spiele. Ja, du bist halt der Politiker. Ja, früher wollte ich immer den Ostblock gründen. Okay, Jubilar ist okay. Und so, ja, aber das ist ein Ziel, das ist so weit weg. Es passt weg. Aber auch zu der Gruppe. Es ist so weit weg, da kann ich mein Leben lang drauf spielen. Mit Bohan hat das fast geklappt. Es passt ja, aber auch wirklich zu der Gruppe. Wir haben so viele Verrückte, du kannst jedem irgendeine Position geben, Alter. Ich werd Gesundheitsminister mit Mila zusammen. Ja, und Finanzminister, dann kannst du dem Asta irgendwie was geben, Alter. Keine Ahnung, Alter. Irgendwas mit Frauen oder so. Das ist der Landwirtschaftsminister. Junge, der Luis übernimmt die Kirche natürlich, Alter. Junge, oh Gott, das wird gut. Natürlich. Natürlich. Aber denk dran, Jay, wir sind nur Obdachlose. Oh, hör auf, das. Wir sind nur Obdachlose. Also, ich habe so viel Aufmerksamkeit, nach der ich schreie und Ärger mache. Allein schon mit der Kutte. Ja, das ist ja noch ziemlich frisch. Das habe ich aber auch nicht verstanden. Ich weiß doch nicht, ob das mit Kartell abgesprochen wurde oder der Wiegner denkt. Nee, das stimmt. Die Isla hat mir nicht gesagt. Das habe ich dir auch Ize gesagt. Ich weiß auch. Verdammte Penner. Ja, Mann. Verdammte Penner. Wir haben auf jeden Fall noch was zu tun und das macht mich glücklich. Weil wenn ich ja, wir haben jetzt noch genug. Wir haben Ziele, wir haben Grund zu spielen. Und nicht so, boah, was machen wir heute? Was machen wir heute? Das haben wir halt nicht. Das ist gut. Ich habe die Ziele noch nicht erfahren, dass Dragon tot ist, ne? Nein. Ja, dann wird das jetzt ein Ding für euch. Das ist, oh scheiße, was ist da jetzt passiert? Das ist unsere Schuld? Das ist einem Roy, glaube ich, komplett scheißegal, ob das seine Schuld war. Der wollte den eh absehen. Siehst du das? Als das Mayans gegen Eastside, nee, Mayans gegen Ballers? Nee, Ballers. Grove. Nein, Eastside gegen Grove. Mayans. Nee, Grove, ja, genau, Grove gegen Mayans, Mann. Ja, da fing das ja an, hab ich gesagt, ey, wir diesen ganzen Kanonenturm richten wir einfach auf Regen aus. Aber das hat sich ja dann leider nicht ergeben, aber naja, halt ein bisschen später ist er gestorben. Aber nicht auf die Art und Weise. Ich habe mir dann ein bisschen mehr erhofft, dass der uns noch ein bisschen anpisst und wir pissen ihn an und so. Ja, sag ich so, der Dragon hat zu viele Leute angepisst. Ja, das weiß ich halt nicht, aber das kann ich mir bei Warwick gut vorstellen. Wahrscheinlich. Ja, ich bin immer noch der Meinung, selbst wenn du viele Leute anpisst, sollte das nicht direkt in den Chartod gehen. War ja nicht direkt, das hat sich ja über Wochen gezogen jetzt. Ja, glaube ich auch, dass es schon länger war. Ja, ey, versteht mich nicht falsch, natürlich wüsste man nicht da, was alles passiert ist, ne? Gerade bei Regan so. Ich wurde durch den Typen IC überhaupt gar nicht schlau. Absolut nicht. So, ich werde da in eine Sache reingeworfen mit meinem Charakter und dann stehe ich auf einmal. Also habe ich mich auf jeden Fall so gefühlt. Würde ich alleine da stehen und bin auf einmal in irgendeinem RP drin und wenn ich das jetzt erfahre, habe ich halt kein Dings mehr so. Dann stehe ich mit den ganzen Leuten da, die mich permanent anrufen und weiß nicht, wohin damit. Natürlich habe ich mir schon da Gedanken drüber gemacht und werde da auf jeden Fall irgendein Anquatschen gehen. Ach, ich mag es einfach, wenn es überall brennt und alle hassen sich. Ich und dann, auch. Ich auch. Solange es OOC all cool bleibt, ist alles okay. Ach, sowieso. Ich glaube, da musst du auf Sektor gar keine Gedanken haben, dass die OOC nichts cool ist. Das ist, man, die meisten Leute kennen sich doch alle. Man kennt doch wirklich jeden fast. Ich werde gerade sentimental. Letzte Season noch mit Bobby Banks gefetzt und diese Season ist halt überhaupt nichts mehr davon. Ja, geht doch nichts mehr dich, ja. Die haben einen Ball gehauen. Dann solltet ihr mal die Tickets lesen. Zum Glück müssen wir die nicht lesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mhm. Wenn sie es bei mir nicht kriegen, dann gleich ein Ticket. Und das hatte ich ja mit dem MD zum Beispiel gehabt. Ne? Support-Ticket, oder was? Ja, sofort. Ne? Da waren dann schon, ich wollte das ganz normal IC ausspielen, ne? Nee, da waren schon über mehrere Tickets drin. Aber das ist auch wieder so ein Server-Ding, ne? Ich würde, ne?
Supporter sollen dann einfach entscheiden, so, Bruder, entweder kannst du das IC klären oder das ist wirklich ein Supportfall. Ich muss gestehen, ich war diese Season auch, glaube ich, schon 2-3 Mal im Support. Und ich gehe nie im Support, Alter. Das ist eigentlich eine Sünde für mich. Aber manchmal weiß man halt einfach nicht weiter. Und bevor ich dann IC irgendeine Scheiße baue und Leute abknalle oder so, gehe ich halt vorher nachfragen, wie ich damit umgehen soll. Frag halt jemanden wie Gordon oder so. Oder Josh, also Paletti. Und im ganz schlimmen Fall schreibe ich auch Joe an. Und frag den. Aber ja, das kennt man, dieses Support-Schlachten immer. Ja, die 10 nehme ich, Papa Gast. Vielen Dank, Mann. Ja, voll, endlich wird das gewürdigt, was ich hier mache. Am Heiligabend, Herr Gott, endlich. Dankeschön. Großartig. Also ich sag wie das, ich gehe gleich nur in eine Angelpommes, Alter. Da gehe ich auf jeden Fall noch ein. Ich könnte auch, aber... Nee, rumstehen, was wann reden wir eigentlich Teufel, genauso weiter wie hier fast? Ich werde einen Teufel tun und IC Nummer einmal Oh, Papa Gast, vielen lieben Dank für 10 gifted Subs. Jawohl, die nehme ich, Mann, die nehme das ich. Ist fair, Mann, auf der anderen Seite auch, ja. Ich werde einen Teufel tun und Essen kaufen, IC. Essen kaufen. Essen kaufen. Ich bin ja angeschlagen von Season Start, wo die Burger $90 gekostet haben, ne? Seit 2 Monaten habe ich mir nichts mehr gekauft. Und ich hab... Wo so haben viel... denn die Burger $90 gekostet? Ja, hier im Burgershot. Burger Shot, Fressen Hood. Ja, das kenne ich auch. Boah. Da rege ich mich heute noch drüber auf. Nein. Und dann haben die nicht mal satt gemacht. Das war so krass. Nee, die Fische haben wir, glaube ich. Angeln ist cool. Ja, voll Lord Madman mit 5 dabei, aber jetzt musst du auf der anderen Seite raus, sonst wär's nicht fair. Nein. Gib die bei Morales ab. Wenn du das vorhattest, wenn du den kennst. Hier, Tränen zum Frühstück. Vielen Dank, Mann. Dankeschön für 5. Alles gut. Aber natürlich die klügste Variante ist immer noch Twitch Prime. Ja. Es ist immer noch Weihnachten. Hier, der Kefka, du kommst auch nur, wenn Arthur da ist, ne? Ne, wenn nee, du nee, mit Kefka Laser, nicht. Arthur. Asta. Kefka ist doch von Asta. Kefka war damals 719 Community und dann ist er zu Asta gewechselt. Hey, Kefka kommt von Coco, kommt, Mann. Nein, Asta, Junge. Der hängt doch schon super lange mit dem ab. Nein, aber Kefka kommt, wenn er Bock hat. Das hat mit niemandem was zu tun. Ey, Nick, wir machen RP-Talk, Alter. Alba Arthur-Stream? Ach, Quatsch. Noch nicht mal einen Trainer eingefahren. Warte mal, bis du in den Trainer reinkommst. Was denn hier los ist, Ladies and Gentlemen? Aber nicht jetzt, bitte. Kefka ist einfach nicht mehr derselbe nach dem Baseball-Schlägerbot. Was denn, Kefka, bei dir oder was? Ja, ja. Dann streamst du? Ja. Dann hast du angefangen. Was? Ich will gleich in der Angelpommes, Junge. Ich sag, wie das? Ich saß heute hier und hab das gestern schon angekündigt und ich finde das einfach lustig, an Heiligabend ins RP zu gehen und natürlich sind da mit Sicherheit Spieler drauf, rumzufahren, zu gucken, ob was abgeht und wenn nicht, dann gehe ich einfach angeln, Junge. Ey, Dr. Chuck wartet, glaube ich, schon seit 3 Seasons darauf, dass einer mit dem Angeln geht, Alter. Ich war schon mit ihm angeln. Der ist der Beste, Alter. Ne? Ich liebe den Typen, ehrlich. Rakim, jawohl, Mann. Rakim, danke schön für die 5 Gefühlsabs. Ach, bei dir auch? Achso, nee. Bei mir. Also, muss ja Lord Madman. Ja, ich habe auch beide Chats auf. Dankeschön. Ich gehe auf jeden Fall in eine Angelpommes, Junge. Ja, ich glaube auch, so nach Heiligabend oder nach Weihnachten allgemein, wenn alle so ein bisschen aufgetankt sind, ein bisschen Päuschen, das wird auch nochmal einen guten Schub geben. Das wird. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, also ich, wie gesagt, da wird auf jeden Fall was kommen, denke ich. Also letztlich wurde schon so ein bisschen angespielt, ne? Auch bei uns gibt es ein bisschen Veränderungen und so weiter. Norm, Alter, jetzt geht's aber los. Warte, Entschuldigung, Morales. Aber heute ist jetzt ein besonderer Tag. Jetzt haben wir angefangen, wir haben jetzt schon geredet, jetzt können wir auch ein bisschen Spaß haben. Ja, damit. Junge, er ist voll euphorisch, Alter. Was ist los mit dir? Ich habe gerade voll Energie, Mann. Und ich will jetzt irgendwie gleich Indiana Jones gucken. Boah, ey, das wird echt kritisch mit meiner Energie. Vielleicht sollten wir doch in die Pommes gehen. Junge, ab in die Pommes, Alter. Ich sag, wie das ist, Alter. Aber da will ich ein Level 10 Hype-Train auf beiden Seiten gehen. Dann gehe ich mit angeln. So ein Ding ist das heute. So ein Ding ist das. Aber Chuck hat schon gerade geschrieben, du warst mit dem Angeln. Ja. 20 Minuten. Therapie.
Ja, ja, Paul Pantler. Also ich wegen einem Joint bin und 400 Dollar. Von Paul Pantler. Ja. Ja, genau, der Papa war's. Der Papa war's. Ich hab den richtigen. Danke, Papa. Wie ist der Paletti da, oder wo? Nee, Papa, Papa Gast. Hat hier gerade angefangen. Schon sagen, wie du close hier mein Vater, Alter. Ich hab Mr. M ist mein Daddy. Junge, Alter. Genau. Morales ist einfach mein Onkel, Alter. Halt ehrlich, ich komme auf meinen Screenshot nicht klar, wo es war. Er ist hyperaktiv, ich bin alles andere als hyperaktiv. Ich mach mal das Emote hier weg. Chat, guck mal, den habe ich gemacht, den Kicker für den RP. Weil der Paletti immer sagt, er ist nicht mein Vater, Alter. Und jetzt haben wir den Beweis. Der Clip ist auch gut, ne? Junge, Alter, dieses Bild, Alter. Wenn du es gemacht? Hey, oder? Hä? Du hast das gemacht? Ich habe das gemacht. Also? Ich habe auch ein bisschen Menükenntnisse. Ja stimmt, Entschuldigung. Da hat der gute Papa mich auf dem Arm mit der Mama links und hinten sein Sidechick. Schön die Brust raus. Fühlt nur noch Udo. Ja, Udo ist nicht da. Den habe ich auch Izzy noch nicht getroffen. Ja, Udo ist Fat Mike. Fat Mike ist Udo? Ja? Nein. Okay. Doch, OG Steve. Fat Mike ist Udo. Warum spielt denn Udo nicht mehr? Keine Ahnung. Wer ist Fat Mike? Der hängt ab und zu bei uns ab. Genau, der Udo hat das Foto gemacht. Guck mal, der kleine Curtis da mit Schnuller und der Papa hat eine Rassel in der Hand. Und ein Train, was für ein Train, Helle? Train ist nicht weg. Auch ich sehe hier bei beiden Seiten keinen Train. Welche blinken in die Maus, Schwester Kusch? Ich finde das Foto gut. Wir haben uns gestern totgelacht darüber. Ich bin noch direkt reingegangen und hat im Bienet gepostet. Zu Weihnachten wünsche ich mir nichts anderes als mein Papa Jörg Paletti. Jetzt sollten wir doch irgendwie, aber doch Pummelparty spielen und weiter über RP reden. Na, das ist gut. Ich will angeln, Junge. Ah, ich will mir für dieses Jahr Food besorgen einfach. Ich gehe einfach angeln. So viel kannst du gar nicht tragen. Weißt du, wie schwer so ein Fisch ist? Mir scheißegal, Junge. Ich kaufe mir ein Backpack, Alter. Ich geh mir vorher ein Backpack kaufen, dann passt das. Funktionieren die Backpacks, die man sich da im Paletti-Store kaufen kann? Nein, das ist nur visuell. Oder ist das so? Du hast ja so oder so eine unendliche Tasche, oder? Also fast unendlich. Nein. Nee. Nee. Ich kann ja, du kannst aber voll, super wenn du angelst. Egal, ich gehe trotzdem angeln. Ich mach das gerne, ne? Ehrlich. Aber wenn ich Streamer bin und so, ich lock auch für mich selber ein und fahr einfach mit meiner Karre rum. Ich bin verrückt. Ich hab auf Alternet gemacht, da hab ich immer viel geangelt und Netflix geguckt. Unter der Brücke versteckt man. Ja, wo dich keiner anquatscht, so dich keiner nervt. Ja, ja. Einfach chillen. Eine kleine Pfütze, wo du eigentlich gar nicht theoretisch angeln hättest können, aber egal. Junge, manchmal kann ich nachts nicht schlafen. Ich locke einfach auf Sektor ein. Ich fahre mit der Karre rum. Ich gehe in die Waschanlage. Ich fahre einfach durch die Hütte so. Ich gucke, ob irgendwo was abgeht. Ich über den Highway. Und so eine und mache irgendwelche ich Sachen. Ich finde das voll beruhigend. Gestern dachte ich, okay, geil. Gehst du mal rein und machst da die Villa schon fertig mit Zelte und so. Halsschmerzen, kannst eh nicht reden. Auf einmal steht da Money, ey. Hat gar keinen Bock. Money, the party. Ist aber meistens so. Wenn du gerade was machen willst, was du so, also so quasi, ne, nicht so zeigen willst. Immer einer. Wenn wir zum Beispiel das Tierfutter nach unten bringen, ne? Jedes Mal. Was? Können wir durch den Tunnel fliegen, wenn keiner da ist? Ne, das mache ich nicht mehr, das habe ich versprochen. Das habe ich im Support gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich habe keinen Bock, dass die... Ne? Ja, mit dem Helikopter, Mann. Ich habe gehört, das hat einmal funktioniert, das zweite Mal nicht. Eigentlich funktioniert das immer nur an dem Tag, hat das nicht funktioniert. Ich würde so einen Scheiß niemals machen, wenn ich mir das nicht zutrauen würde. Aber komischerweise ist 5 Minuten später dann das Pillbox vorbeigefahren. Und das gab, Alter, das gibt ja wahrscheinlich bis heute noch Ärger im Department of Justice. Und da bin ich mit dem guten Nick mal, mit dem Polizei, PD Walker hier, bin ich mal rumgeflogen. Mal schön am Pillbox vorbeigeflogen. 1 Minute später hat sein Handy geklingelt. Das Baker fliegt ja 5 Meter über den Boden am Dings vorbei. Bin froh, wenn ich gerade landen kann. Ist nur, ey, Helikopter fliegen, supergeil. Ich war ja News-Pilot. Das hat so Bock gemacht immer, ne? Hab ich mich gefreut, wenn einer weggebannt wurde, Alter. Da kam die rote 1 im Discord von Stay, Junge, und dann wurde richtig reingeklatscht. Das hat so Bock gemacht. Wie cool ist das bitte? Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Reeps, Mann, vielen Dank für 34 danke. Monate. Mit Prime, Alter. Heli angeln? Ja. Also er redet wie ein Wasserfall. Wer? Der Jay? Ja, der ist Hype, Mann. Was? Ich rede doch gar nicht so viel gerade.
Hab doch irgendwie 2 Stunden meine Klappe gehalten. Ja, vorhin warst du noch so, oh, gucken wir euch Indiana Jones, Junge, jetzt bist du wieder full of pump, Alter. Richtig nee, auf geht's. Pump. Ich hab einfach gerade nur meine 5 Minuten. 5 Minuten, Terrine? Und wir sind jetzt, wenn ich 3 mache, Mann. Ja. Für News hat man auch ganz schnell das RP beendet. Wie meinst du das, Charlie? Ach so, ja klar, da bin ich sofort raus. Nee, manchmal auch nicht. Je nachdem. News ist geil. Aber wir haben mit am Ende dann auch komplett übertrieben mit den Russen. Ich habe nämlich einmal einen Rhino-Panzer ausgepackt. Jo. Und da bin so ein Haus reingeschossen. Die Russen, oh ja, mein Mann, Gott. Die mit, Russen, mit Fischi, Mann. Jo. Fischi hat doch ein Video gemacht. Roman, alle, Alter, Matze, die ganzen Kicker, Junge. Dann das Auto gefilmt. Die haben eigentlich angefangen mit dem Kicken, Junge. Die waren das. Coding-Keller. Junge, die waren immer blau. Die haben 16 Stunden am Tag gedefft und haben immer gesoffen dabei. Das war eine wilde Zeit, Mann. Gott, Russen-Nuss war krass. Das war krass. Cheburek mit 400. Sobald Nuss war der halbe Server, fuck, was habe ich gemacht, yo. Das ist aber auf Sektor auch so. Wenn da die Lichter ausgehen, denke ich mir auch so, oh, hast du irgendwas Scheiße gebaut? Da hat sich aber jeder gedacht, oh Gott, was habe ich gemacht? Das hätte einfach jeder sein können. Das ist ja der Sinn davon gewesen. Und was keiner wusste, unser Nuss-Konzept war so, wenn wir jemanden eingepackt haben und der hat sich entschuldigt dafür, also hätte sich entschuldigt, und hätte dem News-Team gesagt, ich mach das nie wieder, es tut mir so leid und so, hätten wir den nicht umgebracht und nicht gebannt. Dann hätte der eine zweite Chance. Einer gemacht? Nein, niemand. Keiner. Nicht einer hat das getan, nicht einer. Keiner hat sich dafür entschuldigt, weil er getan hat. Die Leute waren eher so mad, so von wegen, ja okay, jetzt werde ich gebannt, so scheiß drauf. Aber hätten wir gemacht, das weiß ich noch. Das waren immer wilde Zeiten, wenn um 3 Uhr nachts Stay sein Stream angegangen ist mit dem Feuerhintergrund, Alter. Da wusstest du auch sofort, wusstest, wenn... Junge, die Scheiße ist am Brennen, Alter. Ja, und? Du liegst schon im Bett, Handy macht Bing, Stay... Oh Gott, News, geh schnell, mach an! Nein, Werbung! Die krasseste Aktion war wegen der Mod, wegen GTMP. Als alle Server sich getroffen haben auf dem Alternate Teamspeak und wir gegen die Mod gegangen sind, Alter, weil die ganzen Leute irgendwie, wollte. Ach, 30.000. Ja, also, ja, diese 30.000, so Junge, da hat sich jeder so, Alter, da war der Discord so am Brennen, ne. Da gibt es auch noch irgendwo in den weiten Tiefen des Internets ein GIF aus Stay sein Discord, wie die alle diesen Dings gespammt haben, Alter, Junge, das war krass. Ja, lang ist's, ja. Aber nur ist das geiles Konzept. Finde ich besser, als einen einfach so wegzubannen. Ja, muss aber auch passen, ne. Er kommt drauf an, was der gemacht hat, wenn er irgendwelche rassistischen Sachen nur sagt, würde ich ihn ganz schnell aus dem Verkehr ziehen. Kannst ihn direkt weghauen. Junge, Stay ist 15 Minuten vorher Startscreen und Doom-Soundtracks, bis er da reingegangen ist und gottlos auf Mutter gegangen ist. Ja, das waren Zeiten, Mann. Und dann stand er auf dem Dach, Mann, und er macht auf, Blitz. Da war die Stimme an dem. Safti, ja, das gibt's auch auf Sektor. Es gibt auch Sektor-Nuss, ja. Und ich hab das überlebt. Ach, du warst auch einer der Kandidaten? Ja, ja. An dieser Villa, Ferdo Ranch? An diesem Abend, ja. War der Einzige, der da drin? Ja, aber Regan hat ja auch überlebt, ne? Regan war aber nicht drin. Ach, genau, Regan ist rausgegangen. Ich sollte auch nicht drin sein. Regan sollte mich eigentlich auch mit rausnehmen. Er hat mich dann wieder weggeschickt. Ja, dass er Bobby und Star rausgeschmissen hat, das werde ich ihm nie verzeihen. Nie. Wer, was? Scheiß Lynch. Welcher Bobby, welcher Star? Ja, Asta hat Ricky Star gespielt und ich habe Bobby gespielt. Wo? Von Detectives. Achso. Alternate Classic, glaube ich, war das. Da habe ich nicht gespielt. Und dann wurden wir entlassen. Da waren wir noch im Krieg, im stillen Krieg. Ich habe ja auch schon einiges durchgemacht mit Money. Ab und zu habe ich auch mal eine Schelle bekommen. auf Sektor gibt es auch News, ja, und es gibt Videomaterial einfach auf YouTube. Alternate Live News, da gibt's Cinematics, Alter. Damals wurden ja noch richtig Cinematics gemacht für die Server. Und auch die Streamer hatten welche. Ja, es gibt Videomaterial. Stimmt, der Vito macht das, ne? Der Vito macht das doch für Sektor-Videos, oder? Mito? Es gibt auf jeden Fall, von Sektor gibt es auch einige Videos. Einfach Sektor-RP eingeben bei Dings YouTube. Ja, Pain. Macht, glaube ich, einige Videos. Welche Anlässe werden für News genommen? Ja, wenn du Scheiße gebaut hast, ne? Ja, aber wenn du Scheiße gebaut hast. Aber das
Jetzt zum Beispiel diese Kartellgeschichte, wo das halbe Kartell weggeballert wurde. Das kannst du zum Beispiel im RP ausspielen. Weil da sind ja die Spieler nicht gebannt worden, sondern die Chars sind gestorben. Redet trotzdem keiner drüber, alle Angst. Also der Lück hat zu mir gesagt, Protokoll News und da soll nicht ermittelt werden und bla bla bla. Aber Jay, du hast doch als Shakira damals bei 1, hast du da nicht auch 2 Leute weggebannt? Der hatte die Möglichkeit, Leute zu bannen? Ich habe hingerichtet als Shakira. Ja, aber das war ja abgeschlossen. Also das war ja. Aber das war. Ich hatte ja, okay, also wenn ich mich entscheide, die im Leben zu lassen, ja. Aber die hätten es auch verdient, wegzukommen, ja. Aber das, habt ihr damals richtig gut gemacht. Das weiß ich noch. Ja, Digga, ich habe nicht ohne Grund den Titel RP-Papst 2021 bekommen, Mann. Ah, das war wirklich geil. Also da. Ja, das habe ich auch gesehen. Gibt sogar nur das Video vom Tod von Lenshi, die komplette Story. Als er überfahren wurde, boah, das ist aber auch, ey, das vergisst aber auch keiner, ne? Junge. Der LKW? Ja, ja. Die Leute zucken noch bis jetzt, wenn Lensch da ist und ein LKW in der Nähe ist. Junge, der rennt wahrscheinlich heulend weg. Oder ich glaube, ein paar Monate danach gab es irgendwo auf einem Server dann auf einmal so ein Update von den Tattoos und dann gab es so Reifenabdrücke auf dem Rücken, Junge. Da haben wir das Lensch genannt. Das Tattoo heißt Lensch, Junge. Ja. Weil Junge, der Typ, ne, Alter, der den überfahren hat, Alter, der war auch komplett nervös, Alter. Der war komplett neu im RP und der wusste nicht, was der machen soll. Er hat ihn einfach angefahren mit dem LKW. Oh, gut, Alter. Richtig gut. Ja, das Tattoo hat aber sein Comeback gefeiert mit Wade. Als wir mit einem Quad über ihn gefahren sind. Okay. Ja, und da war so ein Revival von dem Tattoo. Auch gut. Da gibt's schon viele Sachen. Dutschbeck war auch nice, ey. Hatte ich auch mal vor, als wir uns, nicht Dutschbeck allgemein, als wir uns Gedanken gemacht haben, Mila, Pinsel und so, für die neue Season von Sektor, was wir bespielen werden. Wir haben angefangen mit Wildcats. Eigentlich wollten wir so etwas wie der Rakete, das quasi auch bespielt immer. Wir wollten eigentlich so News-Reporter werden und einfach überall reingehen. Ganz egal, was die Cops sagen, so. Aber so auch richtig krass, ne? Mit Kamera auf Fahrrad und so ein Shit, einfach über die Mauer drüber und so. Einfach mitten in eine Geiselnahme reinrennen und sowas. Action-Reporter. Mit Schutzweste. Ja, aber sowas wie Dutschbeck, das kannst du, das hätte auf keinem anderen Server funktioniert. Hätten alle rumgemerkt. Fand ich aber auch geil. Ach, gibt's auch in Real Life auch. Gibt auch Leute, ja, die von irgendwelchen Häusern springen und so. Ja, aber ja, die meisten, die hätten das gesagt, ja, nee, warum spielt der das nicht aus und so, das ist dann. Ja, halt, aber der Server entscheidet dann, was du ausspielst und was nicht. Ja, genau. Und nicht die Spieler. Aber da gibt's bestimmt einige, die dann sagen, ja, guck mal, der spielt seine Verletzung da nicht richtig aus und bla bla bla. Ah, doch, über Dutschbeck gab's einige Beschwerden. Ja, aber ich denke mal, solche Tickets werden halt geschlossen. Manche sind halt einfach härter, nee, manche nicht. Wir hätten da heutzutage nur Bock drauf, wenn du angeschossen wirst, einfach 3 Tage den Charakter freezen zu lassen. 3 Tage auf Verletzung machen. 48 Stunden Innendienst! Ja. Niemand, da machst du kurz die Verletzlaufanimation für 1-2 Tage. Ja, für einen Tag oder so. Bis du dich ausloggst und ausstehst und dann machst du wieder normal. Ja, genau. Dann ist auch gut. Du bist ja allein durch die Animation schon sehr eingeschränkt, was das Movement angeht und so. Ja, ja. Du kannst dich halt nicht rennen. Du kannst gar nichts, Alter. Du bist halt verletzt. Du bist Miss America irgendwie 3 Tage rumgehumpelt. Ich übertreib doch mal nicht jetzt. Da blockst du dich halt einfach selber auch. Du schränkst dich ja da ein. Oh, aber entscheidet auch jeder für sich selber. Wenn es da Leute gibt, die sagen, mein Charakter ist jetzt eine Woche außer Gefecht gesetzt, ist das halt so. Ja, ey, voll. Und es gibt sogar Items, beziehungsweise Klamotten wie ein Gipsarm und so. Das wäre noch cool. Aber ich habe immer Angst, sowas anzufragen. Ich schwöre bei Gott. Aber ich würde das feiern, wenn einer im RP wäre mit einem Gipsarm und der einfach sagt, yo, mein Arm ist gebrochen. Ich stehe allgemein sowieso auf alle Sachen. Dann würden es auch mehr Leute nutzen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ja, dann wird es auch mehr ausgespielt. Ja. Ey, wir haben auf Nifty gespielt, war zwar 5M und da gab es einen Rollstuhl.
Und ich wollte unbedingt, ich habe mich verletzen lassen, damit ich einen Rollstuhl bekomme, Alter. So. Es soll jetzt natürlich kein Disrespect sein an Leute, die im Rollstuhl sitzen, weil es ist einfach nur ein Spiel. Aber ich würde das halt ausspielen. Wenn es das geben würde, würde ich es ausspielen. Ganz einfach. Ja. Das war ja mal eine Zeit lang, aber dann gibt es halt einfach dumme Leute, die das komplett übertreiben und die sich lustig machen und so. Und das ist halt scheiße. Ja, das hatten wir ja auch schon. Da hatten wir Body-Shaming und so auf einem Server. Mile und ich einen NPC, also beide so einen Skin bespielt, die was dicker waren und so. Da haben wir den richtig abbekommen, Alter. Wie viele Leute da gekommen sind und gesagt haben, fettes Schwein und so ein Scheiß alles, Alter. Komm, weißt du, im RP sind alle Models. Jeder Charakter ist dünn und trainiert und jeder Charakter sieht schön aus, sage ich mal, nicht alle natürlich. Und da gibt's halt diese Dings nicht und so. Und dann tauchen etwas dickere Charakter auf und die werden so hardcore beleidigt, Alter. Das war super unangenehm. Ja, aber das sowas wirst du halt auf Sektor eigentlich, machst du nicht. Nö, ich würde auch Peanut, das weiß Mila auch, Mila hat selber auch schon gesagt, ich würde auf Peanut, auf Sektor auf jeden Fall Peanut auspacken. Wenn ich darf, ich weiß ja nicht, wie das ist mit Skin bespielen. Irgendwann auf jeden Fall, da kommt Peanut zurück, Alter. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem bespielen werde oder würde, aber der kommt. Burgershot, Fresh and Hot. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich würde ich jeden Abend so eine Stunde irgendwie einen Laden aufmachen. Wo es dann mal zu essen gibt so, und wird da Events veranstaltet und so ein Shit. Und halt, halt rumrennen vielleicht. Und Scheiße bauen, ne? Up in Atom sucht neue Geschäftsführer. Das ist auch so eine Sache, die ich auf Sektor ein bisschen schade finde. Es gibt einfach von manchen Dingen einfach zu viel. Und darunter leidet dann auch dieses unique RP. Es gibt einfach zu viele Food-Läden. Anstatt es nur zwei gibt, so, die dann auch richtig angespielt werden, gibt es halt mehrere. Aber ich verstehe schon den Sinn, glaube ich, dahinter. So, die Leute, ne, die wollen halt einfach ermöglichen, dass du alles ausspielen kannst, was du möchtest. Ich würde es geil finden, wenn es nur so zwei Läden gibt und jeden Abend gehst du da hin und holst dir dein Menü und so. Ja, so ein bisschen beschränkt. Einfach so ein bisschen anspielen. Cody's Burger gar mit, Alter. Jeden Abend sind wir da hingegangen. Der hatte dann auch jeden Monat neue Actionfiguren, die konntest du sammeln. So, war halt nur ein Item, aber hast halt trotzdem gesammelt. Die wohnen untereinander gehandelt. Ja, ich mit den Franzosen habe ich ja sowas angekauft, ne, und verkauft. Franzose fand ich super geil, ne, dass du da einfach hingehen konntest und Sachen verkaufen konntest, so. Der kommt irgendwann noch wieder, Mann. Wenn du jetzt jemanden auf Sektor seine Kette klaust, wo kannst du die verkaufen? Nirgendwo. Die könntest du privat verkaufen, ja. Aber viel geiler wäre, wenn jetzt so einen Pawnshop gehen würde. Bei den üblichen Verdächtigen, ne? Ja. Morales, Tucker, Bobby Barry Banks, die halt die Kohle haben. Ja, die halt die Kohle haben. Ohne die drei, ich habe keine Ahnung, da wäre ich wahrscheinlich immer noch ein Grapeseed und hätte immer noch $1,000. Alles, was ich habe ich halt, ich verkaufe das alles an die. Sonst will das ja keiner. Das kann sich doch keiner leisten, das siehst du doch auch bei den Autos. Du willst ein Auto verkaufen oder du verkaufst ein Haus und die Chance ist eigentlich sehr gering, dass irgendjemand das kauft. Ich hatte zum Beispiel, okay, bei mir hat das auch Tucker gekauft, ne? Joe also. Und das wahrscheinlich auch nur für Kick mit Morales zusammen für den Paletti halt. Ja. War aber gut. Autos ist nochmal vielleicht ein bisschen einfacher, aber da kommt halt auch drauf an, was du für ein Auto hast. Vielleicht kauft ja das Kartell an, aber man weiß ja nichts davon. Weil wir sind ja nur Penner. Ich glaube nicht, dass die Autos ankaufen. Nein, aber irgendwelche Ketten oder so. Wie cool ist das bitte? Obwohl die ja eigentlich eine Menge Autos bräuchten, ne? Dann könnten die ja immer so, wenn die in der Gang einen Auftrag geben, die Autos quasi stellen, so. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Weil über die Wirtschaft muss man sich auch nicht großartig Gedanken machen. Unbegrenzte Ressourcen, als was du alles machen kannst. Mein Plosion, Mann. Cody war auch so super, ich habe so gerne mit dem MP gespielt. Ja, Mann, das hat jeden Abend, was geht ab? Nix, ja, lass Cody macht gleich auf. Ab zu Codys. Hingehen, da ein bisschen rumkicken, ein bisschen lachen, Alter. Cody Bourbon? Nee, das ist mein Charakter. Cody hieß der, der den Burgerladen bespielt hatte. Der Juri hat dem extra nur ein MLO gebaut dafür, dass er am Junkie. Hat das niemand einen Tag Cody Bourbon? Ja, das war ein Cop. Das war mein Polizisten-Char. Mit dem habe ich reingeknüppelt im Mutz zusammen. Gott hab ihn selig. Da haben wir Leute, ja, Mann, Alter. Da haben wir Leute aus der Eastside geholt, die verhaftet und dann habe ich auf den Berg gefahren mit Mutz und habe die weggeknüppelt und er hat sich eine Kippe gegönnt, Alter. Da wurde noch richtig reingedrescht.
So muss das auch sein, wenn das nicht komplett abused wird. Zumindest bei denen, finde ich, die super frech sind. Die überhaupt gar keinen Respekt haben irgendwie. Aber kann doch schnell nach hinten losgehen. Deshalb ist das wahrscheinlich auch verboten. Was denn? Knüppeln? Ja, dass die Cops einfach mal so welche umknüppeln. Das hat, das ist im Season 2 im 90er-Setting ein bisschen ausgeartet. 90er war das ja, da, sehr ausgeartet. Da hat die Polizei dann einfach alles nur noch weggeknüppelt. Ich finde es immer schade, wenn die größten Dudichas immer dann noch die besten Anwälte vor Gericht sind und alle Gesetzen kennen. Ja, das kennt man schon super lange. Selbst ich habe das auch damals so gespielt. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Du bist ein Gangster und auf einmal kennst du dich super gut mit den Gesetzen aus und kannst super gut argumentieren und bla bla bla. Das ist halt dieses typische, ich will nicht verlieren. Ich akzeptiere nicht, dass die mich gecatcht haben, so finde ich. Geht es dann halt also um die Authentizität, ne? So, das passt das vom Gesamtbild, aber dann passt es eigentlich auch, obwohl, ja gut, Penner als Beispiel, dass sie irgendwas zu melden haben oder so. Obwohl doch, Penner geht noch, aber ja. Es kommt drauf an, was du verkörperst, wenn du so ein richtiges Gang-AP spielst, aber so richtig hardcore solltest du das nicht machen. Nee. Ich glaube auch nicht, dass so ein Paul Goodman, Mann. Ja, dann brauchst du so einen Lettner. Lettner reicht. Auf Nifty wollte der Jack dich da auch in der Gasse wegknüppeln, oder? Ja, aber ich bin ihm zuvor gekommen, hab den umgehauen. Denver war am Überlegen, ob er sich bei Sektor bewerben wird. Er hat gesagt, nur mit Jamar zusammen. Und Jamar hat, glaube ich, keinen Bock mehr für B. Aber gibt ja gerade, glaube ich, eh keine Gerichtsverhandlung, oder? Zumindest habe ich keine mitbekommen. Ich glaube, weiß ich nicht. Jetzt einfach aktuell? Puh, keine Ahnung. Einfach im Knast schmeißen. Vielleicht sogar so hingehen, wie das bei Arma war. Du knallst einen ab und so, du landest automatisch auf einer Fahndungsliste. So schade. Ich fand das so gut, dass so einmal die Woche mit Knast war so gut, aber dass die Leute dann halt auch da nicht hingehen. Ja, oder man kann ja mal auch dieses Konzept komplett verändern und man kann sagen, okay, es gibt kein Gefängnis. Du hast eine Strafe, die kommst du antreten. Und dann musst du, das war doch auf Sektor auch so, wir hatten das bespielt, diesen Polizisten-Skin. Und dann ist der doch mit so Kellerin. Kellerin. Ja, genau. Und dann ist der mit 5 Leuten in den Park und die haben dann gefaked und so. Müssen die halt so machen. Ja, aber die jetzt auf Season 4, da kamen die Leute dann einfach nicht mehr zu den Terminen. Die Gangster waren und gesagt, ja, fickt euch. Ja, dann würde ich als nächste Instanz, dann würde ich die im Knast schmeißen. Also es gibt einmal die RP-Variante halt, dass du mit einem Kopf rumrennen kannst. Ne? Oder vielleicht. Ich glaube auch Kellerin hatte dann auch, glaube ich, gar keine Lust mehr darauf. Oder da hier, muss ja auch einer Bock haben. Oder hier diese GPS-Dinger für die Fußfesseln gibt es auch. Gibt es sogar als Klamotte. Hat man auf Nifty auch. So ein System, ja, ist wieder Dev-Aufwand, ganz klare Sache so. Aber dass die Polizisten dir eine Fußfessel dran machen können und dann sehen die dich auf der Map wie ihre Kollegen. Dass du dich gar nicht mehr vor dem verstecken kannst dann. Und die wird dir erst abgenommen, wenn du deine Strafarbeit abgemacht hast. Ansonsten kommen die dich holen, wenn du nicht auftauchst und dann gehst halt im Knast. Also wenn du darauf nicht eingehst, dann auf dieses RP, hast du nicht anders verdient, als im Knast zu gehen. Aber ich würde gerne, wenn ich Crime wäre, ich würde gerne so, ja, Chain Gang halt. Lion hat das ja auch gemacht, aber anders. Die putzen, im Stadtpark irgendwie was machen. Ja, Liberty war das echt geil, Mann. Waren über die Leute und du musst dich dann da putzen und so. Auch jetzt war das gut in Grapeseed. Da kam er ja mit dem Bus und dann haben die da die Autos gewaschen. Ich fand das super. So einmal in der Woche wusstest du, okay, du gehst in den Knast. Ich mach das mit Peanut. Der Juri hat mir Peanut umgebaut zu einem Polizisten. Ich mach das mit Peanut, Alter. Ich nehm die Gefangenen mit und dann müssen die Rasen mähen und so ein Shit. Ja, das haben wir aktuell im MP. Wir haben Knast und eine Bewährungsprogramm. Da kannst du einfach arbeiten, musst dich nur dafür melden, wenn du in den Zellen stehst. Ja, das wusste ich nicht, war ja noch nie im Gefängnis. Boah, weiß ich auch nicht. Wusste man nicht. Bietet ja wahrscheinlich auch gar keiner an, einfach. Das wirst du ja wahrscheinlich dann erfahren, wenn du danach fragst, wenn du auf die Idee kommst. Ja, aber dass da mal einer von denen sagt, ja, sie können das auch in Sozial... Sagt dir keiner. Ja, höre ich jetzt auch zum ersten Mal von. Auch wie das mit dem, was ich bei Regan gesehen habe, der eine Charakter da aus Pieps seiner Gang, der ins Exil gegangen ist, das war das nicht Giampiero? Nee, wer war denn das? Oh Gott. Ja, ich glaube, das auch mit dem Bounty Hunter. Das war
eingeschlafen, weil das allgemein war das, ein bisschen Problem war. Das nicht, das war doch Price Ranger. Ja, Price, genau. Price ist einfach ins Exil gegangen. Der ist halt einfach auf Kaio und wird da gefangen gehalten. Ich weiß nicht, ob er den Charakter noch spielen kann. Keine Ahnung. Ich denke schon, dass er den Charakter so hat. Ja, ab und zu mal da einloggen und für das Kartell arbeiten gehen, so ein bisschen. Cool. Allgemein die Möglichkeit, ins Exil zu gehen. Wir haben ja auch die Möglichkeit, unser komplettes Aussehen zu verändern mit Chirurgie durch Dr. Chuck und so. Und wir wissen ja auch, dass es IC jemanden gibt, der dir neue Ausweise und so bestellen kann. Also neue Identität. Auch cool. Auch ja, gut. Da geht schon einiges, was man machen kann. Ja, außer das mit dem Medic-Computer, aber da bin ich nur auf der Suche. Ich sehe das irgendwie noch nicht ein, so da rauszugehen. Also eigentlich schon, aber es wäre zu schade. Meinst du, dass du nicht sehr viele Infos hast, oder was? Nee, das Ding ist halt, dass Milo und ich im Baker sind und wir wollen, das Baker hatte halt zu kämpfen oder hat immer noch zu kämpfen mit Department of Justice, und wenn wir halt Scheiße bauen, dann landet halt alles bei Dr. Chuck. Und Dr. Chuck ist halt der liebste Mensch, so im RP das und OOC halt wahrscheinlich auch. Wir wollen dem halt keinen Stress machen. Und wir sind gerade auf der Suche, IC, weil wir haben ja unser eigenes Krankenhaus, so ein kleines, in der Stadt, für Crime. Wir versuchen halt jemanden zu finden, irgendwie so einen Hacker oder so ein Shit, der uns aus diesem Computer austragen kann. Da zum Beispiel das Pillbox nicht hingehen kann und sagen kann, yo, guck mal, die bauen hier Scheiße und landen im Knast und sind die ganze Zeit im Dienst und so. Weil dafür wurden wir hier abgestellt, dass wir da ein bisschen Crime-Medic-AP haben. Aber das ist echt schwer. Aber mal gucken, ich gebe da noch nicht auf. Findet sich auch noch einen Weg irgendwie. Und Mila hat geschrieben. Ja, ich denke mal, da findet sich immer was. Könnt ihr nicht Medic machen auf eigene Hand, ohne Barzahlung vom Staat, dass ihr von den Kunden bezahlt werdet? Ja, du musst aber trotzdem Leute dafür finden, IC, ne, die das ermöglichen. So, Regan hat das mit dem Krankenhaus ermöglicht, durch Tanaka irgendwie. Eigentlich war ja geplant gewesen, dass wir komplett unabhängig sind, dass wir unsere medizinischen Fähigkeiten nicht verlieren, dass wir unser eigenes kleines Krankenhaus haben, also unser eigenes System, unseren eigenen Job. Aber man darf halt nicht vergessen, da ist auch wieder Death-Aufwand hinter, selbst wenn es nur 2 Minuten sind, die woanders besser genutzt werden. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach Lösungen ohne großmöglich Death-Aufwand. So einfach, um dem Server Kapazitäten zu sparen. Und eigentlich, man könnte das so lassen, wenn wir aus diesem Computer ausgetragen werden. Und die Bezahlung, die wir bekommen, ist mir auch scheißegal. Aber es sollte auch, glaube ich, scheißegal sein, ob wir eine Bezahlung bekommen. Ich meine, ja, Geld sollte im RP sowieso keine Rolle spielen. Ich sage immer, gute RPler, wenn die Geld haben, die machen mit dem Geld auch RP. So klar macht man erst Charakterindividualisierung, kauft sich seine Autos und so, kauft sich die Paletti-Klamotten, alles, was man haben will. Und dann nutzt man halt Geld irgendwie für neue Spiele auch. Oder für Bezahlungen und so. Irgendwann sind wir sowieso an dem Punkt angelangt, wo keine Gang mehr Geld brauchen, alles. So, und dann geht das zurück mit den Aufträgen. Dann muss man das den wegnehmen. Ja, da muss man sich eben dann das einfallen lassen. Aber selbst da gibt es jeden Tag was Neues einfallen lassen, weil jeden Tag sich irgendwas ändert. Ja, ich meine, wenn das mit der Wirtschaft so ein bisschen Richtung jeder hat alles so geht. Und man verschenkt einfach $10,000, weil das einen nicht mehr interessiert. Was meinst du denn, warum die Palettis und Morales und so die ganze Zeit angebettelt werden, IC, Alter? Junge, Alter, egal wo die auftauchen, ja, hab da mal vielleicht $3,000 oder so. Dieser Struggle um das Geld ist immer am geilsten, finde ich. Wie cool ist das bitte? Da kommst du immer auf ganz dumme Ideen. Ja, du kommst immer auf Ideen. Ja. Und du machst auch alles für Geld. Wenn jetzt Morales kommt und sagt, du kriegst $50,000, wenn du da und da hingehst und dies und jenes machst, Junge, wir würden losrennen, der hat nicht mal ausgesprochen, Alter. Wir würden losrennen. Weil wir halt dieses Geld brauchen für diese große Gruppe, um das EP weiterzumachen. Ja, man muss sich halt auch immer wieder irgendwelche neuen Dinge besorgen, das kostet halt alles. Ja. Sag mal, gibt es auf Sektor sowas wie Steuern oder so? Soweit ich weiß, nicht, nein. Nee, gibt's nicht. Noch nicht. Noch, aber das wird. Ach, hör auf, so Scheiß. Das wird wahrscheinlich. Ja, aber selbst wenn das kommt, ist das. Du kannst ja auch also einfach. Gesagt, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich kriege ja nun einiges immer mit, aber IC, ne, nicht OOC, sondern IC.
Ne? Und es wird einiges kommen. Es wird auf jeden Fall noch Spaß machen. Ne? Aber selbst wenn da Steuern kommen, ist das halt so. Ja, aber, da sage ich dir ein Beispiel. Sagen wir Autosteuer. Also Leute wie wir, die einfach Autos haben für gewisse Situationen, das geht dann, das wird krass. Ja, da muss die Autos untereinander aufteilen, damit die Steuern dann nicht so heftig greift. Ja, dann bin ich gespannt, wie das die Leute machen mit 14 Auto, Autos und so. Aber, dann ist der aber nicht da, und dann hat der das Auto, dann ist wieder ab. Ach, meinst du im Sinne von so Kfz-Steuer? Ja, ja. Ja. Oh. Aber Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, so eine Kfz-Steuer brauchst du allein wegen der Server-Performance, ne? Weil die Leute haben einfach 14 Autos und die fangen ja jetzt schon an, im Mirror Park 5, 6, 7 Autos vom Haus stehen einfach zu haben. Hinzustellen. Ja, 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 einfach hinzustellen. Und das ist Server-Performance. Und bei Gangs ist das ganz schlimm. Da haben die nämlich ihre Crime-Autos, ihre Privatautos, die, du merkst das, IC auch. Jetzt gerade noch nicht so. Aber du, ne, guck bei der Grove jetzt, kein Hate an die Grove, so du fährst da rein und denkst, du bist im Autohandel. So die ganzen Karren, auch bei den Ballers, so. Die machen sogar an ihrer Grenze, stellen die schon die Autos hin, damit jeder weiß, da wohnen die Ballers, so. Anstatt die einfach die Karren ganz normal parken und alles andere einparken, so. Wegen der Performance zuliebe, gerade da. Aus. Nee, wenn, dann alle besteuern, auf die dein Name draufsteht. Ja, ja, so. Weil so schaffst du auch Geld vom Server. Die PD-Ecke ist so anstrengend. PDM, Rapidcast, Bennys und das PD-Steuer versehen haben. Ja, und jetzt stell dir vor, das Unicorn wird noch bespielt und so, ne? Ja, für mich ist sowas, das ist mir zu viel Real-Life drin, damit sowas steuern für Autos. Weil das ist für uns, ist das eine Katastrophe. Klar, uns wird das Genick brechen. Ja. Außer wir tauschen, wir verteilen die Autos halt. Und du hast. Selbst das, Mann, ich hab. Nee, warte doch mal. Er hätte trotzdem jeder 10 Autos. Ja, aber die kannst du ja einparken und die holst du dann nur raus, wenn du die brauchst. Und wenn das System dann so geändert wird, dass selbst ich, wenn ich den Schlüssel von deiner Karre habe, dass ich das Auto aus rausparken könnte, dann wäre das doch fein. Muss halt aufteilen. Ah. Nee, finde ich nicht gut. Ich finde das aber geil, wenn Autos draußen stehen, sieht dann belebt aus. Ja, wenn du die Autos vernünftig hinstellst, dann ja. Aber nicht, wenn du die einfach alle so... Die drehen sich aber aktuell so. Ja, kann das sein, dass das schlimmer geworden ist? Ja, es ist wieder ein bisschen mehr. Ja, dass die Autos hüpfen und dann sich verdrehen. Ich versuche immer auf so einen ganz geraden Boden irgendwie zu parken, die drei Karren, die wir da haben. Ja, aber du parkst die zum Beispiel am Stadtpark und dann rollen die so nach vorne. Aber das ist schlimmer geworden, ne? Ja, das ist wieder mehr geworden. Das war eine Zeit lang überhaupt nicht mehr. Auch jetzt durch den Schnee, finde ich. Ich liebe den Schnee, Alter. Ich liebe den Schnee. Auch kein Mensch. Doch, halt's Maul, Junge. Doch, voll geil. Ich bin ja so ein Immersionstyp, Mann. So. Ja. Wir können froh sein, dass es vor Sektor wahrscheinlich nur eine Woche sein wird. Nicht so wie auf anderen Servern ein ganzer Monat. Da akzeptiere ich das. Ich hätte auch gefühlt, wenn es irgendwie einen NPC gegeben hätte im Park, der dir Schneebälle verkauft. Und da der Damage angepasst wird, hat er kein Damage mehr, macht so für 20 Cent oder so, Alter, einen Schneeball. Dann triffst du mit jemanden und das ist dann die gleiche Animation wie Ragdoll. Das wäre cool. Ja, ja, das ist sowieso Autos, von der Spielengine so. Wenn du jemanden magst. Maximal zwei Autos pro Person, nee, das reicht nicht. Nee, das geht nicht, vor allem wenn du als Geschäftsführer bist und Autos von Müller bekommst. Nee, aber allein wir, guck mal, wir machen irgendwas Kirchenmäßiges, dann brauchst du einen Leichenwagen, dann brauchst du Penner, dann brauchst du Wohnwagen. Wir haben Autos für jede Situation. Wenn wir Kolonne fahren, haben wir die Autos. Einfach nur für die Optik. Das geht gar nicht. Nee, so ein Bullshit da. Mal gucken. Wenn es so ist, ist es so. Dann kommt jetzt so ein Punkt. Ja, müssen noch mehr Paletti anschnurren. Oder vielleicht sind wir ja dann auch keine Penner mehr und kriegen Aufträge. Mhm. Früher gab es auch, glaube ich, nicht die RP-Zeit in Real-Life-Zeit angepasst. Du hast am Tag mehrere Zyklen gehabt, ja. Weil das früher so war, dass du, da gab es nicht mal, dass dein Charakter gespeichert ist, wenn der Server geresettet ist. Ja. Ich finde das aber so gut. Ich weiß, dass einige nicht so Fan davon sind, wenn die abends halt quasi von Arbeit kommen und spielen und immer im Dunkeln spielen. Aber ich finde es gut, weil ich GTA, wenn es hell ist, absolut hässlich finde, wegen dem schlechten Anti-Analyzing. Ich spiele gerne im Dunkeln. Von mir aus kann es 24 Stunden dunkel sein. Ja, ist auch angenehmer für die Augen. Oder diese Dings halt, Sonnenuntergang gerade so. 18, 19, 20 Uhr so. Aber hell bin ich auch kein Freund von. Hell, absolut hässlich. Oma ärgert, was macht die Oma? Aber Schneebälle hätte ich gefühlt, Mann. Es gibt ja diese Zeitung jetzt, ne? Ja, die will ich haben. Ja,
Ja, aber wie willst du da drankommen? Willst du nach Paletti gehen und sagen, gib mir eine Zeitung? Gib mir eine Zeitung, die ich zusammenrollen kann? Ja, manche Sachen muss man halt so machen. Ja. Oder man schreibt halt ein Ticket, dann kriege ich das. Aber dann kommt einer vorbei und sagt, ja, hier hast du Zeitung. Oder du gehst hin nach Paletti und sagst, du willst dieses Bunny XXL Magazin aus Europa, was richtig dick ist, womit du zuschlagen kannst. So, Telefonbuch. Das, ich will das zerreißen. Du willst halt ein europäisches Telefonbuch, womit du zuschlagen kannst. Ja. Aber yo, würde ich auch fühlen. Kaspar schreibt gerade bei James Chat. Es geht nicht darum, wie viele Autos du besitzt, sondern wie viele Autos draußen stehen. Wenn die Leute ihre Autos einparken, dann hat der Server auch nicht so krasse Probleme. Ja. Liegt das an den Autos? Ja, klar. Alles, was du quasi siehst, so ist, wird halt für deinen Klienten gesenkt. Deshalb gibt es auch Crashes noch. Wenn du zu schnell in den Sink reinfährst mit dem Auto, wo zu viele Spieler und Karren stehen und so, kann dein Klient das nicht mehr handeln, und also die Mod kann das nicht handeln und dann crasht du. Deswegen steht auch deine Karre meistens entweder anders oder woanders, als du sie hingestellt hast, weil die immer für jeden Klienten nachgeladen wird und dann immer verschiebt sich das wahrscheinlich so ein bisschen. Besser weniger Autos, aber vernünftig hingestellt, anstatt viele Autos und sieht aus wie ein Ding. Ja, Mann. Ehrlich. Und das habe ich bisher auch nur einmal gesehen. Und das war auf State V, Alter. Da hat die Grove ihre Karren so hingestellt, wenn du durch die Dings gefahren bist, durch die Grove, hast du gedacht, an jedem Haus wohnt jemand, Alter. Das sah richtig cool aus, ey. Aber es ist deutlich besser geworden mit den Crashes, das stimmt. Ja, der Bit Devil ist ja auch da voll hinterher, ne, und die anderen. Performance ist auch ein Oman. Aber was ich leider sagen muss, am PD, die Performance, so, selbst wenn du mittags drauf bist. Ganz schlimm, ja. Ich droppe da um 40 FPS, das ist sehr schlimm, ja. Und das merkst du auch, wenn du dran vorbeifährst, aber willst du machen? Ja, deshalb bin ich auch froh, dass wir vielleicht vom Park da ein bisschen wegkommen. Ja. Hast du halt weniger RP-Interaktion? Unter der Brücke sind wir auch weg, wegen Performance, weil da zu viel in der Nähe war. Parkschein. Ach, egal, wo wir sind, ist kacke. Muss man aber auch sagen, man muss den Park auch wieder freigeben, ne, weil es sehr viele Zivilisten gibt, die da gerne spazieren gehen und so. Und wenn die permanent. Jetzt. Ja, ist auch gut so. Und wenn die permanent von Bierflaschen beworfen werden und angepöbelt werden, ist halt nicht cool, Alter, Junge, Alter. Der eine hat ja letztes Mal schon einfach durchgehen, dann sind die aber auch alle arm, ey. Ja, hast halt eine Frau im RP, willst ein bisschen spazieren gehen, Junge, kommt einfach so ein Roy angelaufen, so ein Penner, Alter. Was macht Kleingeld? Junge. Jetzt sei doch nicht so gierig, ja. Also geil. Jetzt ist der Parker wieder freigegeben. Ja, so ein bisschen, ne? Wie immer noch eine Basis, aber. Lauf weiter! Du jetzt hin nach Vespucci? Aktuell nehmen wir die Playboy Mansion ein, haben wir jetzt vor. Ah, stimmt, ja. Und wenn das nichts wird, dann habe ich schon den nächsten Ort. Das ist aber auch geil, das hatte ich auch noch nie. Ich hatte noch nie mehr Peter, dass man so auf den Standort gewechselt hat. Und das ist cool. Ja, das kannst du aber auch nur machen, wenn das halt so eine Gruppe ist wie ihr. So die Grove Street oder so kann halt nicht von Hand anscheinend. Okay, aber da machen die trotzdem, obwohl das keinen Sinn ergibt, machen die ja trotzdem. Also die wechseln halt den Turf permanent. Mhm. Weil da auch dieses RP gibt von irgendwelchen Gangs. Ja, du musst ja wegziehen, Alter. Oder die Leute spielen da Gänge in der Straße und tun so, als wären die da aufgewachsen. Das ist ihr Viertel so. Was für, du kommst da hin und sagst, ich muss hier wegziehen, Junge, als Maul. Oder du kommst von einem anderen Server, hast da die Gang bespielt und willst die halt auch hier so Straße bespielen. Es gibt so viele Orte, die noch nicht so unbefleckt sind noch in den 5 Jahren. Das stimmt allerdings, Alter. So, gehen immer wieder zu den gleichen Orten. Das stimmt. Es gibt auch, es gibt echt coole Gegenden, wo noch nie einer gespielt hat. Weißt du, da, wo wir an dem Tisch gesessen haben? Moschee stand? Das ist auch so eine Ecke. Ja, die habe ich schon mal bespielt. Ah, das hast du noch nicht bespielt, Digga. Nee, da war ich tatsächlich schon. Aber gibt wirklich viele coole Sachen. Ja. Die Grapeseed-Nummer war auch eigentlich nice. Auch an dem Casino oben auf dem Dach. Eigentlich müsste da ein Porter hin. Vielleicht könnte man das sogar vorschlagen im Ticket. Dass man auf dieses Dach kommt, vor allem für Veranstaltungen und so. Weil wir haben ja lecker eins. Ja, das ist halt so ein Ort, der ist so schön, da müsste man Zugriff drauf haben. Auch wenn man einfach nur chillen will da oben.
Aber ich denke mal, wenn jemand da chillen will. Hä? Bitte? Jay, was konnte man da oben bei Sektor 1? Da konnte man nach oben. Beim Links. Beim Casino. Was konnte man? Da konnte man hin. Ich bin auch. Ich dachte eigentlich. Dass ich weiß nicht, ob man da hoch kann, ne? Ich habe noch nicht geguckt. Ja, doch. Ja, du kannst. Nee, jetzt nicht, aber damals konntest jetzt... du da hoch. Oder jemanden runterwerfen. Ja, man kann ja auch einfach immer die Türen abschließen überall. Auch die Wohnung, die da oben ist, die ist ja auch freigegeben gewesen bei Sektor 1, das weiß ich auch noch. Und da waren ja so diese anderen Spiele, ne, die man da machen konnte, Blackjack und sowas, so eine Art. Da habe ich gar kein Glück mehr, Alter. Ey, am Anfang, als er rausgekommen ist, hatte ich mal einen Jackpot gemacht an dem Spielding. Nix mehr, kein Glück mehr. Scheiß Glücksspiel. Sektor 1 war das so eine Nobelbar. Habe ich leider nicht gespielt. Weiß ich nicht. Na hier, bei der Toni, hatte der nicht bei Sektor 1 auch so eine komische Bar gehabt oben? Warte mal, Toni, du bist Prakovic, ne? Junge, oh Gott. Der geheime Geheimclub. Habe ich letztes Mal erst gecheckt, der Prakovic ist. Junge. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dem aus dem Park mal gehauen, Alter. Die Bar, die Jay kaputt gemacht hat. Alter, wenn du Shakira anpisst, Mann. Ich hätte dich ja rumbringen können. Sei froh, dass du noch geatmet hast. Jay ist so böse, der macht alles kaputt. Ja, genau wie der Money, der Crime-App kaputt macht. Ja, und jetzt das SD. Wie sind das eigentlich mit dem Zanzmeer-Sektor nicht gewollt oder warum es nicht gemacht? Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Wir haben ja auch gerade keinen der Projektleitung sitzen oder einen Dev oder so. Weiß ich nicht, warum. Wir quatschen einfach nur ein bisschen Blödsinn. Was ist die Frage gewesen? Ja, wie das aussieht mit Dimensionswechsel. Als Beispiel jetzt wie bei den Häusern. Du gehst ja in dein Haus rein und dann bist du in einer ganz anderen Dimension. Hm. Und alles, was außerhalb von dem Haus ist, weil du bist ja auch unter der Erde und so, wird dann einfach nicht mehr mitgestreamt und dementsprechend hast du auch Performance. Sowas wäre halt cool für das Bahamas und so. Na klar, ist das immer schöner, durch eine Tür zu gehen. Aber wenn du das so machen würdest, du gehst ins Bahamas rein und bist dann in einer ganz anderen Dimension und die Spieler, die draußen stehen vom Bahamas, die werden einfach gar nicht mehr gesinkt. Galaxy ist es ja so, dass du ja teleportiert wirst. Ja, genau so. Und so war halt ist auch... Das? Ja. Und so war halt auch im PD halt. Man lässt vom PD die Lobby auf und hinten vielleicht die Glastür auch noch und wenn du die Treppe hochgehst, an der Tür. Dann teleportierst du dich einfach da durch und dann bist du in einer anderen Dimension. Wenn du dann da vorbeifahren würdest, würdest du gar nicht merken, dass gar keine Cops, würdest du gar nicht merken, dass die Cops da sind. Zum größten Teil. Weil so sind ja 30, 40 Leute teilweise am gleichen Fleck, vor allem wenn dann eine Besprechung oder so ist. Nee, im Bounce ist das so. Galaxy hat eine Tür, schreibt die Charlie. Ah, Bounce ist das so. Ja, okay. Stimmt, Bounce bei Tyanuts. Ja, unten am Hafen. Ja, da wurde halt so ein Porter benutzt. Sieht zwar nicht so schick aus, aber ey, Performance, Mann. Das haben wir auf ALO gemacht. Das hatten wir getestet beim Bahamas und dann hatten wir da auf einmal eine Party und ich hatte eine Anzeige mit Admin-Dings. Naja, alle hatten die Anzeige für die IDs. Und dann hatten wir da einfach im Bahamas irgendwie 80, 90 Leute drin. Und es gab keine Sinkfehler, nix. Und du hast das auch nicht gemerkt. Und außerhalb von Bahamas standen auch mal 50, 60 Leute oder so. Und da waren immer Riesenpartys, Alter. Das war richtig insane gut. Aber ich weiß auch nicht, wie sich das auf Rage 1.1 verhält. Aber müsst ihr ja. Keine Ahnung. Ergibt ja Sinn. Und ist ja bei dem Haussystem auch so. Die wohnen ja quasi alle im gleichen Haus, wenn wir das gleiche Interior haben, nur in einer anderen Dimension. Hat auch noch keine Musikallergie, das stimmt. Arbeit, Jojo. Chat fragt schon, wann Angel RP, Mann. Ja, ich würde jetzt gleich noch ein bisschen angeln gehen. Obwohl man das aber jetzt eigentlich so beenden könnte, weil wir haben jetzt ein bisschen gequatscht. Frohe Weihnachten, frohen Dings natürlich an alle. Viel Gesundheit. Ja, klar, Mann, klar. Aber angeln würde ich noch ein bisschen fühlen. Ich gehe euch mit Overwatch jagen. Ach, du kannst ja nicht mal fliegen, Junge.
Ja, doch, du kannst fliegen. Nee, ich muss jetzt Indiana Jones gucken. Ich hab Chat versprochen. Ja, ja, mach das, mach das. So wie du Angelstream versprochen hast, muss ich jetzt Indiana Jones gucken. Ich hab ja selber Bock drauf. Ich hab Angelstream schon lange versprochen. Ich geh jetzt angeln. In den neuen, oder was? Den neuen? Nee, Mann, wir wollten natürlich alle vier Indiana Jones gucken. Jetzt gucken wir vielleicht noch eins oder zwei. Defekt, ja, Mann, 5 Stück. Komm mal zum Abschluss, das ist geil, das ist super, Mann, vielen Dank. Ach so, falscher Chat. Ich hätte es endlich mal die Dein Nein erfinden, ey. Das ist vom Kreuzfeld die Droge. Das war auch so insane, Alter. Ah, lieber ein bisschen mehr Krokodil, verdeckt. Das wird aber auch nicht so heftig angespielt. Ich glaube sogar. Krokodil? Nee, nicht Dein Nein von Kreuzfeld, von Stazan Character. Das hast du auch erst bekommen, wenn du dir mit dem Messer ins eigene Fleisch geschnitten hast und so ein Shit, Alter. Da musstest du richtig heftigen Scheiß für machen, damit du da drankommst. Ja, Season 3 gab's Dein Nein auch kurz. Ja? Ja. Da war Kreuzfeld kurz da. Kreuzfeld. Okay, ich würde dann angeln gehen. Ich würde mich bedanken für das Gespräch. Ja, ein bisschen. War nett, ich hab's ein bisschen vermisst, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ein paar Einblicke ins Kartell-RP bekommen. Ja, wir sind ja nur Penner. Ein paar Spoiler, dass sich noch ganz viel ändert. Wir sind ja nur Penner. Ist er nicht rum? Mit ist den dicken so, Autos, genau. Ist er nicht so, dass ich rumrenne wie ein Sicario im RP, Alter, wie der größte Auftragsmörder von einem Kartell? Ja, das Problem ist, man will euch nicht spoilern, ne, wenn ich jetzt erzähle. Nein, nicht spoilern, das nicht. Deswegen. Penner haben sogar schon einen umgebracht. Für mich seid ihr noch Penner. Und ihr habt Dragon auf dem Gebiss. Das weiß ich tatsächlich nicht. Was ja auf meine Kendo. Für mich nicht. Für mich habe ich einmal Palettis Sohn vor mir stehen. Ja, Mann, ja. Und meinen neuen. Ja. Und meinen neuen Adaptivsohn. Der ja, genau, Mann. Fast so alt ist wie ich. Guckt euch mein Bild an, was ich im Stream habe. Dann seht ihr Palettis Sohn. Wie er mich damals im Arm gehalten hat, bis er nichts mehr von mir wissen wollte, weil er rumgehurt hat. Der Paletti. Roman, vielen Dank. Dein Outfit ist ja, jetzt schon noch schönen Dank für die Einladung. Ja, gerne, Mann, gerne. Ja. Viel Spaß noch. Ich werde jetzt auch nochmal reingehen. Na klar. Ja, ich werde jetzt mal kurz reingehen. Bin dann bestimmt ein paar Überweisungen wieder da. Ja, meine Dings hast du ja, meine Dings hast du ja. Ah, ne, wir haben ja erst 100k bekommen. Genau. Ja, ich brauche den Rap-Text für Paletti. Ja, mach ich dir. Du musst mir nur ein Beat schicken und dann müssen wir uns einmal zusammensetzen. Ach ja, muss ja gucken, dass du richtig feiern im Booth spitten kannst, Alter. Na klar, Mann, kriege ich schon hin, yo. Skirt, Mann, yo. Und wenn wir ganz heftig unterwegs sind, fragen wir sogar Rakim noch, ob der das abmischt. Ach, das mach ich ja das selber, yo. Ah, das kannst du gar nicht. Ah, ne, du bist DJ, sorry. Hab ich vergessen. Du bist ja richtiger DJ, ne? Ja. Ja. War ich auch mal. Ist mein Trommel. Knapp 10 Jahre. Boah. Ja, da machst du dann einen dicken Remix aus dem Pub. Boah, das wird fett, Alter. Da kriegen wir auch wieder Kohle. Er hat gesagt, du. Ja. Das war wild. Ja, aber dafür brauche ich halt Bock, ne? Da muss ich richtig Bock haben. Und Zeit vor allem wahrscheinlich auch. Zeit, Bock, Mann, das Feeling brauchst du. Und Twitch Prime. Und Twitch Prime ist kostenlos. Das motiviert auch ein bisschen. Und ist halt so, ne? Ja gut, Männer. Dann also. Ja, dann Peace. Peace. Haut rein. Peace. Schönen Abend noch. Und Gesundheit. In einer halben Stunde bist du eh fertig, weil deine Tasche voll ist. So ein Ding ist das. Nee, egal, dann muss ich ja halt auch noch kochen, Junge. Ich hab schon mal zu tun. Ja, ist klar. Tschüss. Ja, ciao, Mann. Tschüss. Adios. Passen Sie auf sich auf. Ja, ein Tschüss, ja, Mr. Kicken, Mann. Ja, Chat. So. Defekt, vielen Dank für die 5 Gifted Subs. Apex, danke schön für die Wiesam am 12. ein Jahr, vielen lieben Dank. Und Only, danke für den Prime 30. Und Roach, danke für den Prime 26. Und frohe Weihnachten dir auch. Und Reeps, danke für den Prime 34. Und dir auch frohe Weihnachten. Und Norm, danke schön für die 5 Gifted Subs. Und Fire Ossi, danke für den Gifted Sub an Foxen. Und Rakim, danke für die 5 Gifted Subs. T-Nex, danke für den Prime im 9. und Grüße zurück. Und Herr Morales, danke schön für die Wiesam am 6. Monat schon. Und Papagas, Dankeschön für die 10 Gifted Subs. Und Rakim, Dankeschön für den 5er. Frohe Weihnachten, Bruder, ich liebe dich. Und auf frohe Fest an den Chat-Kuss. Wir dich natürlich auch. Und Dankeschön. Und Sauerländer, danke für die Wiesam 35. Auch dir frohe Weihnachten. Schwester Kusch, danke für die Wiesam 34. Oma, Dankeschön für den Gifted an Kefka. Telulu, danke für die Wiesam 8. Simba, danke für den Wiesam im 21. mit Prime.
Hallo, hallo, bin ich hier richtig bei dem Kühlis vor Weihnachten, du netten Typ. Hoffe, du bist gesund. Gesund als damals bin ich, ja. Danke, dass ich dich seit Jahren sehen und supporten darf. Kiss und bei, du Frosch. Dankeschön. Lusen, Dankeschön für den Gifte-Zap an Vanya. Spoon, Dankeschön für 10 Gifte-Zaps, Alter. Vielen lieben Dank. Und Oma, Dankeschön für 5 Gifte-Zaps. Und Federdaten, Dankeschön für den Resub 24. 2 Jahre, Mann. Und frohe Weihnachten, Dankeschön. Albi, danke für den Resub 59. Und dann haben wir noch Stefan, Dankeschön für den Prime 8. Und Goji, vielen lieben Dank für 5 Gifte-Zaps, Mann. Ach du Scheiße, Bruder. Und Chris, vielen lieben Dank für 20 Gifte-Zaps. Und wir gehen jetzt in eine Angelpommes. Ich habe gesagt, dass wir das machen. Und das werden wir tun. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. RP-Talks sind immer so eine Sache, ne? Aber mit Nighty zum Beispiel habe ich noch nie gequatscht. Oh, und mit Morales auch nicht so. Ist immer sehr erfrischend. Und Seriously, Dankeschön für den Resub. Hat von einem Prime-Abonnent auf Stufe 1. Danke für die Umwandlung deines Subs. Dankeschön. Und Chat, frohe Weihnachten. Na, sagt man ja erst morgen, aber schönen heiligen Abend. Ich hoffe, ihr habt gut gegessen. Ich hoffe, ihr habt Zeit verbracht mit euren Familien oder mit euch selber. Falls ihr da irgendwie Stress habt oder sonstige Sachen. Ich hoffe, ihr seid gesund. Gehen wir nur gucken im MP kurz, ob irgendeiner überhaupt da ist. Und dann gehen wir angeln. Dann gehen wir kochen. Und dann gehe ich in High am Bett. Ganz klare Sache. Vielleicht ist Dr. Chuck ja da. Dann gehe ich mit dem angeln. Ja, RP-Talks sind immer so eine Sache. Ne? Man hat immer so auch seine Vision und seine Erfahrung und Dinge ändern sich und dann fragt man sich, warum. Why, Kiki? Aber im Großen und Ganzen möchte ich immer nur helfen. Und da soll niemand so rüberkommen, als wäre ich der krasste Motherfucker, der alles wüsste. Mit RP-Talks sind meist immer das Gleiche, oh. Eigentlich schon. Oma, schaltest du um? Doc Chuck feiert mit seinem Leichen im Keller. Junge Toni, du mit deinem Prakovic, ne? Pass ja auf, meine Kinder, Alter. Ich hab dich im Blick. Oma, hast du umgeschaltet? Ach, Prime im 17. sogar bei Seriously. Dankeschön und frohe Weihnachten zurück. Aber du warst auch eine längere Zeit jetzt nicht da. Kurz Mila antworten. Sorry, wofür? Wir beide haben das gleiche Schicksal erlebt. Ja, wir sind gebrandmarkte Kinder. Manchmal habe ich Probleme beim Einloggen mit dem Teamspeak. Oder meinst du mit RageMP? Doch, da habe ich ganz oft Probleme. Karim. Oh boy, Jojo. Duff, vielen lieben Dank für den Wisdom am 13. So, Teamspeak sind wir. Aber was meintest du mit vorhin, dein Outfit ist schon copy-paste wieder? Ich finde, mein Charakter sieht cool aus. So, nur Mila Bescheid. Mila ist bei ihren Eltern. Roadman, Junge. Batman City. Die Playlist ist, ich muss mal eine andere Playlist da machen. Die ist doch kacke.
Und die wieder an. Und was gab es bei Familie Kusch zu Weihnachten? Ganz so typisches Würstchen und Kartoffelsalat, Nudelsalat und so, hat meine kleine Schwester sich alles gewünscht. So, lieber Curtis Kusch, wie du gutes Herr Pil bist, um 50 Zoll Fernseher zu sehen. Meine Freundin wollte das. Ach du Scheiße, Bruder. Zeigst deiner Freundin, wie irgendein Typ Rollenspiel spielt? Ihr müsst ein echt starkes Dings haben. Echt eine starke Beziehung. Bisher hatte ich kein Glück. Wir grillen dieses Jahr mal zu Weihnachten auch, nicht schlecht. RP, ja, wir gehen angeln, Alter. Ich glaube nicht, dass... Rapidcast geschlossen. Och, du Kacke, Junge. Mirror Park Taverne hat auf. Paletti hat auf, Junge. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen abwesend bin manchmal, aber ich muss bei WhatsApp so antworten, ja? Heute ist ja Weihnachten. Angeln, klar. Ich habe da vor ein paar Monaten nur so einen Angelstream versprochen. Ey, ey, ey. Was fahren wir denn heute? Komet, Chinkemila, Sorano, Riata? Neun Spieler sind drauf. Der MSA ist wieder an. Boah, sieht das clean. Ich weiß nicht, wie das im Stream aussieht, ne? Aber das Spiel ist so clean bei mir. Bisschen Filmgrain machen wir rein. Stehe ich drauf. Sieht wie immer aus, nur etwas flackern. Erzähl keinen Quatsch, Junge. Da flackert überhaupt nie nix. Du flackerst. Mach mich nicht verrückt jetzt hier. Cringe-Nachricht mit mir zeigt der Fußweg mit kleiner Weihnachtsmütze auf den Zehen ist so. Oh, Schlitten fahren wäre geil im RP. Junge, ich bin einfach an Heiligabend, bin ich einfach in der Pommes, Junge. Ich fasse es nicht. 90er Cap habe ich gerade rausgenommen zum Testen. Weil ich gucken will, wie sehr die FPS an manchen Stellen droppen. Damit ich mich da anpassen kann. Das stimmt nicht, Joshua. Leute, gucken jetzt so, wie du RP spielst, also naja. Ja, aber ihr sitzt da alle oder liegt irgendwo oder chillt auf der Couch mit vollem Bauch und denkt euch so, boah, jetzt lasse ich mich noch unterhalten. Und ich muss die Show hier starten, Alter. Wir fahren mal ein bisschen rum, wir gucken mal, ob es irgendwo Leute gibt. Ich habe auch vollen Bauch, ja. Ich werde mir nachher auch noch was zu essen holen. Und Cracks, Dankeschön für den Prime 13. Ah, naja, fahr mal hier hin. Und Alraska, Sada, Bruder, was? Alraska, Dankeschön für den Prime 4. Schöne festliche Tage an alle, wünsche ich dir auch. Ich besoffen, Junge. Finger weg vom Alkohol. Also hier ist keiner.
Es gibt mehrere Medic Chiefs. Dr. Chuck und diese eine Frau da. Wir gehen doch sowas von auf jeden Angeln, Alter. Ich weiß nur, arbeitet euch doch durch, war schon Spot. Wenn man da angeln kann. Hallo, Lübster. Weihnachtsüberfälle haben EMP Tradition. Hallo Flohmarkt. Ugelu. Und auch dir, Happy Xmas. Ich glaube, die meisten haben was getrunken zu Weihnachten, nur habe ich nur ein verzerrtes Weltbild. Kann gut sein. Also ich habe nichts getrunken. Hallo Lemuran. Nee, zack, die sind alle gekauft. Außer einen, den haben wir aus Europa mitgebracht. Stimmt, ich wollte das Licht gucken beim Haus. Hab ich gar nicht drauf geachtet gerade. Der Truck hat damals für 4 Platten Reifen hat auch Weihnachtssachen zu erledigen. Ich glaube, die Werkstatt hier hat auf, Alter. Sag ich doch. Die warten auf Arbeit. Nix reicht, alles erspielt, Junge. Alles der Battle beim Paletti. Ah, da ist das Licht. Oh, das sieht gut aus da. Können wir so stehen lassen. Oh! Dr. Chuck ist da. Hallo, Curtis. Hallo, Dr. Chuck. Ja, seasonal greetings. Na, hier, Merry Christmas und so, Dr. Yeah. Chuck. Den wünsche ich dir auch. Und was machen auch. Sie? Eigentlich wollte ich angeln gehen. Da habe ich mein Auto aufs Dach gelegt. Jetzt bin ich bei der Werkstatt. Bei welcher Werkstatt? Ich komme mit, ich will auch angeln. Im Mirrorpark, hol mich ab. Okay, ich komm. Heute noch vom Weg, Dr. Chuck, bis gleich. Papa. Der mich gerade Papa genannt, Alter? Junge, was ist denn das für ein Powerriegel schon wieder? Ach, der stand da. Ja, mal mit Dr. Chuck angeln gehen. Meta for life. Hallo, Dr. Chuck. Hallo, unbekannter maskierter Mann. Nein, ich bin Securities. Ah, hallo, Curtis. Ich habe mein ganzes Angel-Equipment schon hinten im Komet drin. Ah, großartig. Boah, das ist Tradition bei mir, dass ich angeln gehe. Ja, bei mir auch. Kennen Sie einen guten Spot? Entweder hier oder im Stadtpark oder an einem See oder am Meer. Sagen wir am Stadtpark? Ja, warum vielleicht nicht? Treffen wir dann Leute, die am Knutschen sind. Lass es uns schauen. Ich habe auch Köder dabei. Köder. Ich habe alles dabei. Oha. Ich hoffe, wir fangen wieder ein paar Lumpen. Ja, ein paar Roterschen und so. Was ist die Mehrzahl von Lump? Na, Lumpen. Ja, ja. Ich denke auch. Ja. Und hatten Sie ein schönes Dings? Weihnachten? Ja, ja, ich bin leicht bedödelt, aber sonst geht's gut. Ach, sind Sie besoffen? Nein, nein, nein. Ich will noch ganz verkartet werden. Gestern, vorgestern eine Medikamentenstudie mit Schlangenöl. Hast du das mal probiert? Mm-mm.
Das ist um einiges heftiger als Krokodil. Okay. Also. Schlangenöl? Mhm. Wird das nicht im Wilden Westen immer benutzt? Ich dachte auch, dass das ein alter Begriff ist für falsche Medizin, aber dem ist nicht so. Ah. Das Zeug wirkt wirklich. Und haben Sie heute schon jemanden umgebracht? Kein Kommentar. Festhalten! Ich mag Schnee, Schnee, Schneid. Ui. Na, ich pack hier. Sehr elegant. Ja, ne? Ich wollte mir eigentlich ein Angel-Outfit machen, aber ich dachte mir, nö. Achso, der Koffer ist da vorne. Zum Angeln gehört ein Hut. Sie haben einen Hut? Ja, der Angelhut ist wichtig. Kai, ich habe eine Mütze auf. Ja, das sollte reichen. So, hier sind meine Angelsachen drin. Oh, sehr professionell. Ja. Ich wollte immer schon TNT fischen. Aber ich bin noch nicht an Sprengstoff gekommen. Ja, vielleicht besser so. Gestern saß ich eine Stunde lang hier, hat mich Mr. Paletti besucht. Was hat er gesagt? Haben Sie mein Bild gesehen im Wiener? Was für ein Bild? Na gucken Sie mal, ich habe ein Bild gepostet. Mit meinem Papa. Da war ich noch klein. Aber da hat er mich im Arm gehabt. Damals am Strand. Im Hamburger Hafen. Mit Mama. Was, unter Wildcats? Nee, unter Curtis. Mein Privataccount. Großartig. Ja. Er hat mich gestern noch gefragt, wie das ausschaut mit DNA-Tests, um das zu beweisen. Kai. Oder zu widerlegen. Aber ich glaube, schlussendlich traut er sich nicht. Er hat Angst davor. Aber wissen Sie was? Wir brauchen ja nur DNA, oder, Dr. Chuck? Ja, ich glaube, er hat aber noch viel mehr Kinder in der Stadt. Möchtest du mit all denen dein Taschengeld teilen? Nee. Ja, dann. Aber ich habe die DNA vom Leben. Ich habe mir nämlich eine Knarre gegeben, da ist DNA dran. Wozu brauchst du die, wenn du ja sowieso schon... Also ich weiß, dass er mein Papa ist. Ja dann, wenn er dir auch schon Taschen... Gibt er dir Taschengeld? Ja. Ja dann reicht das doch. Das stimmt. Oh, mein Handy klingelt. Das ist so klar, dass der eine Pommes kommt, Junge. Mann, Dr. Chunk, ich leg kurz meinen Koffer ab hier. Hi, boy, was geht ab? Vor Weihnachten. Ja, Mann, dir auch. Was geht, Jo? Ich bin mit Dr. Chuck im Park, wir angeln jetzt. Im Park, Mann? Ja, klar, im Stadtpark. Ja, ich komm auch mal rum. Okay, bis gleich. Boy, kommt auch angeln. Oh. So, pack alles aus hier. Es war so klar, dass er sich den Film nicht reinzieht, Junge. Vielleicht fangen wir ein paar Eisfische. Wollen Sie einen meiner Köder probieren, Dr. Chuck? Ja, gib her. Hier. Das ist Crack. Crack-Kokain. Aha, Da stehen die Fische drauf. Oh. Ganz kalt. Scheiße, wir hätten ja auch ein Feuer machen können. Guck, wie ich aussehe, Dieb, Alter. Das ist super entspannt. Oder, Dr. Chuck? Oh ja, ich liebe es, sorry. Ja. Oma, danke schön für den Gifted am Zack. Und The Master of Disaster, danke für den Wisdom 27. Und G-Star, danke für den Prime 30. Frohe Weihnachten, sag ich. Boah, die liegt zu Hause. Die liegt auf Couch mit richtigem Bauch. Die hat sich vollgegessen.
Und die ist nur am Pupsen, deshalb musste ich raus. Oh, ich hab gesagt, ich bin kurz Kippen holen. Wenn ich will, da kommt, schläft die bestimmt nicht schon. Ja, vielleicht solltest du dann kurz lüften. Aha. Boah, die hat vorhin einen fallen lassen, ne? Haben sie was gefangen? Ja. Sagen, was für ein Viech. Ein Pollack, glaube ich. Pollack? Ja, steht drauf. Ja, wie das? Ja, wie? Dr. Chuck, hören Sie auf zu kicken. Ja, wie? Ja. Hören Sie auf damit. Das ist wie eine Sucht. Sie kommen dann nie wieder raus. Ich wollte schon sagen, seitdem ich mit dir bin, wird es immer schlimmer. Oh, ich glaube, ich habe einen Knurrhahn gefangen. Boah. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie Leute sind. Im Park. Ich nicht. Nein? Nein. Die sind gerade alle zu Hause in der Bescherung. Eigentlich können wir ein Tröpfchen machen gegen Dr. Chuck. Weißt du, dass ich das vor vielen Jahren mal probiert habe? Sie haben einen Shop ausgeraubt? Also ich habe es probiert, dann kam eine Gang vorbei und sagte, das ist ihr Shop. Ich darf hier keine Schöppchen machen. Da habe ich gelernt, dass die Shops wohl zwischen den Gangs aufgeteilt sind. Kai. Dann kam die Polizei und hatte so viel Mitleid mit mir, dass sie mich einfach gehen ließen. Dann habe ich beschlossen, das ist, glaube ich, nicht keine Betätigung für mich. Besser nicht. Haben Sie schon die neuen Leute kennengelernt in den Projects? Also gegenüber von der Growth-Tankstelle? Ja, ja. Ja, da war ich ja mal. War ich da nicht mit dir dort? Ja. Aber sind die nett oder müssen wir die töten? Ich fand sie ganz okay. Sie haben mir Opium verkauft. Opium? Ja. Aber Opium bringt den Opium. Ja, das müssen wir noch in unseren Studien herausfinden. Und Sie haben... Was haben Sie nochmal untersucht? Achso, Schlangenöl. Ja, Schlangenöl. Was da drin? Ah ja, irgend so ein Schlangenölmittel. Das aber die Blut verdünnt, die Blut verklumpt, deswegen ist auch noch... Ja, wir sind hier drüben in der Kuhle. Deshalb ist auch noch was drinnen, was gegen Schlaganfälle, Herzinfarkte hilft. Aber es ist ziemlich heftig. Kai. Jimmy hat es echt bis zum Schluss durchgehalten. 8 Stunden hat der Trip gedauert. Jawohl, vor Weihnachten. Roy. Hallo, Roy. 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 Indiana Jones, wohin gehst du? Oh, Dr. Chuck, kuscheln Sie sich an mich ran? Ist Ihnen kalt? Ein wenig, um die Füße. Wir müssen ein Feuer machen. Ja, genau. Vielleicht hat Roy ein bisschen Feuerholz bei. Schlangenöl. Das werde ich nicht nehmen, oder? LSD wäre mal cool. Mila will LSD haben. Für ihre Creme. Und zum selber nehmen. Ab. Da hätte ich auch keinen Bock zuzuhören. Bei so einem scheiß Gespräch. Lass mich alle alleine, Penner. Einfach einen heiligen Abend angeln im Pommes, Alter. Ja, was ist denn mit dem Jay? Der wollte einen Film gucken, Alter. Sag mal. Wie cool ist das bitte? Ich sag Fortnite und trink Cola. Und Jumbo, danke schön für den Prime-Vierten. Was sind denn Sie so schnell hingegangen, Dr. Chuck? Das war ein großer Fisch, oder? Viech? War das ein dicker Viech? Ja, richtig. Ah. Aber ich kenne mich mit Fischen nicht so aus. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, was geht ab, Boy? Hast du Feuerholz bei, zufällig? Klar, Mann, ich habe immer alles dabei, jo. Oben steht meine Kiste, da sind Köder und so drin. Ich nehme erstmal die Brotkrümel aus meinem Bart, Mann. Jo.
Heute wäre ein richtig guter Tag eigentlich, um Film zu gucken, ne? Anstatt hier zu angeln. Oh, oh, wie denn, Mann? Haben wir irgendwo Strom? Nein, ich hab Strom. Wo denn? Na, in meiner Wohnung. Ja, ich schlafe heute Nacht bei nicht, dir, Mann. Nö, ich du mal... kannst nicht mitkommen. Warum? Na, Mila hat dicke Bauch, ist nur um Furzen. Mir doch egal, ein Pinsel, Alter. Kuschelt ich, mit, Ich hab mit Mr. America in einem Zelt geschlafen, du weißt gar nicht, was da abgeht. Ein Pinsel liegt auf der Couch und kuschelt mit Raven. Jo, dann... Wir haben beide Baileys getrunken, 5 Flaschen. Ja, ist der Küche noch was frei? Badezimmer. Badezimmer... Du weißt, ich habe keine hohen Ansprüche. Du kannst dir ein Zelt im Garten aufbauen. Du Peiner, kommst nicht in meine Bude. Ja, ey, wenn du mir... Kann ich dein Internet anzapfen? Ja, Karo. Und Strom? Karo. Ja, siehst du, dann kann ich doch meinen Film nachher gucken. Mein Dings WLAN heißt Modem Talking. Dodo, vielen lieben Dank für 10 Euro. Ich wünsche dem, der Fan von dem Freunden, Verwandten, Mods, ja, dem VIP, der meisten eh nicht da ist, und Lurken, frohe Weihnachten und schönen Feiertag. Bist du das nicht, Mann? Besonders liebe Grüße gehen raus an Schwester Kusch, Oma und Mila, die den aushalten müssen. Wann Dodo, vielen lieben Dank. Welchen Situationen und schießt dann Dankeschön für 10 Gifte Zaps, Alter. Chat, werde, Eulen, bitte, Eulen. Curtis irgendwas Dankeschön gemacht hat. Was habe ich gemacht? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, Curtis? Nein, schon lange her. Da war ich aber ein wenig nervös. Dann habe ich beschlossen. Ist egal. Die Augen da vor Weihnachten. Danke. Und so mit Angeln kommst du runter, oder was? Und befreist dich von deinen Sorgen, die du hast. Ja, mit Angeln aber und Drogen. Dr. Chaka, macht das Pillbox nur Probleme? Nimmt man? Und das Apartment? Nein, ich habe nie wieder was gehört. Gut. Wir haben jetzt sogar 2-3 Mal zusammengearbeitet. Letzte Woche hat mich wieder einer von denen eingeladen für ein medizinisches Konsil. Er schreibt gerade eine 16-seitige Doktorarbeit und hat mir am Anfang gleich 20 Minuten seine Medikamentenliste vorgelesen, die er für den Patienten verwendet. Ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Film. Okay, Doc Chuck, also würdest du sagen, die Situation zwischen Baker und Pillbox ist besser geworden? Ja, auf jeden Fall, das hat sich entspannt. Ja gut, dann hat es mal Zeit für eine kleine Bezahlung für uns, Mann. Wir haben uns echt den Arsch aufgerissen. Ich habe schon Weihnachtsgeld bekommen. Ja, warte, warum kriegst du Weihnachtsgeld und ich krieg... Achso, weil du nicht im Baker arbeitest. Aber wir arbeiten... Also, jetzt war so unter uns, Doc Chuck. Ich meine, wir haben da ordentlich was für dich gemacht. 1-200 Dollar kannst du doch da abdrücken. Ja, das ist wohl recht. Du meinst ein bis paar Tausender? Dr. Chuck, reicht das? Wie viel ist das denn noch? Ja, so. Dr. Chuck, du hast weder eine Frau noch Kinder noch irgendwas. Ja, und Doc Chuck, Mann, wir waren immer ziemlich viele. Also als Einzelperson, das waren knapp 2000, glaube ich. Da waren 2, weiß ich nicht. Ja, gut, wünsch dir das auch. Das ist also für eine Person vollkommen euch in Ordnung. Allen frohe Weihnachten. Aber wir waren, ich meine, die ganzen anderen Penner, ja. Oh, oh. Oh Gott. Ah, du wolltest doch hier Eis fischen. Boah, ich glaube, ich bin erkältet. Erstmal 3 Wochen Urlaub. Bezahlt. Okay, Roy. Du bekommst noch was. Okay. Die anderen auch. Ja, ich verteile das schon. Du verteilst es brüderlich, natürlich. Ich schwöre, Mann, die kriegen immer alle Kohle. Ich bezahle die immer alle. Ich habe noch nie was von dir bekommen. Ja, weil du der Einzige bist, der hier einen Job hat, ja. Und Mila hat auch einen Job. Und also, wir haben 30.000 bekommen. Ja, Weihnachtsgeld. Und... Warte, pro Kopf? Um 15.000 jeweils. Na gut, das hat Dr. Chicken schon überwiesen. Cool, Mann. Ja, aber... Ich hab keine... Außerdem hab ich dir auch schon Geld gegeben für Sachen, Mann. Ich wünsch mir nix. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja, das wird wieder vergessen, ne? Ja. Jetzt stehen wir hier. Lass uns nicht über Geld streiten. Stimmt, Mann. Das ist stimmt. Der Fest der Liebe. Lasst uns ausziehen. Deshalb sind wir auch zu dritt alleine in einem Park am Angeln. An Heiligabend. Wir haben absolut keine Freunde. Und meine Frau ist zu Hause und furzt die ganze Bude voll. Ja, ich hatte schon schlimmere Weihnachten. Zum Beispiel? Als sie ihre Leichen wegschleppen mussten, weil die Polizei vor der Tür war. Nein, das finde ich eigentlich ganz unterhaltsam. Hast du gegoogelt, Oma? Ja, ja, Dr. Chuck, sie sind schon schlimme Finger. Ich war gerade an der Villa, Mann. Da stehen noch ein paar Autos für uns. Also heute wurden die nicht abgeschleppt. Ja, zum Glück. Ach, wurden die abgeschleppt?
Aber fair, Gistar, vielen lieben Dank nochmal für 5 Gifte. Ja, aber einfach nur auf dem Grund. Und Jagui, danke schön für den Prime 21. Kam der Besitzer. Er nennt mich immer Jagui statt Jagui. Ja, mehr oder weniger. Ja, was habt ihr eigentlich gestern noch gemacht, Curtis? Und ich muss jedes Mal. Na, ich war Geiseln in der Geiselnahme. In Bahama Mamas. Wer war das? Na, das war Sandro und dieser Weihnachtsmann-Typ hier. Keine Ahnung, wer das war. Und wir haben diesen, wie heißt der Kumpel nochmal da, der dem Kim seine Karre angezündet hat? Die Stefanie oder so heißt der. Was? Big Ass, Mann, Stefano. Ja, genau, den haben wir die Jacke geklaut, die 20.000 wert hat. Und die haben irgendwie Lösegeld gepresst. Aber haben nur 6.000 bekommen. Ich sag's ja echt ungern, aber Big Ass hat's verdient, Mann. Das, ja, was Mann. Er der Grapeseed-Bossi damals alles angetan hat. Jagiu, Jagiu. Und ich muss jetzt mal schmutzen, sind halt Freunde, die kleinen Dinge im Leben, die einen den Tag schöner machen. Lul. Ich kann das nicht aussprechen. Bei mir gab's einen Monitor, den ich geht und zurück muss. Ach du Scheiße, schon im Mund. Den LG, den ich auch geholt habe. Ja, wo wohnt ihr denn jetzt, wenn Edward da auch nicht hin dürft? Naja, doch, Mann. Wir schlafen da schon. Achso, ihr dürft nur nicht parken dort. Oder? Ja, das ist. Ja, es ist jetzt 1-2 Tage her, Mann. Und der funktioniert gar nicht, Schattenbund? Mal sehen, wie sich das entwickelt. Stimmt, das hat die eigentlich bekommen. Hallo, M-Move. Mann, hier kannst du ja nicht mehr pennen, Mann. Der Boden. Das sieht so kalt. Ja, Mann. Mann, ich bin froh, dass ich 3 Häuser im Mauerbock habe. Hast du auch eins verkauft, ja? Nein, ich habe nur eins. Und das gehört nicht mal mir. Das gehört Pinsel, Waben, Mila, Bedori und mir. Und Momo. WG oder was? Ja, wir leben in der WG. Weißt du, wie schlimm das ist, mit einem Pinsel zusammen zu wohnen? Oh, warte, du schläfst du im Kopf? Unter einem Dach? Mit 2 Kopf sogar. Ja, stimmt, Raven ist auch. Mhm. Okay. Manchmal, Mila und ich haben ein Ehebett. Und manchmal wachen wir auf und Pinsel liegt zwischen uns. Warum hast du mich eigentlich noch nie eingeladen, du Arschloch? Erstens, weil du obdachlos bist und stinkst. Und zweitens, du hast keine Manieren. Drittens, du klaust. Und viertens, ich will nicht, dass die Cops mir morgens die Tür eintreten, wenn ich mein Frühstücksei esse. Hart oder weiches Ei? Na, hart. Ich mag's nicht, wenn's weich ist in der Mitte. Das ist ekelhaft. Ja, hart gekochte Eier. Aber du kannst gerne mit uns im Garten schlafen. Nein, Mann, ich hab jetzt eine Villa, jo. Ah, stimmt. Wie nennen wir eigentlich das Ding? Ist das Crackhaus 2.0 oder? Na, die Crack Mansion. Das ist ja noch mehr. Das ist die Crack Mansion. Ja, Mann. Das größte Obdachlosenheim der Welt. Und wir verkaufen nicht den Playboy, sondern den Cracker. Wir zeigen die wahre Straße. Irgendwie will bei mir nichts anbeißen. Oh, Mann. Naja, die haben so wahrscheinlich so einen Kryo-Schlaf, Mann. Die bewegen sich kaum, jo. Oh, das ist, glaube ich, ein Lachs. Der ist nämlich pink. Er riecht mal dran, ob er gebuttert ist. Ja, es gebuttert. Hat deine Hose aufgemacht und dran gerochen, Mann? Natürlich nicht. Hast du den Yogi gemacht? Gott, wir fahren den durch den Park. Warte, wer fährt hier wohl durch den Park? Da ist einer von der Tour de France. Der trainiert wahrscheinlich für irgendein Event. Das kann doch nur einer von uns sein. Hast du jemanden angerufen, Mann? Nur Dr. Chuck? Stimmt, wir können eigentlich mal telefonieren. Ja, Mann. Ja, ich mach mal ein Lagerfeuer. Weil du bei mir die dreifach Null bist, Curtis, und bist immer der Erste, den ich anrufe. Du hast bei mir ein Sternchen. Nein, 3 Nullen. Nö. Wenn du eine Null bist. Und nicht nur eine, sondern gleich 3, du Pfeife, jo. Und du bist ein Kuh. Null mit kleinem Schwanz. Nein, du kennst schon Q, Mann, der von James Bond, ja, ich bin voll intelligent. Wer ist denn das? Ich hab James Bond nie geguckt. Ja, das ist der Mann, der immer diese krassen Erfindungen hat, Q, du, Mann. Du komm nicht mit Filmen, du Pferde, du kennst Harry Potter nicht. Doch, Mann, Voldemort stirbt, ja. Aber da geht da mal, cool, war. Ach, das kenne ich sogar auch, Mann. Ich bin top informiert inzwischen. Ja, heute Fishing sind mein Patronus ist, ja, ist. Mein Patronus hier ist ein Schwanz mit Ohren. Und der macht so. Und er fliegt. Mein Patron sieht aus wie Dr. Chuck. Ich muss mich abkühlen. Komm, Feuer. Boah.
Sonst gemütlich. Ja. Schon alles vollgeschneit. Boah. Okay, am Feuer ist warm. Was gucken Sie denn da, Dr. Chunk? Oh, Dr. Chunk, ich habe gar nicht gesehen, dass Sie das dabei haben. Ja, das hat eingeklappt in meiner Gesäßtasche. Ist das so ein Origami-Dings-Heizung? Ja, das war eben im Schnee versteckt, musste ich nur hochklappen. Okay. Ja, why, komm hoch. Dr. Chunk wird zum Kicker. Warum, Mann? Na, so eine Origami-Heizung dabei. Pass mal auf, Mann. Was ich dir jetzt alles, was brauchen wir denn noch? Dr. Chunk ist in. Wird das nicht zu warm an den Füßen? Merken Sie überhaupt noch was mit dem Raucherbein? Nein. Das Gefühl ist schon lange abgestorben. Ich habe übrigens voll neue Medikamente geholt. Hatte keine mehr. Was für welche? Na, nur Verbandskästen und so. Ich sperre mal unser Angelgebiet ab. Paar blaue Pillen. Für den Papa. Zu Weihnachten. Ja, wie gesagt, Schlangenöl ist die Zukunft. Haben Sie was dabei? Nein, leider nicht. Haben wir alle schon aufgebraucht. Ihr scheiß Junkies. Na, das war ja nur für die Vorstudie. Mhm. Aber du solltest ja an dem Abend sowieso nichts vornehmen, wenn du das nimmst. Okay, ist das so heftig? Ja. Es gibt wohl eine neue Droge, Roy. Was für eine? Schlangenöl. Nein, boah, das ist ein Medikament. Ich hab gedacht, damit machen wir einen Klingen scharf. Ja, sollen wir einen Shop machen? Was? Das war Spaß. Als ob ich Bock habe, im Gefängnis jetzt zu chillen am Weihnachten. Oh Mann, ich finde das doch gerade sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Jo. Wenn wir noch einen Hotdog brauchen, ich habe alles da, jo. Ich telefoniere mal durchgucken, ob jemand unterwegs ist. Komm mal. Was ist eigentlich auf Schlumberg? Ist der tot? Schlumberg ist tot. Dann kann ich ihn ja löschen. John, ist jemand im Banker, Dr. Chuck? Ich glaube schon. Denkelberg sollte da sein. Und hallo, ist jemand im Funk? Hallo, bitte kommen. Ja, hallo. Ja, frohe Weihnachten, ne? Ja, dir auch. Von mir auch, sag den auch von mir und auch. Und von Royale und von Dr. Chuck auch. Ja, kannst du im Pillbox auch sagen, in dem Funk. Die werden dich lieben. Wer ist denn da überhaupt im Funk? Identifizieren Sie sich. Amelia? Wer ist denn Amelia? Ja, die Praktikant, Auszubildende. Sie sind Praktikantin, oder? Trainee, ja. Trainee? Oh. Wer ist denn das da vorne? Ich zeig nicht, das ist ein Alti, Junge. Roy, da vorne läuft ein Mexikaner und ein Kolumbianer. Na gut, okay, weitermachen. Oh, ey, Mann, keine Sorge, heute mehr. Ich geh jetzt im Funk von denen, Dr. Chuck, ne? Was, vom Pillbox? Hm? Ja, ich dir eine schöne Weihnachten aus. Jetzt pass auf. Wie? Oh, yeah. Hier ist der Peter, ne? Ich wünsche euch eine frohe Weihnachten. Schnell raus, das ist oh, wissen Sie, was Milo nicht eigentlich mal geplant hatten? Oh, Mr. Esposito, nein, was denn? Wer ist denn das? Aber müssen sich halt Junge, das ist echt Nighty, Alter, Junge. What the fuck? Ja, guck mal, wen ich mitgebracht hab. Doch, Mr. Ja, das ist Mr. Wagon, ne? Nein, das ist Mr. Chicken, jo. Ach so. Warte mal. Was machen Sie denn hier? Oh, aber der steht nicht so gerne. Wir waren am Angeln. Senior Cock, wie geht es Ihnen? Cock? Wie? Wer ist denn Cock? Der Mann. Ich bin Kusch. Sie meine ich nicht. Ich meine den hier. Dr. Chuck?
Hallo, ich bin Chuck. Guck, sag ich ja. Hast du noch mehr Stühle im Gebüsch? Klar. Fröhlich, ja, dann mach mal jetzt so einen Kreis. Ich baue mein Zelt ab. Ja, das genau. Wünsche ich ihnen auch. Aber ich weiß nicht, ob die so fröhlich sind für mich. Aber ist denn schön hier jetzt? Erst fröhlich, vor Weihnachten übrigens. Ja, wünsche ich ihnen auch. Wenn sie überhaupt Weihnachten fahren. Nee, wir haben Weihnachten erfunden in Chile. In Chile? Sí. Was machen Sie, Dr. Chuck? Der Roy macht Stühle aus dem Gebüsch. Ach so. Heilige Nacht. Stille Nacht. Okay, Dr. Chuck, und dieses Schlangenöl ist Medizin? Oh, Moment. Ich bin doch nicht sicher, ob man das als Medikament verwenden kann. Aber wir werden es weiter testen. Ich kann Ihnen das mit der Sprung empfehlen. Bitte was? Ich kann Ihnen das mit Sprung empfehlen. Sprung mit Schlangenöl? Also ist das sowas wie Lean? Ja, das habe ich gar nicht probiert. Wir sind darauf gekommen, dass Cannabis das Gegengift ein wenig hilft. Aber nur kurzfristig. Ja, wir werden weiter forschen. Wo kann man das bestellen? Weiß es nicht. Ich bin selbst auf der Suche danach. Oder der Dr. Chuck weiß das bestimmt. Oder ist das inoffiziell? Ich habe das auf einem Ärztekongress von seinem Pharmavertreter zugesteckt bekommen. Und haben Sie die Nummer? Nein, habe ich nicht. Die melden sich bei mir. Okay. Haben Sie schon die Nebenwirkungen erforscht? Ja, es macht zumindest keine tödlichen Verstöpfungen, so wie Krokodil. Aber nee, das Zeug will auch keine Mamen packen. Nicht mal die Obdachlosen. Das hier anbieten. Oh, ganz schön. Das ist nass. Dr. Chuck, Sie kennen sich damit aus. Ja, teil mal brüderlich. War klar, du Junkie. Da. Oh, ja, das kenne ich. Das ist gut. Kann ich empfehlen. Ja, aber was ist das? Ja, also, probieren Sie. So, auch ein Medikament. Wir sind noch am Schauen, gegen was es hilft. Aber es funktioniert. Ich kann mich doch im Heiligen Abend nicht zudrücken. Ach, Dr. Chuck! Dr. Chuck! Jo, Dogman! Du sollst da nicht dran rumlenken, sondern ziehen. Warum hast du nur eine Crackpfeife dabei? Ja, kann man immer gebrauchen. Ja, scheiße, Doc, was rauchst du da, Mann? Ja, das ist ein Medikament. Was nun die ganzen Stühle im Gebüsch versteckt? Ja, die habe ich schon mal hier zwischengelagert, dass wir die zur Villa bringen können. Dr. Chicken. Dr. Chuck, geht's denn gut? Ich kann mich auch Dr. Chicken nennen. Geht's denn gut? Ja. Es ist ein wenig rot hier alles. Oh, das haben wir schon mal probiert, glaube ich, als du ein Astronaut warst. Ein Grüner. Achso, als wir geflogen sind. Ja, genau. Mr. Chicken, wo ist denn eigentlich Mr. Regan? Da ging ich am Telefon. Ah, der ist dort. Was? Habe ich das noch nicht mitbekommen? Natürlich nicht. Der ging nicht dort. Ja. Die verfettete Arterie oder was? Oh, der war doch kein gesund. Alkohol getrunken. Hat er schon immer Alkoholprobleme gehabt? Kann man so sagen. Ich glaube, dass er eher weniger mit Alkohol zu tun hat. Das war eine Alkoholvergiftung. Bro, denkst du das gleiche, was ich denke? Oh, der hat ein Alkoholproblem gehabt. Wir wussten davon nichts. Nee, ich meine das andere. Was meinst du, Mann? Du weißt genau, was ich meine. Einmal, du sitzt neben mir, rost einen Joint, während ich hier Fisch grille. Und Dr. Chicken und Dr. Chuck da sind. Ach, Dr. Chicken ist auch ein Doktor? Oder Mr. Chicken? Nein, er hat doch gerade gesagt, er möchte auch gerne so genannt werden. Also wir können ihn so nennen. Kein Dr. Chicken. Sie waren doch sehr gut mit dem Herrn Regan befreundet, oder nicht? Ja, aber... Nee. War da auch verfehlt, oder was? Das war mein Anwalt. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe nur die Info bekommen. Ich war selbst auf einer Beerdigung. Nach dieser Beerdigung habe ich einen Anruf bekommen. Hola, Gustavo. Lege nicht dort. Wie cool ist das? Und dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert. Mann, ey, ja. Wo kriege ich jetzt meine Jobs her, Mr. Chicken? Welche Jobs?
Mr. Eggman hat uns ab und zu mal Dinge organisiert. Wo wir 50.000 Dollar und so Sachen verdient haben. Ist das so? Ja, Mann, jetzt mussten wir ins DOJ einbrechen, USB-Stick klauen. Mega große Action. Ja, wir sind alle entkommen, weil wir Profis sind. Warte mal, wo willst du das so stehen lassen, dass er wegen Alkohol tot ist? Du denkst genau das Gleiche, was ich denke. Nein, Mann. Aber der hat halt nie eine Fahne gehabt, das wundert mich. Der hat ja nicht so viel getrunken. Und dann einmal... Wahrscheinlich übertrieben. Ja, wahrscheinlich so eine schöne Lady gehabt, Mann, aus dem Unicorn, yo. Und da war ein Glas zu viel. Na, hör auf zu schwätzen. Jo, warte, oder... Die Frau aus dem Unicorn, Mann, die wollte... Jawohl, fick dich, Mann. Das ist wegen der Sache, als du eingepackt wurdest. 100 Pro. Die wurde dann gepackt. Ja, also was heißt eingepackt? Da war jetzt keine Tüte drumrum, Mann. Dr. Chuck weiß eh über alles Bescheid. Ja, Dr. Chuck ist eh safe, Mann. Dr. Chicken ist ein guter Freund gewesen. Zumindest war er bei dem Gespräch dabei. Und dann kann er es auch erfahren als guter Freund. Bei welchem Gespräch? Du könntest das erzählen, du, Mann. Nö, erzähl, du wurdest eingepackt. Ich wollte dich nur rausholen. Ja, aber was soll ich denn da jetzt sagen, Mann? Aber deswegen ist er doch nicht tot, Mann, wenn das mit Alkohol zu tun hat. Naja, Mr. Regan hat uns ab und zu ein paar Aufträge erteilt. Ja, Mann. Wir dachten, bis dato dachten wir, dass er da irgendwo in gewissen Dingen verwickelt war. Ja, und dann wurde er entführt. Mr. Regan war in Dinge verwickelt, Mann. Ich saß mit... Also komm schon, ja. Ja, na klar, das wissen wir alle. Wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, aber Dr. Chicken muss es ja auch wissen. Ich meine, er war immer beim Gespräch dabei, als ich gesagt habe, was meine Mission ist. Und mein allererstes Gespräch war mit der Robbe, yo. Was Regan mir aufgetan hat. Boy wurde eingepackt von den Saints. Und ich wollte Boy befreien und dann wurde mit zu einem Hafenstück gefahren. Ja, und da hat Arturo gewartet. Und da war so ein Mr. Arturo. Den kenne ich. Und da ging es darum, dass Boy sich rechtfertigen musste, weil... Na, warten Sie mal, Ihnen gehört doch das Unternehmen eines Touristics, oder? Okay. Roy sollte sich rechtfertigen, dass dann anscheinend das überfallen wurde. Ja, Mann. Von den Obdachlosen. Oder auf einen Helikopter oder so wird geschossen. Ja, genau. Es wurde auf einen Helikopter geschossen und im Helikopter saß jemand Wichtiges. Entschuldigung. Hast du ein Tabletter? Nein, Mann. Wir haben nur verschluckt. Ja, Mann, genau. Weil wir angeblich auf den Heli geschossen haben. Wissen Sie zufällig, wer das gemacht hat, wenn Sie das nicht waren? Wir haben nachgefragt, ob wir uns darum kümmern sollen, das rausfinden sollen, aber eine gewisse Dame meinte dann zu sagen, das machen wir schon. Genau, Mann. Also die haben uns quasi verboten, da zu gucken. Ja, und die Info, Mann, dass da eine Party ist, ich meine, wussten wir ja und... Ja, Mr. Ich war Mitorganisator dieser scheiß Party und ich habe den Helikopter aber mir meinen Abend verschaut. Ja, auf jeden Fall, Mann, wir sollten die Finger davon lassen. Also, wie soll ich sagen, Mann, Mr. Ari, die Robbe, yo, der hat uns gesagt, Mann, dass wir das eventuell machen können. Die erste Idee war sogar, dass wir auf die Insel sollten, Mann, auf die Insel und da Ärger machen. Aber ich meinte, yo, was ist mit dem los? Ich weiß doch. Hat Ihnen vorgeschlagen, dass Sie da Ärger machen sollen? Ja, auf der Insel, Mann, habe ich gemeint, gerade habe ich aber dankend abgelehnt, weil ich war auf der Insel, ich weiß, wie das da läuft. Da mache ich bestimmt keinen Ärger. Ja, und hier am Hafen, Mann. Dass die Helikopter landen, wir hatten drüber nachgedacht und nachgedacht, Mann. Und nachgedacht, yo. Und wir haben mit ganz vielen Leuten geredet. Ich war da irgendeiner von uns dabei, aber ich auf jeden Fall nicht, Mann. Und ich würde sowieso nicht auf den Helikopter schießen. Wir haben, also wenn, dann würden wir nur Leute abziehen. Wieso hat er das gemacht? Der war Mitveranstalter. Vielleicht war er besoffen, Mann. Der hat auf jeden Fall von der Party angerufen. Nee, der war nicht besoffen. Ich war an dem Abend noch bei mit Dr. Chuck. Wenn der da schon besoffen war, Mann, und das vielleicht die Nachwirkungen wegen der Alkoholvergiftung. Ich war am gleichen Abend noch 40 Minuten später nach dem. Aber dafür bringt man doch nicht jemanden um, nur weil ich sage, der hat die Idee, Mann. Ja doch, wenn der Leuten Aufträge gegeben hat, dass die da die Leute befallen sollen oder das Unternehmen. Du bist da Chicken, wussten sie nichts davon, dass der uns Arbeit gibt? Ich hatte keine Ahnung davon. Kopfschmerzen, bye, have a beautiful time. Ja, gute Besserung. Nougatkugel, boah, klingt lecker, danke für den Prime 3. Und Borsti, danke schön für den Prime 25. Und OCB Sly, danke für den Prime 22. Wenn ich den noch nicht vorgelesen habe.
Wie, der aussieht wie Slice Copper? Kusch, Schwester Kusch. So wie der neue RP-Strang in der Tonne. Ja, wenn Regan tot ist, fehlt uns halt super viel RP. Das ist jetzt, das sieht jetzt natürlich komisch aus so, aber Nighty war ja vorhin schon da. Ich glaube auch nicht, dass er sich traut, ne, nach dem Gespräch extra dahin zu kommen. Ich glaube, das war jetzt ein ganz komischer Zufall. Und Mini-Rakete, hallo. Und vor Weihnachten. Aber ist cool. Und Roy ist wieder schön am Zurückrudern. Der Wichser. You have no power here. Hier bist du keine Polizistin. Und Comics, danke für den Prime 10. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Abend. Ich werde mir gleich noch einen schönen Teller holen. Ich hab Hunger. Ups. Magnum, vielen lieben Dank für den Giftezap an Niarot. Und Dieb hat vorhin. Dieb, danke für den Giftezap. Ich weiß jetzt nur nicht mehr an wen gerade. Sorry. Okay, pasa, Ladies. Hola, was geht? Hola, was geht, pasa? Geht mir. Ah, Mann. Keine Ahnung. Was geht, Ladies? Was macht ihr hier? Jo, die haben Masken auf. Ne. Was? Wie? Okay. Da sind gerade welche Masken vorbeigerannt. Boah. Ladies, gehen Sie in Deckung, Mann. Sie sind eine gute. Ja, Mann, wir kümmern uns drum. Okay. Die beiden haben zwei kleine Meinungsverstärker dabei. Weil hier nicht mal in Ruhe Eisangel. Ich glaube, die sind mal vorbeigerannt. Na komm, wir trotzdem mal gucken. Da geht eine Tür auf. Möchte der Herr auch einen Kaffee? Oder einen Kakao? Nein, die sind abgehauen. Aber weiter! Sind weg. Vielleicht auch nur was Kaltes. Warte. Ey, pst. Wir schießen jetzt ein bisschen in die Luft irgendwo hin und sagen dann Chicken, wir haben uns drum gekümmert. Warte. Wir schießen und dann sagen wir, dann rennen wir hin und sagen, die sollen in Deckung gehen. Und dann warten wir in die Gebüsche, okay? Okay, Mann. Und denk an die Cops. Okay. Wer rennt beide oder was? Schieß einfach. Komm. Geht runter. Wo sind die hin? Oh Mann, die stehen noch da vorne, Mann. Aber einen habe ich mies erwischt, ja. Mies erwischt. Oh, geht weg. In Deckung, Mann. Geht in Deckung. Wir kümmern uns. Geht auch. Runter. Der geht weg. Der rennt. Okay, die sind weg. Die rennen weg. Okay. Alles gut, Mann. So alles gut. Erledigt, ja. Und ich ist ein Fake-RP, Alter. Was ist das denn? Ja, Doc Chuckmann, wir sind Profis, das weißt du ja. Die hatten auf jeden Fall irgendwas vor, die wollten hier rein. Ja, und die hatten ziemlich große Pistolen, Mann. Oh, Ladies, keine Sorge, setzt euch. Wir sind Helden. Ihr seid Fake RP, Alter. Ja, was treibt euch hier in den Park? Oh, da. So, danke, Lady, Mann. Möge der Herr mit Ihnen sein. Amen. Boah, ich bete so sehr, dass Hogwarts gut wird. Aber ich glaube schon, Alter. Die hauen eine Menge Trailer raus und so ein Shit. Aber ich guck die meistens nicht, weil ich mich nicht spoilern will. Aber Slytherin wird mein Haus, Alter.
Und Mila holt sich das auch und wir werden zusammen zocken. Aber was für ein Unterschied, ne? Eigentlich wären die Cops schon lange hier. Ja, man kann das nicht so zusammen zocken, aber wir werden beide im Voice hängen und sie spielt und ich spiele und so. Und wahrscheinlich so Dual-Stream-Dings. Precious. Dankeschön für 2000 Bits, Bruder. Vielen lieben Dank. Und frohe Weihnachten. Und ihr wundert euch, warum immer Schießereien im Park sind, Mini-Rakete. Ja, ja. Voll mit der Senf-Dijon-Soße, Mann. Ja, aber die fahren ein Dings, ne? Was fahren die? Warte mal. Du kriegst schon wieder eine Karre. Oh, bitteschön. Vielen Dank. Ja, gerne, kein Problem, Mann. Ja, und als Nachtisch, Mann. Warum ist das sie? Das war ein grauer Kerbelkelt. Boy. Hey, grauer Kerbelkelt. Kerbel, was ist das denn für ein Auto? Na, dieser große SUV. Das ist ein SUV. Kann ich mir nicht leisten. Ich bin doch nur ein Obdachloser. Was ist denn Dr. Chuck? Kefka? Guten Tag. Ja, was geht ab, Leute? Hey, ist nicht kalt? Jo, Kefka, Bruder. Ey, ich glaube, nee. Ha? Na? Kefka, sing uns mal ein Weihnachtslied, bitte. Ein Weihnachtslied also, ja. Oder soll ich den Baseballschläger auspacken? Ey, yo, ich müsste auf jeden Fall noch mal kurz zum Kleidungsladen. Man sieht sich, Leute, ne? Sag mal, ich kann kein Baseball spielen. Warte mal, wo ist Dr. Chuckeln? Ich dachte, das wäre Dr. Chuck. War das gerade Kefka? Ja. Wo kommt der denn her? Der hat auch keinen Bock auf Film gucken. Warte mal, wurde der jetzt eingepackt irgendwo? Nein, Mann. Das ist doch bestimmt nur... Dr. Chuck, wo sind Sie? Curtis. Ich war nur kurz im Stau. Ach so, Sie waren pinkeln. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder da. Alles klar. Ja, dann vor Weihnachten. Kaum kommen zwei Ladies und Dr. Chuck ganz nervös. Von Dr. Chuck müsst ihr euch in Acht nehmen. Warum? Das ist der Doc, den die Frauen vertrauen. So ein Ding ist wortwörtlich das. Ein Ladykiller. Oje. Ach, hör doch auf, so Blödsinn zu erzählen. Krieg noch Angst vor ihm. Nein, ich mach nur Spaß. Boy, wegen anderen Sachen müssten wir uns, glaube ich, nochmal Tag unterhalten. Ja, klar. Wegen unserem Ausflug bei Alice Touristics. Bestes Unternehmen in der Stadt. Schau mal nicht, diese Bergwanderung interessiert mich voll, yo. Ja, voll. Kommt's aus Grapeseed, aber Dr. Gamble hat mich nie aus einer Expedition mitgenommen. Wer ist denn Dr. Gamble? Das denn nicht? Sie müssen sich ja da anmelden. Ach, da muss man sich anmelden. Nee. Wollt ihr eine Bergwanderung machen? Ja klar, warum nicht? Ich hab ja nichts dagegen, ich frag ja nur. Habt ihr so Interesse an sowas? Expedition und sowas? Ich schon. Mein ganzes Leben ist eine Expedition. Jeden Tag, wenn ich aufwache, Mann. Oh. Die Suche nach Nahrung, Geld, Wärme und Liebe. Auf der Suche nach, dass ich endlich meine Einsamkeit hinter mir lassen kann. Das ist eine Expedition. Willst du mich begleiten? Nein. Roy, du musst halt echt so schön als Jogi. Ich hab, Doc Chuck, haben wir nicht vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen, Mann? Ja, wir müssen einen Termin machen. Ja, entspann dich, yo. Das kostet Geld. Das kostet kein Geld, doch ein bisschen. Ja, und ich will ja meinen Kiefer ein bisschen schmaler machen, ein bisschen hoch, ein bisschen dünner, yo. Und nicht mehr so ein langgezogenes Gesicht. Dr. Chuck, nehmen Sie doch Platz. Das nicht, Dr. Chuck. Ich sitze die ganze Zeit schon. Mann, wir haben doch schon Dr. Chuck. Sie sind Senior Chuck. Oder einfach der Mann von Les Touristics, ja. Ja, sie können mich auch einfach Gustavo nennen. Oder Herr Gustavo. Mr. G, ja. Ja, Mr. G.
Im G-Wagen. Also, das läuft leider noch nicht. Das wird noch. Ja, woher hast du so schon mein Bild gesehen auf Wienert? Welches? Na, ich habe dem Jörg Paletti jetzt bewiesen, dass er mein Vater ist. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja schon von Paletti. Ja, kau. Und Mr. Morales hat mich adoptiert. Ich bin echt nervös, ne? Hey, direkt hier vorne steht dein Wagen. Mhm. Komischerweise fährt auch, wenn ich hinlaufe. Wie bitte, Lady? Ja, Mann. Wir haben zwei Dock. Nee, wir haben. Aber was soll ich denn sagen, Mann? Einsam ist doch niemand gerne. Ihr beide? Was denn? Was macht ihr so? Ich bin Mediziner. Auch Mediziner? Ja, der ist auch ein Doktor. Ja, ich bin Doktor. Er ist sowas wie unsere Spezialeinheit. Oh. Und Sie? Was Sie? Ich bin ein Drogenbaron und ziehe die Fäden in dieser Stadt. Oh. Oh, das war eigentlich. Ich bin Geschäftsführer von LS Touristics. Ach so. Okay. Ein kleiner Witz, kleiner Witz. Was machen Sie so? Sie tragen gar kein Hawaii-Hemd, das kann gar nicht sein. Genau. Wahrscheinlich, er hätte einfach die Wahrheit gesagt. Montag arbeiten wir beim SD. Ach so, oben im Chow Department. Ja, genau. Oh, ja, aber was geht denn im Norden? Da geht doch gar nichts. Doch, da gibt es 20 Mediziner und. Ja, OP-Care gibt es, klar. Und 30 Sheriffs, sonst niemand. Oh, seit Grapesy Dead ist. Warum es gibt doch nur Lonnie's Bar und so? Aber ich habe letztens mit Keksi gesprochen, Mann, da ist nicht mehr so viel los. Ist halt dem Lonnie gestorben, ist der Norden gestorben. Ja, das ist leider wahr. War jemand auf der Beerdigung von Vito? Nee, war ich da. Oh Gott. Ich hab's leider verpasst. Aber ich gehe zum Grapeln. Hey, war sehr schön da. Alle waren im Anzug, außer Tanaka, der hat eine Jeansjacke. Ja, Tanaka ist auf dem Fall für sich. Gewerbeamt, Tanaka. Die? Das, ich verkaufe ihm den Wagen von Dr. Lückrespekt, Mann. Und er gibt ihn einfach bei Benefactor wieder ab. Das ist so eine Pfeife, Mann. Na, vielleicht braucht er den Geld. Vielleicht ist er spielsüchtig. Ja, und wie letztens der eine Dog vom Pillbox. Ja, da hinten kommt doch irgendjemand. Mach mich doch nicht nervös. Ja, bist du? Kafka. Jo, was geht ab, Leute? Ist dir nicht kalt? Weißt du? Bist du nicht gerade aus dem Klamottenladen? Wolltest du nicht shoppen gehen? Ja, jetzt rennst du hier in einem T-Shirt rum. Das noch Löcher hat. Das ist ein bauchfreier Rollkragenpullover, Mann. Ihr seid, ihr habt doch keine Ahnung von Mode alle hier. Was? Was denn? Jo, du siehst aus, als ob du gerade am Flughafen bist, Mann. Da war mich. Hä? Was soll denn das? Mit seinen Schachschuhen. Ja. Was ist denn mit dem? Der hat schon wieder irgendwelche Drogen genommen. Nein, Kefka macht immer ganz schlechte Scherze und dann tut er so, als ob er das nicht weiß. Mhm. Und das ist Kefka, Mann. Ja, vielleicht war er ja gar nicht shoppen und hat das einfach aus. Junge, Alter, ist das ein Kicker. Wenn, das Dankeschön kann sein, für den Sabamin-Rakete. Deshalb, Mann, habt ihr ein bisschen Kleingeld? Aber du bist echt eine arme Seele, ne? Hier, weil heute Weihnachten ist. Geizkragen, Alter. $10, Mann. Aber zwei Bier. Geld ist Geld. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier gleich Leute auftauchen. Der großzügig Dr. Chicken. Vielen Dank, Mann. Geizkragen. Ja, apropos Bier. Was? Dankeschön. Aber ich bevorzuge aktuell doch eher Monetas, Dollars, Slotties, Mann. Danke. Bitte. Aber ich trinke keinen Alkohol, Dr. Chuck. Warum eigentlich nicht? Das geht dich überhaupt nichts an. Du warst wieder ein Freund, der Mann. Obwohl ich weiß, dass er nur fake war, bin ich die ganze Zeit wie ein Luchs, Alter. Ich guck die ganze Zeit in den Gebüsch und so ein Shit, ne? Oh, bin ich ein Pferd, Mann?
Und gibst du mir einen Zuckerwürfel? Ich hab ein komisches Gebiss, ich weiß, aber... Und ist komisch, ich habe ganz viele. Das ist nicht so Disrespekten, Mann. Was soll denn das? Ja, auch. Ich behandle sie ja auch immer mit Respekt. In diesem Gruselfäckchen haben wir ganz viele Päckchen davon eingepackt. Ach, die klauen also. No, ich wollte eigentlich einen süßen Kaffee trinken und habe dann vergessen, den Zucker reinzumachen. Oh, ich klaue immer Salz bei Up and Tone Burger, Mann. Warte, hast du den Laden nicht letztens überfallen? Nee, ist schon 2 Monate her oder so. Lass mich rein, das war Gambino. Für meinen nächsten Kaffee. Nein, die ist Zeit. Nö, aber ich bin da halt so gepolt. Ich weiß auch nicht warum. Dankeschön. Haben Sie auch Zucker bekommen, Dr. Chuck? Ja, aber Sie sind doch Zucker. Nicht, dass du die Ladies in dein Van lockst. Wenn man das mit Schlangen hört. Warum hat er keine V-Bucks? Oh, Dankeschön. Robin, danke für die Wiese am 38. Merry Chrysler. Beim Peanut irgendwann bestimmt. Also steht schon fest, dass der kommt und Twinkie. Ja, Ladies, Mann, ich muss was gestehen. Jo, seit Sie zwei hier sind, ist das voll langweilig. Oh, vielen Dank. Wow, wie unfreundlich. Das hat jetzt gar nicht wehgetan. Jetzt wisst ihr ja, warum der keine Freundin hat. Ja, genau. Kevka, hast du gerade ein baufreies T-Shirt an, Bro? Was ist denn mit dir? Baufreier Rollstuhlpullover, was ist los? Ja, und das war voll Style, Mann. Ich werde gucken, 2023, jeder trägt das. Kevka, red mal lauter, ja. Was ist denn mit dir, Kevka? Was denn? Hä, was ist los? Warum bist du baufrei? Und was für deine Hose und deinen Schuhen, ja? Ja. Was denn? Was hast du denn da für Schuhe an? Nee, kommst du vom Flughafen? Die Schuhe sehen scheiße aus. Soll ich dir ein paar Schuhe leihen, Bruder? Nee, danke. Was hast du nur heute zu Weihnachten bekommen, Kafka? Elfbar, diese hier, diese gelbe, diese... Ananaspizza? Ich weiß nicht, wie der heißt. Hä? Ananaspizza? Ja, genau. Elfbar Ananaspizza. Ich hab etwas für Sie. Oder Weihnachten. Na. Danke, Mann. Ey, dein Sohn Piep, Mann, der hat sich das Kinn machen lassen. Nee, das ist abgefallen. Was? Ja, das ist wieder abgefallen. Das echt? Das habe ich aus seinem Hintern entnommen. Das ist auf jeden Fall wieder eingeknickt. Jo, vielleicht war das auch Eigenfett? Vielleicht hat er abgenommen. Abgenommen und abtrainiert. So oft wie er von der so Kopfdeck läuft. So viel Scheiße wie der Quatsch, kein Wunder. Ach, das enttäuscht mich jetzt. Warum ist da doppeltes Geld für Sie, Dr. Chuck? Ja. Kevka, möchtest du ein Kind? Ich hab ein Kind. Sehr geil. Was nennst du Kind? Was denn? Du siehst aus wie ein halber Radiergummi. Curtis mobbt schon wieder. Nee, ich mobbe überhaupt nicht. Ich bin nur ehrlich. Ach so, wir sind übrigens umgezogen wieder, Kevka. Ach. Das wir wohnen jetzt bei der, Mal oder jetzt? Ja, wie? Wir wohnen jetzt bei der Crack Mansion. Wo sind die? Playboy Villa. 51, 51. Ja, aber nimm doch das Kind von dem einen und pflanzt es an das andere, von dem, der keins hat. Ich möchte kein Kind machen. Haben, Alter. Ich dachte, du hast eins. Ja, ich habe eins, aber ich möchte kein anderes. Also, weißt du, wie ich meine? Nee. Weil stell vor, jemand versucht, einen Kinnhaken zu geben. Ja, dann trifft er dann den anderen. Ja, siehst du. Das ist dann nicht dein Kind. Das ist doch gut für dich. Wie Schutzweste dann, oder? Ja. Genau. Ja, was geht los, ja? Wir waren am Angeln. Eisangeln, Mann. Was habt ihr gefangen? Ach, Knurrhahn. Lachs. Und einen Lachs. Und der wird heute Abend gebuttert. Und ein Hecht, Mann. Da, ich bin heißer Hecht. Und mehrere Lumps. Lumpen. Denkt ihr, mir wird Bauchnabelpiercing stehen? Ja. Bestimmt. Du brauchst noch eine Schlaghose, Mann, und so Boots, ja. Boah. Du siehst halt immer so aus, als hättest du Schmerzen. Ich hab Schmerzen. Ja. Willi, frohe Weihnachten wünscht dir auch. Aber ich will nicht überreden, okay? Okay. Sag mal, oh. Hast du so einen Anti-Stress-Klicker in der Hand?
Hä? Jedes Mal, wenn du redest, klingt's. Hast du so ein Anti-Stress-Ding in der Hand? Ja, ja, ist so ein Tick von mir. Mr. C, stehen Sie doch mal kurz auf, Mann. Ich bin nervös, weißt du? Auf dem Boden sitzen. Wollen Sie sich da hinlegen? Nee, bitte. So. Ich weiß nicht, ob Sie so viel Geld haben, Mann. So, ihr Hübschen, ich bin müde. Ich wünsche euch einen schönen Guten Abend. Gute Nacht, Doc Chuck. Gute Nacht. Jo, wie jetzt, Doc Chuck? Ich hab gerade, wir machen die Nacht noch durch, ja. Nein, niemals. Wollten Sie nicht gerade noch einen Job überfallen? Ja, mal ein Schöppchen. Das hab ich auch gehört. Nein, aber vielleicht finde ich noch was zum Rauchen. Ja, sag doch was Bescheid, wenn du was brauchst. Tschüss. Dann gucken Sie mal in die Medizinschränke vom Baker, das ist voller Drogen. Entschuldigung. Das ist doch Medizin. Ja, legale Drogen. Ja, das sind legale. Na, Cannabis und so. Aber ist ja auch irgendwelche rezeptfreien Drogen, also Medizin. Schmerzmittel. Und Viagra habe ich dabei. Oh, das klingt verlockend, ja. Nein, nicht für dich. Für deine Internetfreundin brauchst du das nicht. Genau. No. Ah, ja, es ist ein Typ, hat sich bei dir rausgestellt. Achso. Oh, wurdest du gecatfished, Mann? Ja, ja. Ich habe mich gewundert, warum auf PayPal Manfred steht. Sie hat gesagt, das ist ihr Bruder. War wohl doch der Manfred am Ende. Warte mal, Manni aus dem PD? Ich weiß nicht. Ja, mach mal einen Freund und Manfred. Hatte deine Freundin eine Narbe echt mies, im Gesicht? Ja. Hä? Hat er die eine Narbe? Ja. Oh Gott. Aber dann war das mit so einer KI erstellt, Mann, und die Narbe hat... Oh Gott. Oh Gott. Du hast Manni gedatet. Oh. Jo, das... Aber darauf sprechen wir nichts, Mann, wenn wir ihn sehen, Mann. Ja, ich mach das nicht. Das war nicht mein Geld wieder. Das waren locker $6,000. Warte mal, ich dachte, die hat dir Geld geschickt. Nein, ich hab der Geld geschickt. Die hat gesagt, ja, hier, Dings, Kinder und so, du weißt doch, wie das ist. Dann hat sich das ja gar nicht gelohnt für dich. Nein, Mann. Nee, Mann. Die hat mich voll verarscht, die Alte. Oh, du Arme. Oh, du Arme. Ja, wir waren in-game verheiratet, was soll ich dir sagen? Was ist ein in-game? Wir haben Second Life gespielt. Ach so. Ja. Und ich habe gedacht, du hast mal Fußballmanager gespielt, ja. Na, das ist nebenbei so ein bisschen, ne? Mit so einem Glatzkopf und eigentlich so einem verrückten Künstler, Alter, ich sag's dir. Also Glatzkopf. Was, Second Life, verheiratet? Ah, der Glatzkopf. Ja. Ach, du meinst die Kokorilla? Nee. Nee, Mann, voll fantastisch. Und trink Cola wie die MacPod. Das geht bei uns so, ne? Schönes Wetter heute. Ja. Oh, nass. Wir wurden zum Glück nicht gekettet. Junge, ganze RP gefickt, seitdem die Frauen hier sind, das Alter. Das freut mich für dich, ne? Ja, dann seid ihr noch nicht an einen zu meinen Fake-Profilen gekommen. Hast du welche? Klar, Mann. Welche zum Beispiel? Ja, nee. So läuft das nicht. Ach, schade. Bin nüchtern, yo. Ich weiß, was ich sage. Ach, Mist. Dr. Chicken, wollen Sie sich nicht auf den Stuhl setzen? Ist das nicht kalt da unten? Ja, das ist eine echte Lammdecke, Mann, hier. Das ist gemütlich hier unten. Ja. Außerdem, wenn ich mich dann nachher da reinlege, Mann, dann riecht's nach Dr. Chicken. Oder nach Fritteuse. Oder vielleicht auch einfach nach Urlaub. Nix Urlaub. Kefka nimmt sich auch keinen Urlaub. Nee. Nur gelben. Ey, Roy, ich glaube, ich habe meine Wohnung noch, ne? Dann kannst du wird Zeit, dass du die mal kündigst. Ja, ich habe vorhin, also letztens versucht, alle meine Autos auszupacken, und die haben alle kein Benzin mehr. Deswegen ich kaufe so. Den Benzinkanister. Soll ich die schnell fahren, oder was? Na, nicht so wichtig. Glaube ich. Ich bin Kürbis. Oh. Ruf kein Geld mehr von mir, denk nicht dran. Wofür brauche ich Geld, Alter? Um deine scheiß Miete zu bezahlen. Für dein Bauchnabpiercing. Okay, das stimmt. Wer hat dir dein scheiß Auto finanziert? Daddy. Hä? Das habe ich mir hart erarbeitet. Ich habe ihm Geld gegeben für Miete, dass er Miete zahlen kann. Wo denn oben in Grabseed? Nee, hier unten in der Stadt, als Vespucci da unten. Warum pennt er nicht im Zelt? Ja, weil er so lange weg war. Hey, ich habe letztens hier im Zelt gepennt, mit Johnny zusammen. Ja, aber irgendwie ist es halt weg. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Deshalb hast du Lippenstift im Hals. Wie viele wohnen hier denn? Wir haben geübt, okay? Hier jetzt nicht so viele, Mann, aber in der Crack Mansion, da so 30, 40, 50 aktuell, Mann, und es werden mehr.
Was ist denn die Cracked Mansion? Ja, das ist das. Ja, das würde mich auch interessieren. Ja, wir hatten früher einen Grapeseed-Mann, das 895, ja, Skr. Das Crackhaus, Mann. War so eine Partybude, yo. Und ein Obdachlosenheim gleichzeitig. Ist aber ziemlich klein. Jetzt haben wir ein riesengroßes Obdachlosen-Crackhaus. Ey, Roy, hast du mitbekommen? Hm, was denn? Ich habe vor einer Woche so auf den Kopf geschossen. Nein, Mann, interessiert mich auch nicht. Was? Okay. Was hast du gemacht? Nix. Warum stehst du auf Kopf, yo? Dings hat das gesagt, Jörg. Er hat das gesagt? Jörg. Und wenn ihr ihnen sagt, die sollen uns die Fenster springen, machen sie das? Nee. Jörg hat, als er der Freiheitsadler war, nicht genug Luft unter die Maske bekommen. So ein Ding ist das. Okay. Ich habe ihn auf eine Polizistin geschossen. Ja, ich bin krass. Bist du irre? Ja. Merkt man. Ja, und die zwei Ladies, Mann, die wollen jetzt Officer werden. Nein, Sheriffs. Genau, die können sagen, die nicht ermitteln. Wie sagt man? Ich hab keine Ahnung. Sheriffin? Nee. Sheriff einfach. Red mal lauter, Mann. Sheriff einfach, das ist Unisex. Ach so. Weißt du doch nicht, Sheriff. Mann. Nee, weil das She im Namen schon ist. Genau, She. Du Sheriff. Und Riff für Mail. Ja, das gibt Sinn, Mann. Ja, ergibt Sinn. Gibt Sinn, ja. Genau, deshalb habe ich einen Doktortitel. Weil du so clever bist? Genau. Kann ich nachvollziehen. Ja, aber auf jeden Fall Kefka 5151 neben Golfplatz, Mann. Wir haben da ein Fenster aufgehebelt, da kannst du schon mal rein. Perfekt. Was gibt's da so? Oh, eigentlich alles, was du willst, Mann. So, ich mach mich aber jetzt vom Acker. Alles klar. Jetzt schon spät. Ja, klaro. Zum Tacho. Ja, Mann, hast recht. Achso, ich muss ja eh mit gleich. Warte, du pennst jetzt echt bei mir? Ja, klar, ich brauch dann Strom und Internet. Kannst du nicht bei Kefka pennen? Hä, ich penn bei Roy, Alter. Das geht so nicht. Also, glaube ich. Ja, jetzt hat Doc Chuck den ganzen Krempel hier stehen lassen, oder was? Scheint. Wir pisten jetzt das Feuer aus. Ich mach schon. Okay. Okay, ich guck weg. Ja, nix, wie ich will. Aber ein bisschen Schnee drüber, macht keine Sorge, ja. Bei dieser Kälte gibt es da nicht so viel zu sehen. 3 Stunden ist okay. Hallo Day Night und frohe Weihnachten. Warum schließen sie von sich auf andere? Ja, war wie ein Fest, Leute, ne? Dann bis ein paar Monaten wieder. Ciao. Ja, tschüss. War schön, euch kennengelernt zu haben. Sie, würde ich auch gerne sagen. Soll ich dir helfen, Roy? Nee, Mann, es geht schon. Na, du kannst es doch gar nicht erst tragen. Ja, ich pack das hier jetzt zusammen in die Kiste, Mann, und dann schleppst du gleich. So Sheriff werde denn. Gott, Willi, danke schön. Sheriff werden. Ach, G's, da danke schön nochmal für 5. Bitte? Ja, aber da brecht ihr euch bestimmt den Fingernagel ab, Mann, wollt ihr das? Du wurdest wahrscheinlich ziemlich häufig in deinem Leben geschlagen, oder? Oh. Tschüss, Herr, frohe Weihnachten. Schnell, lass ihn weg, Mann. Hey, passen Sie auf sich auf. Schönen Abend noch. Also, mein Auto steht da unten. Ui. Wir sollten uns auf jeden Fall die Tage noch mal unterhalten. Nee, das sollten wir. Ich weiß nicht, ob du es hinbekommst. In einem Ort, wo keine Zivilisten da sind. Oh ja. Wir rechnen da damit. An so einem schönen Tag. Okay. Anscheinend hat ja Mr. Wiegen ein bisschen Dreck am Stecken. Ich weiß. Der hat sich in letzter Zeit eh sehr komisch verhalten. Ja, der Tod von einigen von unseren Geschäftspartnern hat ihn sehr zugetragen. Ich glaube. Jo, mir ist glatt, Mann. Es ist alles voll glatt, jo, wegen dem Regen. Boy. Jo, Mr. Seemann, sollen wir sie irgendwo hinfahren?
Schicke mich zu meinem Auto fahren. Da sind sie im Auto hier. Ich fahre meine Karre da. Was ist geschlossen? Hey Mann, wohin soll ich denn sie bringen? Jo. Wo ist denn ihr Auto? Okay, warte. Lassen Sie mich raten. Der große hier vorne? Aber ist das Simon? Der war zu einfach. Das ist ja ein... Ich fahr den der. Hey, hey, nichts gegen mein Auto hier, ja? Gut. Boah, viele Eulen. Dankeschön, Chat. Hallo, Next Game. Wir machen aber jetzt schon aus. Aber wie die lohnt sich. Wir hatten einen kleinen RP-Talk, bisschen Pommes jetzt. Neuer RP-Strang hat, glaube ich, angefangen. Holt euch alle noch was zu essen und chillt ein bisschen vor der Glotze oder so. Nicht immer RP, RP. Morgen wieder 50-50. Ich sag Bescheid. Also ich glaube, morgen wird es genauso wie heute, mich ehrlich. Oh, wohnst du jetzt auf dem Parkplatz oder was? Nur, aber ich park hier, du Penner. Ja, jetzt läufst du noch 10 Meter. Ja, Kau. Ja, hüpf ins Auto, Mann, wir fahren dahin, ich werde jetzt nicht nass. Du stellst deine scheiß Wichskarre nicht vor unserem Haus. Sieht aus wie ein Pennerbude dann. Wir sind hier nicht in Grapeseed. Wir sind im fucking Mirror Park, du Wichser. Aber Raclette hinter mir, ich bin viel zu vollgefressen, passt nichts mehr. Oh, ich werde mir nur was gönnen, Alter. RP-Talk am Anfang vom Stream, direkt am Anfang. Ich habe einfach mittendrin angemacht. Oder wir machen das so morgen, Montag frei und am Dienstag bin ich wieder dann da. Einmal die Woche eh frei. Wir gucken einfach mal, ich sag Bescheid. Jetzt über die Weihnachtstage wird nicht so viel gehen. Ein Wichser, Alter. Stellt er seine Mist in seine Karre kaputt. Scheiß, Wichser, soll's ja nicht parken. Bam. Fick dich, Roy. Fick dich und deine Scheißkarre. Fick dich, Roy. Bam! Dreckskarre! Ich darf das, ich wohne hier! Das kann nicht wahr sein, dass die Bullen kommen, Alter. Hallo? Hi! Ach, fick dich, Walker, ich bin's, Curtis. Was machst du denn hier? Mann, der Wolf pennt heute bei uns im Garten. Und ich habe ihm gesagt, er soll seine Karre nicht hinstellen. Und der hat's trotzdem getan. Und jetzt habe ich draufgehauen. Oh. Er ist nur hier, um meinen WLAN anzuzapfen. Also der ist okay, der darf auch hier sein, ja? Ja, ja, klar, der darf hier pennen. Ja, kommst du, okay. Kurt? Ja, fick dich, Mann, ich habe gesagt, du sollst die Karre nicht hier parken. Ich habe im Baseballschläger draufgehauen und jetzt sind alle Kopf der Stadt hier. Oh, ist das kalt, dann warte drinnen. Ja, ich schreibe eins mit einer Rückmeldung. Warte mal, wie ist denn meine Bude gekommen? Der Rest kann wieder abfahren. Ach so, die Tür auf. Oh Gott, ja. Der ist eingebrochen, der Idiot. Ja, alles gut. Also, auch wieder ab. Ja, ja, können wir abhauen. Ja, was darf hier sein. Alles gut. Gut, denk dran, nicht, dass die Karre in Flamme aufgeht, weil er qualmt schon. Ja, das ist ein Raucherfahrzeug. Deshalb qualmen die. Vielleicht mal den Aschenbecher leer machen. Ne? Das ist ja nicht mein Auto. Ja, auch richtig. Gleich geht's und vor Weihnachten noch. Ja, das gleiche. Gute Nacht. Ich wünsche was. Ja, boah, komm, wir wollten noch fliegen, ne? Denk dran. Das ist richtig. Wann soll man das denn machen? Ja, die Tage irgendwann. Nach Weihnachten. Hast du eventuell ein Alarmsystem in der Bude oder so? Ja. Ja. Kann sein, dass dir die Tür aufgeknackt hat? Nö. Kann sein, dass Mina den Panikknopf gedrückt hat. Achso, ja. Dann sag ich mal, dass hier alles in Ordnung ist. Nee, alles gut. Komm ruhig rein. Und dann komm mal mit. Schick. Warte, aber die Tür ist nicht kaputt, guck. Jo. Schließt weiter auf. Oh, stinkt das hier direkt nach Käsefuß wegen dir. Ah, entspann dich, Mann. Ich hab das Bad noch nicht gefunden. Gar nicht meine Frau. Das Badezimmer ist hinterm Schlafzimmer.
Nee, dann war da wahrscheinlich einfach deine Frau, die dann gedrückt hat oder so, keine Ahnung. Mina, du hast Panikknopf gedrückt. Ja. Psst, nicht so laut. Pensa liegt mit Raven auf dem. Guck mal. Die sind am Sniggelsnuggen. Voll am Sniggelsnuggelsnuggen. Ja, gehst du Penner von meinem Kühlschrank weg? Ja, ich wollte uns jetzt noch ein bisschen was zu essen machen, Mann. Du hast doch hier so einen Wok, ein bisschen asiatisch, ja. Leichte Küche. Bill, du kochst ja deinen Crack. Aber, hast du Koks, Mann? Nein, Crack, das ist ein Eiswürfel. Ah. Wollte schon sagen. Ja, Koks will ich nur zum Ofenheizen haben. Du hast euch deine Schuhe ausgezogen. Ja, du kannst dich zu Pins und Raven legen, du Penner. Ja, ich mach mir jetzt erst was zu essen, Mann. Ja. Und du raus jetzt hier, Walker. Guck mal, aber wie süß das ist. Guck mal, Pins ist am Sabbern. Warte, ich mach kurz ein Foto, schicke ich dir später. Ja, warum hast du eine Knarre unter der Spüle, Mann? Das ist keine Knarre, das ist eine Zange. Volker, wegen dir habe ich einen Anschiss gekriegt. Warum? Ach, das ist eine Wasserpistole. Ja, weil ich draußen auf dich gewartet habe. So, alles gut. Ja, sagt das Walkow. Ja, ist wirklich noch eine Wasser. Alles gut. Das, ach, der Walkow soll dich wohl sagen, das wenn wir am Weihnachten... Das ist der Leiter der Helikoptereinheit aus dem Bake Air. Das ist in Ordnung. Klar, gute Nacht, Mann. Danke für das Obdachlosen und Ding und so. Kannst du das bitte mit ihm klären? Ja, alles gut. Danke. Ja, soll mal chillen, mein dieser Allmann. Ja, alles gut. Und jetzt raus aus meiner Bude, du habt den Besuchungsbefehl. Dude. Du hast mich eingeladen, du Arschloch. Jetzt sag ich dich wieder aus. Ich verbreche, wenn ich nichts zu tun habe. Dann schließ deine Tür ab. Mach ich von draußen, dann gehe ich trotzdem wieder rein. Junge, der ist. Ich hab gedacht, die haben mich jetzt erwischt, wie ich auf die Krake klopfe. Und er bricht einfach bei mir ein, der Wichser, Alter. Und alle Cops der Stadt fahren sofort dieses Ding an. Ist ja der Wahnsinn, ey. Ich glaube, es ist keiner online, den man... Oder? Ich guck mal. Ihr braucht gar nicht schreiben, hör bitte aus, Daniel. Ich mach das sowieso, wie ich das mein. Na, Hobbys da, ne? Was macht denn der Hobby? Ah, der geht auch gleich, oder nicht? Ach, scheiß drauf. Ich schicke euch in den Schlaf. Wisst ihr warum? Heute ist Weihnachten, geht vor der Glotze, chillt im Bett und kuschelt ein bisschen. Mit euch selber oder Freundin oder whatever. Hört auf, RP zu gucken. Heute. Und Luan, Dankeschön für den Prime-Sub noch am 4. Ihr wunderschönen Menschen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen heiligen Abend und morgen schöne Weihnachten. Ich sag Bescheid, ob ich komme. Dankeschön für den unfassbaren Support. Fühlt euch alle geküsst. Bleibt gesund. Lasst euch nicht anquatschen. Okay? Bye-bye, Chat. Bis später. Tschüss. Und das ist übrigens mein IC-Papa auf dem Bild. Ich habe den Beweis jetzt.